Hallo und herzlich willkommen alle zusammen im neuen Jahr. Wir sind auf dem Weg nach Maraskan. Wir werden vielleicht in diesem Jahrhundert noch ankommen. Ich bin optimistisch. Wir sind im Moment noch Saint Zwerg, aber Saint Zwerg, der Zwerg wird bald zu uns stoßen. In der Zwischenzeit wird Brigon, der Erzählelf, uns mal erzählen, was passiert ist. Ja, diesmal kann ich mich tatsächlich wahrscheinlich kurz fassen. Wir sind in das Haus von Liscom von Fasar eingedrungen durch den Brunnenschacht, haben 5 Leute vorgefunden, von denen 4 zunächst einmal getötet wurden und einer niedergeschlagen. Danach wurde halt so ein bisschen geschaut, weil wir auf der Suche nach irgendwo Dokumenten von Liscom selbst waren und in der Tat sind fündig geworden. Es gab in der Bibliothek bei ihm im Schreibraum das Buch Ich Liscom, eine Art Tagebuch von ihm, wo er so ein bisschen seinen Werdegang beschreibt. Und tatsächlich auch ein zweites Buch, nämlich Borbarats Testament oder das Testament des Tarsonius von Bethana. Das hat Brigon jetzt an sich genommen und danach gab es noch ein Verhör von dem Delinquenten, also den letzten Überlebenden von diesen 5, ja, Borbardianer, ohne dass sie es selber zu wissen schienen, wem sie dort eigentlich dienen. Ja, und da gab es auch noch mal so ein paar Informationen, die man diskutieren und interpretieren könnte. Das lassen wir an dieser Stelle mal. Und nachdem der dann auch sozusagen hingerichtet wurde als Rache für Dragenfeld, haben wir uns dann durch den Brunnen wieder zurückgezogen. Brigon hat noch den Schlüssel mitgenommen. Und Schorsch hat uns demonstriert, was nun sein Zeichen kann. Also er hat irgendwie, dass er jetzt da diesen, ich weiß nicht, 4, 5 Meter tiefen Brunnenschacht einfach runtergesprungen ist und er hat keine Höhenangst mehr oder sowas. Ja, also er hat da jetzt anscheinend irgendwelche Sprungkraft. Ob das nur von oben nach unten geht oder er auch hochspringen kann, das müssen wir nochmal rauskriegen dann. Aber das ist im Endeffekt das, was passiert ist. Wir haben uns halt unterirdisch zurückgezogen, um halt nicht oben über die Straße zu gehen oder von jemandem entdeckt zu werden. Schließlich hat hier so ein gewisses Chaos stattgefunden. Genau. Und Hat ein Chaos stattgefunden? Naja, haben 5 Leute umgenietet. Ach so, ja. Und der eine, dem hat man die Kehle durchgeschnitten und der ist halt dort vor Ort verblutet. Also immerhin hat man einen roten Schleier eines Ptolemiden vorgefunden und wer sich so ein bisschen mit der Kultur auskennt, wird das vielleicht richtig interpretieren können. Und nein, es gehört nicht zu einem Raja-Anhänger oder so etwas, nur weil er rot ist. Und ihr habt ein Spiel von roten und schwarzen Kamelen, roten und weißen Kamelen unterbrochen. Ja, so ein Skandal aber auch. Aber zumindest die Figuren sind ja gesichert worden von unserem Zwerg, damit das alles eingesteckt, was nicht nied- und nagelfest war. Es war ein sehr schönes Set. Ja, gut, sicher, gerne. Also ich meine, und Vajan hat irgendwie noch 3 seltene Zauberbücher mitgenommen aus Liscoms Bibliothek. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. 3 Zauberbücher habe ich mitgenommen. Wie selten die waren, ist eine andere Frage, aber ich habe 3 Zauberbücher mitgenommen. Ja, die seltensten hat es, glaube ich, spezifiziert. Ja, ob es wirklich die seltensten sind, weiß ich ja nicht. Aber ich hab gesagt, einfach die 3, die mir als seltensten vorkommen, nehme ich mit. Ja, genau. Also du hast nicht die genommen. Ja, genau, du hast nicht genommen Magie 1, 2 und 3, sondern du 4, 5 und 6 eingeschickt. Genau, das 4, 5 Magie und 6. Die Magie-Grundlagenbände 1 bis 83. Die hast du nicht mitgenommen, weil die kannst du schon auswendig und die stehen in jedem absolut abgehalfterten Magierkonvent, das irgendwo als keine Ahnung, Heckenlehrer irgendwo in Weiden verwendet wird. Also das hat jeder, sondern du hast, ja. Aber wenn wir jetzt springen zu der Reise zu der Seereise. Nicht? Das jetzt kommen wir erstmal in Kunchrom an. Also ihr müsst ja auch eure Pferde abgeben. Ihr reist jetzt also nach Kunchrom. Naja, ich meine, weil einschiffen könnt ihr die nicht. Und also, das war auch schon so gedacht. Also, und das Problem ist ja, dass also Maraskan ist ja die grüne Hölle. Und vielleicht rekapitulieren wir mal, was ihr eigentlich in Maraskan machen möchtet. Warum wollt ihr da hin nochmal? Arvat will da nicht hin. Arvat wird jetzt nicht gefragt. Ja. Der Hüter des Lichts in Gareth. Ich darf Heiligkeit, da gar nicht hin. Hatte gesagt, er braucht handfeste Beweise und Gerüchte halber soll es eine Festung von Borbarat auf Maraskan geben. In Liscoms Tagebuch haben wir letztendlich die Bestätigung davon auch gefunden, hatte genau das Gleiche geschrieben. Und in den Fasara-Orgakelsprüchen steht was Ähnliches. Genau. Mhm. Und ja, auch interessant, dass zum Beispiel auch Liscom von denen Bescheid wusste und da Seiten entfernt hat, als er da irgendwo mal recherchiert hat.
Und deswegen gilt es jetzt, die Festung Borberats zu finden. Und an Brigons Vorschlag würden wir dann unter Majans Führung sozusagen den Kraftlinien folgen, bis wir den stärksten Knotenpunkt gefunden haben. Und vermutlich wird dann dort auch die Festung liegen. Mhm. Ja. Tendenziell scheint Borberat eine Vorliebe für Knotenpunkte zu haben. Exakt. Mhm. Und auch alle seine Anhänger. Also alles, was irgendwo bis jetzt passiert ist, hat irgendwas mit diesen Knotenpunkten zu tun. Gut, aber das könnte ja daran liegen, dass, wenn ich Marian richtig verstanden habe, wo ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, dass diese Knotenpunkten ja noch einmal das Zaubern erleichtern. Oder mehr, ja, das kann Zaubern erleichtern und größere Mengen Astralenergie vielleicht freisetzen als die Linie selber. Ja, das kann ich auch bestätigen. Und ihr ja auch alle mitbekommen habt, dass Borberat ja, wie soll man sagen, propagiert, mehr oder weniger, dass eigentlich jeder zaubern kann, Magie für alle. Und wenn du keine Astralenergie hast, dann bleiben dir eigentlich nur noch die Lebensenergie. Und wenn du es schaffst, das irgendwie abzumindern, Lebensenergie dafür ausgeben zu müssen, dann ist natürlich, also sind natürlich Kraftlinien und Knotenpunkte eine super Sache. Vielleicht gibt es ja irgendwann so tragbare Astralkristalle, die man dann zum Zaubern nutzen kann, die dann quasi wie Batterien wirken, was auch immer Batterien sind. Wisst ihr eigentlich auch noch, welches Metall dort abgebaut wurde? Endurium. Endurium. Genau. Es gibt dort eine sehr große Endurium-Mine. Wir sollten irgendwie, von den mittelreichischen Besatzern ausgebeutet. Prospektoren oder sowas. Sollte der Zwerg, glaube ich, irgendwie Handel oder irgendwie. Genau, also weil ihr werdet ja da, weil die politische Lage ist etwas undurchsichtig. Also das Mittelreich möchte ganz gerne die komplette Herrschaft über Maraskan erreichen. Es gibt allerdings Widerstand in der einheimischen Bevölkerung, die das nicht so gut finden. Also es findet dort so ein richtiger Guerillakrieg statt. Und das Mittelreich hat jetzt beschlossen, wir hungern den Laden aus und hat eine Seeblockade verhängt. Das heißt also, dass nur vom Mittelreich abgesegnete Schiffe durch dürfen, um zu verhindern, dass weitere Waffen an die Söldner geschmuggelt werden. Nicht die Söldner, sondern die Rebellen geschmuggelt werden. Und Leute, die jetzt nicht der mittelreichischen Armee angehören, da reinzubekommen, ist im Moment ein bisschen schwierig. Also keiner von euch qualifiziert sich dafür. Das heißt, ihr werdet jetzt sozusagen unter dem Tarnmantel, ihr seid Prospektoren und also der gute Schorsch ist dafür natürlich prädestiniert. Aber Schorschs Lieferung von 500 besten Stahl-Tuzak-Messern, die er noch da verkaufen wollte, die müssen wir dann in Kunchum lassen. Das werden wir dann sehen, wie ihr euch da schlagt. Ihr könnt euch natürlich überlegen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Die ist aber leicht bekleidet. Und, wir hatten auch gesagt, vorwiegend mit Famulus Faust, dass wir das eher als hier Werkzeug tarnen oder als Kran. Ja, also die wir da zerlegen müssen, weil die kann er nicht den ganzen. Als Laubsauger, ja. Genau. Maraskenfangnetzwerfer. Zum Beispiel. Ja, Maraskenfangnetz. Und dann wollen die Demonstration haben und wir fackeln ihr Schiff ab, das ist auch nicht so gut. Ja, er kann sie ja modifizieren, dass der irgendwo das als Netzwerfer fungiert. Wobei ich mir das vorstellen könnte, dass das wahrscheinlich sogar geht, wenn du das Netz in eine Kugel hineinpackst und diese Kugel einfach nach vorne katapultiert und durch den Aufschlag die Kugel quasi im Flug zerbricht und es hat am Ende so Gewicht, da könnte man damit sicherlich auch ein Netz verschießen. Ja, im Flug zerbrechen wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn du eine geteilte Kugel machst, oder wie so kleine Tortenstück oder wie so wie eine Orange quasi, ne, dass du halt die Gewichte hast und wenn es abgefeuert wird, dann geht das so auseinander, also dass die Reichweite ist dann halt nicht sehr hoch. Ne? Ja gut. Aber ja, gut, ich meine, war jetzt nur so ein Ich halte aber theoretisch machbar ist das schon. Schorsch kann das schon irgendwie getan kriegen. Das ist gar kein Thema, das irgendwie umzubauen. Bleibt natürlich noch die Frage, wohin wir auf Maraskan fahren. Ihr sagt jetzt, ihr wollt den Kraftlinien. Wissen wir denn, wo die Kraftlinien da verlaufen? Noch nicht, das wissen wir erst, wenn wir da sind, oder? Ja, wenn ich da eine sehe, dann kann ich ja Bescheid sagen. Ich meine, die werden ja auch übers Meer verlaufen, nehme ich mal an. Also, das weißt du noch nicht. Du hast noch nie eine im Meer gesehen. Also seitdem du weißt, dass es Kraftlinien gibt, wart ihr noch nicht wirklich am Meer, wo du hättest gucken können. Also das ist. Und war doch mal eine Weile. Ich war doch zwischendurch mal auf. Stimmt, du warst auf den Zyklopischen Inseln. Das ist genau. Richtig, ja. Und dann bin ich ja auch zu irgendeinem Knoten oder einer Linie gegangen. Und die Inseln sind ja nicht so groß. Also kann man da eventuell auch aufs Meer sehen. Hm.
Ob es da weitergeht oder aufhört. Also ich sag mal, die gehen weiter. Also dazu steht jetzt nirgends irgendwas, aber doch, ich gehe jetzt mal davon weiter. Aus. Ja. Aber das die war müssen ja die, weitergehen, die müssen weitergehen. Also es gibt doch einen roten Punkt auf Maraskan. Das war ja die Westküste, ich weiß ja nicht, wie es an der Ostküste ist. Ne? Also fahren wir dann zuerst nach Tuzak. Wir fahren jetzt erstmal nach Kundrom. Wir reisen jetzt nach Kundrom. Genau. Und dann schauen wir, welche Schiffe wohin fahren auf Maraskan. Ich meine, wenn alle Schiffe nach Tuzak fahren, hat sich die Sache erledigt. Die meisten werden von Kundrom aus nach Tuzak fahren, weil das der nächste Weg ist sozusagen. Vielleicht fahren auch einige nach Yargan und nach Sinoda. Auf die andere Seite rüber bin ich mir sehr unsicher. Denn Maraskan ist, glaube ich, über 500 Meilen lang, 520, glaube ich, von Nord nach Süd. Da jetzt irgendwo aufs Geratewohl durchzureisen, selbst wenn man jetzt irgendwo in der Mitte ist und noch 200 Meilen in diesem todbringenden Gebiet zu verbringen, das ist halt... Deswegen wäre es halt gut zu wissen, wo die Sachen verlaufen, damit man da praktisch anlanden kann. Aber genau. Das wissen wir ja nun nicht. Im Zweifelsfall müssen wir halt mit dem Schiff außen rumfahren und gucken, wo halt auf der Knotenpunkt von außen zu sehen ist. Um dann den kürzesten Weg von der Küste bis da rein zu nehmen. Vielleicht ist er auch an der Küste. Da ist der Zwerg. Klotz. Ups. So, ja, jetzt. Klotz ist ein Tortel aus Dungeons and Dragons. Wir verwenden das Wort nicht mehr. Welches? Die sind für mich gestrichen. Oh, nach wegen dem neuen OGL oder was? Ja, ganz. Also ich werde auch nie wieder irgendwas mit Dungeons and Dragons auf unserem Kanal machen. Das Wort wird nicht mehr erwähnt. Also, weil es ist mir zu unsicher. Naja, noch ist es ja eh nicht in Kraft. Nee, ich meine, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Da sind wir jetzt mittlerweile am Prinzip angekommen. Aber wir haben unseren Schorsch. Schorsch, du hast einen Auftrag. Ja. Kein Thema. Also, wir haben schon mal angefangen und so ein bisschen einen Recap gemacht. Die Idee kam auf, dass du versuchst, Pharmalos Faust als, wie nanntest du es? Maraskenfangnetzwerfer. Maraskenfangnetzwerfer zu tarnen. Mhm. Das ist gar kein Problem. Dachten wir uns. Meine Vorstellung war gerade eine geteilte, also dass du wie so eine orange geteilte Kugel hast, wo ein Netz drin ist. Und wenn du das dann schießt, geht das so auseinander. Mhm. Und ja, diese hier werden die Prinzipien von Bola und Wurfnetz auf jeden Fall problematisch, problemlos vereint. Das lässt sich alles machen. Das ist eine hervorragende Herausforderung. Ja, weil wir natürlich immer noch, also weil wir jetzt nochmal drüber geredet haben, also das ist ja, es gibt ja eine Seeblockade, die verhindern soll, dass Waffen an die Rebellen geliefert werden und mit Waffen dort aufzutauchen, wenn man nicht gerade Mitglied der mittelreichischen Armee ist, ist natürlich nicht wirklich möglich. Das heißt also, Pharmalors Faust müsste getarnt werden, aber wir haben uns überlegt, dass du da gar keine Probleme hast, weil wir hatten schon drüber geredet, aber das wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit. Und es gibt vermutlich natürlich auch findige Zwergenadvokaten, die mir auf Basis der Lex Zwergica als für Zwerge gültigem Rechtsdokument sicher auch einiges ausstellen könnten. Das ist natürlich auch wahr. Zwergisches Diplomatengepäck, das darf nicht kontrolliert werden. Also wir sind immerhin wir sind in Kundrom, ne? Wir sind in Kundrom. Ja. Da gibt es ja auch ein paar Zwerge. Oh, ja, vor allen Dingen gibt es da die Firma Schippenstiel und Schippenstiel, die hat garantiert auch Rechtsbeistand. Sowas, ne? Aber sowas von. Ja, wollte ich gerade sagen, aber sowas von. Genau, also ihr seid tatsächlich in Kundrom angekommen. Also es gibt ein paar Sachen, die geklärt werden müssen. Nummer eins, die Pferde müssen und auch der Wagen müssen untergestellt werden. Die könnt ihr tatsächlich nicht mitnehmen. Bietet sich ja Schippenstiel und Schippenstiel. Genau. Schippenstiel und Schippenstiel sind bereit, sämtliche Reittiere aufzunehmen und sehr gut zu versorgen. Und ihr bekommt tatsächlich eine Epistel zugeschickt, in der, es ist ein getarnter Brief quasi, in dem euch mitgeteilt wird, dass man euch auf all euren Wegen Aves Glück und Segen wünscht und ihr tatsächlich eine Passage gebucht bekommen habt, um euch als Prospektoren Richtung Tuzak zu begeben, um von dort aus die Indurium-Mine zu besuchen
Und da genauere Inspektionen zu machen, weil es Probleme mit der Lieferung gab und die Qualität nicht so ist, wie man sich das gedacht hatte oder gewünscht hatte und wie man es auch gewohnt ist und deswegen geguckt werden muss, was denn mit der Mine im Moment nicht stimmt. Und dafür bekommt ihr Passage auf einer Seedrake namens Perlbeißer. Sowas wie so ein Beglaubigungsschreiben oder sowas dabei, weil ich kann mir vorstellen, dass so eine Endurium-Mine ja, ihr habt schwer gesichert ist. Also. Ihr seid als Prospekt, also ich meine, ihr habt eben, wir haben Schorsch Schippenstiel, beziehungsweise sein Xoram Tosch, Xoram Tosch. Er ist also sozusagen als Subkontraktor unterwegs jetzt. Ja. Für die Mine. Und es trägt das Siegel des Kaiserhauses zu Gareth. Ah ja, das ist gut. Es ist nicht irgendjemand, sondern der ehrenwerte Xoram Tosch Schippenstiel mit Gefolge, der hiermit offiziell beauftragt wird, in dieser Endurium-Mine nach dem Rechten zu sehen. Und dann umgehend zurückzukehren und zu berichten und dass man ihm, dass ihm sämtliche mittelreichischen Beamtinnen und Beamten vor Ort Unterstützung gewähren müssen. Xoram Tosch, ich hoffe, du hast bei deiner Etikette mal ein bisschen nachgelegt. Ne? Du musst jetzt immer sprechen für uns alle. Für sowas habe ich doch Leute. Naja, ihr seid ja jetzt der ehrenwerte Xoram Tosch. Natürlich, aber ich lasse mich nicht dazu herab, mit den niederen Zollbeamten oder was weiß ich was zu sprechen. Dafür habe ich Marjan. Ich dachte ja auch eher so den Bezirksgouverneur oder so etwas. Da kannst du dann Marjan schlecht vorschieben. Wisst ihr, Herr Zollbeamter, Borberat ist zurückgekehrt. Habt ihr das schon gehört? Okay, auf den zweiten Blick ist Marjan vielleicht doch keine so gute Idee. Oh, kein Problem. Die höheren Gouverneursbeamten und so weiter sind alle diplomatisch geschult und wissen, die Eigenarten der Zwerge wegzulächeln. Hoffen wir es mal. Rastula, stehe uns bei. Ehrenwerter Xoram Tosch. Dein Name ist Xoram Tosch? Mir gefällt, wie das klingt. Ich dachte, dein Name wäre Xorsch Tosch oder so. Xorsch Tosch, wirklich. Niemand heißt so. Xorsch Tosch. Gut, du wirst die, also du wirst Farmolors Faust entsprechend tarnen. Mach doch mal mit in den Wurf auf Verbergen. Ah, Augenblick. Ich muss das mal auch, sorry, ich muss das Würfel durchstarten. Dum. Du kannst in der Zeit ja schon mal. Dauert bestimmt einen Augenblick. Was hab ich noch? Nee, es dauert ein nicht paar einen Augenblick. Okay. Ja, ich habe einen Punkt, habe ich auch noch. Fertigkeit. Ich meine Pünktchen, Sachen, die wenn er jetzt schon am Basteln ist. Minus 2. Okay. Das ist QS3, habe ich. Okay, wunderbar. Ja, also die Farmerlors Faust, wer sie kennt und lieb gewonnen hat, der kann sie noch erkennen. Für alle anderen, ja, sieht es jetzt aus, als hättest du einen Arachniden-Bekämpfer gebaut. Also ich, das funktioniert folgendermaßen. Das liegt natürlich jetzt einfach wie so eine Art Anleitung dabei. Und in dieser Anleitung sind Skizzen, wie das Gerät funktioniert, wie man das aufstellen muss und so weiter, um damit eine Maske zu fangen. In all den Bildern sind natürlich auch Marasken abgebildet, ne? Und leider sind die, also der Text ist in Rogolan. Da müssen sich dann die Leute, die kein Rogolan sprechen, einfach auf mein Wort verlassen. Ehrenwerter Prospektor und Kammerjäger Xoram Tosch. Oh ja, ein Geschenk meines Bruders. Er hat gehört, dass es dort Marasken gibt. Und ich habe ihm versprochen, auf mich aufzupassen. Ich wollte das ganze Ding ja auch nicht mitnehmen. Ihr wisst ja, wie das ist. Schwierig. Aber wo wir gerade dabei sind und du am Basteln bist, zwei kurze Punkte zu den Basteleien. Zum einen möchte ich nochmal darauf zurückkommen, dass Arvard mir seine Tuchrüstung geben wollte, die noch so ein bisschen angepasst werden sollte. Damit ich halt auch ein bisschen Rüstungsschutz kriege. Das kannst du haben, ja. Ich kann mir auch selber eine kaufen, aber es war, glaube ich, in irgendeiner Folge, hattest du mal gesagt, nee, du bräuchtest die nicht mehr.
Die können nicht haben. Ich brauche die auch eigentlich nicht mehr. Ich überlege jetzt natürlich, wo wir in den Dschungel marschieren, ob so eine Metallrüstung das Richtige ist. Aber sonst müsstest du dir in Zuzack eine Holzrüstung kaufen. Ja, von welchem Geld, Brigon? Kann dir doch was geben. Ich habe sehr viel Geld. Ach, du hast sehr viel Geld. Ich habe bisher noch nie irgendwas ausgegeben. Nee, das kann gut sein. Ich gebe ja immer alles. Doch, das letzte. Ach, stimmt. Als wir in Fassar waren, habe ich doch, glaube ich, mal irgendwie 30 Dukaten in die Menge geschmolzen. 10, 20 Dukaten. Ja, genau. Ja. Nein, also Brigon hat noch das, was halt von den 200 Dukaten, die wir von dem Herzog bekommen haben, dann also abzüglich dem, was jetzt im Laufe der Zeit ausgegeben wurde. Und ich habe noch ein paar Edelsteine, die ich aus der Feenwelt mitgenommen habe. Von denen habe ich ja nur 2 für das Artefakt damals für die Raya-Kirche. Was kostet denn so eine Holz? Die Rose, die ich gebastelt habe. Ich recherchiere das mal. Also da ist durchaus noch ein bisschen Finanz hinter. Also wenn du da wenn du eine auf Maraskan kaufen möchtest, musst du natürlich dann jetzt aber auf den Preis 20% draufschlagen, weil im Moment haben die natürlich... Ja, das ist ja... Ja. Alles okay. Okay, das geht ja auch von den Kosten noch. Also Geld haben wir. Und das Zweite, was irgendwo noch in Diskussion stand, für Brigon einen Schild anzufertigen, damit er sich irgendwie besser verteidigen kann. Also das würde mit dem Dolch auch zusammenpassen. Wenn wir jetzt also in den Kampf kommen, dass er wenigstens irgendwas hat, was er vor sich halten kann. Das wäre kein Problem, wenn du mir die Materialien bringst. Dann mache ich dir den schönsten Schild, den du je gesehen hast. Ja, wir können auch einfach einen einfachen Schild kaufen. Und was dachtest du denn? Leder, Holz? Holz. Holz ist ganz schön schwer, Brigon. Dann trainieren wir aber ein bisschen. Das können wir machen. Und dass dafür ein Baum gefällt werden musste, stört dich überhaupt nicht? Ich merke mir das, und falls ich diese ganze Aktion überlebe, dann werde ich einfach neue Bäume pflanzen, die pflegen und groß wachsen lassen, dann habe ich das wieder ausgeglichen. Das ist gut. Und sollte sich eine Gelegenheit bieten, eine Mine zu plündern, werde ich einfach neue Löcher zuschütten, um für meine Frevel am Leib Sumo zu büßen. Das ist jetzt touché, oder wie sagt der Horasia? Ich meine, das mal irgendwo gehört zu haben. Ich weiß nicht, ob das ganz miteinander zu vergleichen ist, aber ja. Gut, aber dann lasse ich meine, ja, wohl nehme ich sie jetzt mit, nehme ich sie nicht mit. Dann lasse ich meinen Spiegelpanzer vielleicht in Kuntium aber zurück. Auf jeden Fall werde ich in der Werkstatt von Schippenstiel und Schippenstiel beschäftigt sein, damit alles zu warten, alles zu reparieren, was wir irgendwie dabei haben, sodass wir auf jeden Fall uns auf intakte Ausrüstung verlassen können. Und wenn mir dort jemand von euch Gesellschaft leistet, dann werdet ihr sehen, ich habe ausnahmsweise meine Brille nicht auf. Ganz, ganz seltsam, weil ich die sonst wirklich nie absetze, denn es ist immer zu hell eigentlich. Und irgendwann klopft ein Bote an der Tür und gibt ein Päckchen ab. Und ich habe da nämlich schon was veranlasst und ihr seht, also das ist ein schöner geschnitzter Holzkasten und er klappt ihn auch in Samt eingeschlagen und da liegt wieder die Brille. Und die hat jetzt zusätzlich so eine Art silberne Einfassung der Gläser. Und Schorsch freut sich diebisch, hat jetzt allerdings auch überhaupt kein Bargeld mehr. Ach, auf die Akademie ist Verlass! Und ich setze sie gleich auf, probiere sie mal aus. Und fantastisch. Genau das, was ich mir vorgestellt habe. Kannst du jetzt auch Magielinien sehen, oder? Leider nicht, aber ich kann viel besser. Ich kann zum Beispiel sehen, was in dieser Truhe ist. Ich weiß natürlich, was in dieser Truhe ist, aber ich kann es auch sehen, ohne sie zu öffnen. Oh. Ja, ich habe schon länger an dieser Idee geplant, gewerkelt. Leider fehlten mir bisher immer die Ressourcen, aber... Ja, das ganze Rum-Abenteuer mit euch hat sich jetzt doch gelohnt. Ist das jetzt eine Penetrizelblick in der Brille oder was? Artefakt? Okay, wie gut. Gut. Man weiß nicht, wofür es gut sein kann. Ich meine, was ich vielleicht auch noch machen würde, wenn wir mal in Kunkom sind, da ist die Drachenei-Akademie und die kennen sich ja auch ganz gut mit Artefakten und so einem Kram aus. Wir haben doch und vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Schorsch. Wir haben doch noch diese super leitfähigen Magiesteine mit Mondsilber. Ob ich mir da doch irgendwie so einen kleinen Zauberstab machen kann, den ich dann neu an mich binde. Und ob das dann irgendeine Art positiven Effekt auf mein Zaubern hat, sei es, dass ich jetzt Astralpunkte spare oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Gehst du mit diesem Gestein zu dieser Akademie? Ja, ich meine, ich kann ja mal hingehen und anfragen, weil ob das denn möglich ist, die kennen sich wahrscheinlich besser mit Artefaktmagie aus als ich. Davon ist auszugehen. Und ich meine, die Arbeitung des grundsätzlichen Materials, das könnte eventuell Schorsch machen. Ich kann ihn da auch gerne bezahlen. Ich habe ja noch ein volles Bankkonto. Aber ja, ich kann ja mal bei der Akademie anfragen, was die davon halten und ob die da eine Idee haben. Die kennen sich anscheinend auch mit magischen Edelsteinen und Steinen aus in Kunchon. Also du triffst tatsächlich auf, also erklärst du ihnen, wer du bist? Ja. Also und, sprichst du von deinen Büchern und so, die du geschrieben hast? Wissen sie eigentlich, genau, wer ich bin? Genau, ich bin Marian der Rote. Sie haben vielleicht von mir gehört. Ich habe zwei recht populäre Publikationen in der letzten Zeit herausgebracht. Einmal über astrale Linien und Herzen, Adern magische und Herzen. Magische Adern und Herzen. Magische Adern und Herzen und dann noch über Astralstürme, ein Erlebnisbericht. So, ein Erlebnisbericht. Dann würfel doch mal auf Überzeugen. Ich habe hier Kopien. Zwei Qualitätsstufen. Ich könnte sie sogar signieren. Ja, soll ich signieren? Also wenn du das anbietest, dass du Kopien da lässt, dann kommt tatsächlich, wird tatsächlich einer der Bibliothekare gerufen, der tatsächlich die beiden Werke nimmt und katalogisiert und gerne nimmt. Ja. Signieren lässt er dich nicht, er nimmt sie dir einfach so ab. Aber also offensichtlich kein Fanboy, aber er sagt, das ist natürlich immer schön, dass du Kopien von magischen Werken, die neu sind, auch zu haben, weil sonst dauert es natürlich, bis sich das mal verbreitet hat und so, aber jetzt hat das natürlich dann aus erster Hand, dann nimmt er das auch gerne an. Und du triffst tatsächlich auf einen, also es wird dir ein Gelehrter aus dem Bereich Objektmagie, Artefaktmagie zur Seite gestellt, der sich dein Anliegen anhört und fragt, ob er einmal ganz kurz einen Blick auf das Metall werfen kann oder auf das Gestein, was du da vorhast zu verarbeiten. Ich schiebe ihm so das Mondsilber und dieses leitfähige Gestein hin, das wir da gefunden haben. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ja, so, das habe ich noch nicht gesehen. Es gibt dazu ein Unterkapitel in meinem abgegebenen, kürzlich bei ihrem Bibliothekar abgegebenen Werk Astralstürme, ein Erlebnisbericht. Die könnten auch einen Effekt darauf gehabt haben, dass dieses Metall sich so oder diese Steine sich so verändert haben. Und die Idee ist konkret, sie möchten darin etwas speichern. Was ich tatsächlich gerne machen würde, ist, ich meine, wir als Magier, Gildenmagier, wir haben ja in der Regel, nutzen ja in der Regel Zauberstäbe als Werkzeuge, um unsere Zauber zu leiten und zu konzentrieren. Und ich bin jetzt kein Experte für Artefakt- oder Objektmagie, aber soweit ich weiß, können die Bestandteile dieser Zauberstäbe, wenn sie auch einen Effekt darauf haben, wie man zaubert. Das heißt, eventuell die Zauber verstärken, es leichter machen zu zaubern. Und ich wollte einfach mal ausprobieren, wenn ich die vielleicht in Form eines Zauberstabes bringe, verbinde dieses Gestein mit dem Mondsilber, was ja auch einen positiven Effekt hat, dass ich das vielleicht dann wirklich mit einem traditionellen Zauberstab-Ritual an mich binde und dafür meinen alten Zauberstab aufgebe. Und einfach mal testen, was passiert, wenn ich damit zaubere, weil ich glaube, das hat so noch keiner probiert. Vielleicht ein dritter Band. Du hättest vielleicht sogar nach Arcanium, um das nochmal in Erinnerung zu bringen. Genau. Ach ja, Arcanium ist auch noch irgendwo. Nun, grundsätzlich möchte ich nicht absprechen, dass dies möglich ist. Habe allerdings mit ganz konkret diesem Metall und mit diesem Gestein keinerlei Erfahrung. Wenn man sich jetzt überlegt, dass es ja auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die Kugelzauber verwenden etc. pp., dann denke ich auch, dass das hier sicherlich möglich ist. Da müsste ich allerdings auch noch mal ein wenig in der Bibliothek stöbern, im Magazin, denn das ist jetzt nicht etwas, was wir hier oben haben. Ob wir da vielleicht noch etwas, sagen wir mal, obskurere Bände haben, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Apropos obskurere Bände, haben Sie schon einmal von einem magischen Artefakt gehört, der Almadine Stein heißt? So ein rötlicher Kristall, rötlicher Stein, der Das almadanische Auge? Ja.
Ich bin auch neulich auch in meinen Nachforschungen drauf gestoßen. Ich habe davon gehört, aber ich glaube, es handelt sich dabei eher um eine, nun sagen wir mal, folkloristische Beschreibung eines nicht wirklich existenten Gegenstandes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas so... Es werden ihm ja sehr, sehr viele interessante Dinge zugeschrieben und es wird ein großes Geheimnis darum gemacht. Also ich persönlich glaube, es ist so ähnlich wie der Kaiser mit dem roten Bart im Berg oder so. Sieht der Mann vertrauenswürdig aus oder die Frau? Der Mann sieht aus wie ein etwa 50-jähriger Mensch. Ja, gut. Der Magier ist und der auch tatsächlich, als du sagst, ein Zauberstab, wir haben ja so ein Instrument, dann weiß er sehr stolz auf seinen. Seiner ist ungefähr, so 1,20 Meter lang. Ja. Er wirkt schon vertrauenswürdig, er wirkt ganz normal. Wissen Sie, ich kann Ihnen bestätigen, dass das Almadine Auge existiert. Ich bin nämlich der aktuelle Träger dieses Auges. Ich würde so quasi die Brille mal abnehmen. Ja, dann sollten Sie darüber ein Buch schreiben. Ja, das habe ich auch im Sinn. Ich zeig Ihnen mal quasi mein Auge. Da guckt er jetzt dann tatsächlich sehr genau hin und dann kommt er dir auch verdammt nahe, weil das ist ja das kenne ich ja, so das kenne ich ja rausholen. Das kenne ich ja schon, das ist ja damals auch mit einem gewissen Schosch passiert. Ja, er guckt da sehr genau hin und sagt: Und ihr könnt damit sehen. Ja, ich kann damit magische Strömungen und Effekte sehen. Also meine Aura. Also magische Auren grundsätzlich, könnte man sagen, ja. Nicht weggehen. Er läuft los, kommt wieder und hat eine Kiste dabei. Und da ist so ein, wie bei so einem Magier, da ist quasi so eine, also wie bei einem Pseudomage ist so eine Decke drüber und er langt hinein und erhält den ersten Gegenstand. Ja. Und strahlt dich an. Sieht aus wie ein Hühnerei. Mhm. Und? Was sehe ich denn? Es ist tatsächlich magisch. Ja, ist auf jeden Fall magisch, das Objekt. Das ist nun wirklich unglaublich. Dies ist tatsächlich ein Hühnerei. Mhm. Jedoch habe ich es tatsächlich geschafft, das Hühnerei zu verzaubern. Es ist magisch. Es ist ein Artefakt. Es kann sich selbst kochen. Das ist fast, also unglaublich. Nein, gar nicht. Er legt's hin und sagt ein paar Worte. Und das Ei beginnt zu zittern. Und irgendwann platzt die Schale auf und du hast ein sehr hart gekochtes Ei vor dir liegen. Das ist ein unglaubliches Werk, also ein großartiges Werk, das sie verbracht haben. Das könnte den Alltag vieler erleichtern. Ja, seht ihr? Und das wollen meine Kollegen einfach nicht wahrhaben. Das ist faszinierend. Ich meine, ich kenne einen Geschäftszwerg, vielleicht hat der Interesse, so etwas zu vertreiben, wer weiß. Normalerweise beschäftigt er sich mit anderen Sachen, aber jetzt dabei, das Ganze so weiterzuentwickeln, dass es auch von einem Laien verwendet werden kann. Im Moment muss man noch etwas Astralenergie verwenden, um das Ding zum Kochen zu bringen. Aber in meiner nächsten Iteration werde ich es schaffen, dass man mithilfe eines einfachen Fingerschnippens oder vielleicht vielleicht Fingerschnippen ist nicht so gut. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Laden und da haben Sie diese Eier und irgendjemand schnippt mit dem Finger und dann fangen die plötzlich alle an zu kochen. Also mit einer gezielten Geste, vielleicht mit im Verbund mit einem Wort, dass sie sich dann tatsächlich selber kochen. Das Ei streicheln und koche sagen. Zum Beispiel so etwas in der Richtung, genau. Aber nun zum nächsten Gegenstand und er legt dir einen weiteren Gegenstand vor, es ist ein Hammer. Du siehst nichts. Da ist nichts zu erkennen. Sehr gut, das war jetzt, das sehen Sie, man muss immer einen negativen Beweis für eine Fähigkeit erbringen. Das ist tatsächlich ein ganz normaler Hammer. Und er legt dir dann noch zwei oder drei andere Gegenstände vor, von denen tatsächlich alle magisch sind. Es sind allerdings jetzt, sage ich mal, ganz normale Gegenstände. Also keine Ahnung, da ist ein magisches Buch und so weiter. Also das Buch ist magisch, es hat eine magische Aura. Das ist allerdings tatsächlich verzaubert. Im Sinne von, es hat eine Verzauberung, die... die verhindert, dass du das Buch lesen kannst, wenn du nicht weißt, quasi wenn du es nicht dekodieren kannst, das ist eine Art Geheimniszauber. Ja. Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, wenn sie da noch, also
Einerseits, es wäre natürlich hilfreich, wenn sie, also mit dem Zauberstab, aber andererseits, wenn sie da noch ein paar ein Werk kennen, das vielleicht in ihrer Bibliothek ist, oder einen Experten, der mir weiterhelfen könnte, mit dem Almadin-Auge vielleicht noch zusätzliche Fähigkeiten zu erlangen oder mehr Informationen zu bekommen, wäre das auch sehr hilfreich, würde ich. Ja, das werde ich tun. Also allerdings werde ich dafür etwas Zeit benötigen. Wie lange sind sie denn in der Stadt? Das ist eine gute Frage. Also mit meinen Gefährten müsste ich in einigen Tagen mal nach Kunchum, nach Maraskan aufbrechen. Da gibt es auch einige interessante Aspekte, die wir erforschen möchten. Maraskan, wie wollt ihr dort hineinkommen? Ihr wisst schon, dass es da eine Seeblockade gibt. Ja, ich habe da einen Schorsch-Schippenstiel-Zwerg, der uns da hilft. Der hat vom Kaiser eine Einfuhrgenehmigung für Minenwerkzeuge und muss damit die Minen testen. Irgendwie sowas. Ich habe nicht zugehört. Würfel doch mal bitte auf Überzeugen. Ich habe nicht zugehört. Okay, gut. Also da schaut er dich jetzt schon so ein bisschen an. Also da ist er jetzt so ein wenig skeptisch. Nun aber gut, sie kennen doch Schippenstiel und Schippenstiel. Das ist ja auch irgendwie hier in der Stadt. Und da ist er. Oh ja, natürlich. Die kenne ich. Das ist er anscheinend Besitzer. Von. Ich habe gehört, dass man dort keine Teppiche kaufen kann. Aber ich würde Folgendes vorschlagen. Das weiterleiten. Das mit den Teppichen, ja. Ich würde Folgendes vorschlagen. Nehmt euer Gestein und euer Silber wieder mit. Einfach um sicher zu sein. Ich will das hier nicht haben. Nicht, dass es verloren geht und dann heißt es, ich hätte es irgendwie unterschlagen oder so. Mhm. Ich werde mich auf den Weg machen und ich werde versuchen, etwas zusammenzustellen. Es wird wahrscheinlich dauern bis zu eurer Rückkehr, aber dann kommt bitte hier vorbei. Und er stellt sich noch kurz vor. Also er hat sich schon vorgestellt. Sein Name ist Ruban Ibn Dachmanis. Ja. Aha, Ruban Ibn Dachmanis. Sekunde. Ja. Nicht der Unbekannteste. Hast du bekannt wie ich dann? Ruban Ibn Dachmanis. Ja. Nebenbei, falls es auch irgendwie relevant ist oder Sie interessieren sollte, Ihre Akademie steht auf einem astralen Herzen oder Knotenpunkt. Soweit ich weiß. Oh. Das ist ja unglaublich. Wenn Sie wissen wollen, was das ist, ich habe da auch mein erstes Werk, oder wenn Sie den Sinnesspiegel empfangen, da ist es auch veröffentlicht, mein Aufsatz. Ich werde mir den Sinnesspiegel heute zur Nachtlektüre mitnehmen. Wunderbar. Ich lese ihn sonst selten, weil da selten etwas oder praktisch nichts über Artefaktmagie drin steht. Also meine Spezialität der Magie ist ja so, ich sage immer, man braucht Zeit, um sich damit zu befassen. Und es ist nicht unbedingt das Spannendste, denn es macht in der Regel nicht Bumm. Ja, das kenne ich. Und man braucht einen sehr guten Zwerg, der einem dann auch die entsprechenden Artefakte erst einmal herstellt, die man dann verwenden kann. Ich habe sehr, sehr gute Beziehungen zu den zwergischen Kollegen, die da in Weiden unterwegs sind. Von denen bekomme ich immer mal wieder sehr, sehr schöne geformte Metall- und Holzgegenstände. Oh, das hört sich faszinierend an. Besonders mit Metall ist es schwierig. Ja, Metall, das kann schon mal herausfordernd sein, es sei denn, man hat Arcanium oder eventuell diese Steine oder Mondsilber oder sowas in der Art. Aber ich gebe nicht auf. Ja, ich denke, das bekommen sie großartige Ergebnisse dann hin. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die Unterstützung. Und falls Sie den aktuellen Hissinnespiegel nicht bekommen, ich habe auch meine beiden Werke an die Bibliothek abgegeben, Kopien davon. Oh, herzlichen Dank. Dann werde ich dort auf jeden Fall. Der Hissinnespiegel, den haben wir tatsächlich. Und ich werde allerdings aber die Werke mir auch noch natürlich angucken. Vor allen Dingen, wenn es in einem dieser Werke tatsächlich auch einen Bezug zu diesem Gestein gibt, das wir uns gerade angeguckt haben. Denn das ist natürlich von größter Wichtigkeit. Astralstürme, ein Erlebnisbericht. Ich bin zwar kein Objektexperte, Objektmagier. Ich bin eher, kenne mich eher mit Metamagie, Sphären, Hellsicht aus. Aber ich denke, Sie, vielleicht haben Sie Anmerkungen. Ich denke nicht, dass ich einen Erlebnisbericht zu einem Astralsturm werde ich keine Anmerkungen hinzufügen können, aber ich werde es mit Genuss und Interesse lesen. Nun, ich habe auch einige Theorien in diesem Erlebnisbericht dann untergebracht, aber vielleicht haben Sie dazu einige Ideen oder... Das werde ich mir notieren und ich werde sie dann mit euch austauschen, wenn ihr wieder hier seid. Wunderbar. Ich freue mich jetzt schon. Ich mich auch. Und er gibt dir dann zum Abschied auch die Hand. Ja, ich auch. Ich gebe auch die Hand. Wunderbar. Gut. Und wenn ich dann wieder auf die Gruppe stoße und Schorsch sehe, Schorsch, ich habe eine Kundenbeschwerde, ihr verkauft keine Teppiche.
Du bist stumm. Also, jetzt nicht mehr. Ja, ja. Das kommt ganz drauf an. Hat derjenige, der sich beschwert hat, Interesse an einem bestimmten Teppich? Liegt der Teppich vielleicht noch irgendwo, wo ihn jemand besitzt? so genau hat er das nicht erwähnt. Er hat nur gemeint, dass ihr keine Teppiche habt und das hat ihn sehr enttäuscht. Ich habe dir immer schon gesagt, Joram Tosh, ihr solltet euer Sortiment um thulamidische Waren vergrößern. Das wird einfach nachgefragt. Ihr beide, also so vor allen Dingen auch Schorsch, lebt ja sehr lange in Khun Hom. Das heißt, was Schorsch weiß, ist, Khun Hom hat ein ziemlich großes Maraskana-Viertel. In den letzten Jahren sind dort tatsächlich um die 1500 Flüchtlinge aus der Insel noch hinzugekommen. Das heißt also, ihr könnt euch auch überlegen, ob ihr vielleicht dort noch irgendwie essen gehen wollt und vielleicht mit ein paar Exilanten sprechen möchtet, um euch irgendwelche Informationen über Maraskan zu holen. Das überlasse ich euch, aber Schorsch hätte dieses Wissen quasi, dass man dort vorbeigehen kann. Es gibt hier auch natürlich einen Ruhr- und Rohrtempel. Haben wir ein konkretes Ziel? Wir wissen, wo die Mine ist. Wir haben Kartenmaterial wahrscheinlich. Also ihr wisst, wo die Mine ist, das ist bekannt. Ihr wisst, es weiß natürlich keiner, wo dieser Borbarats Palast ist. Das weiß keiner, das wurde auch nicht wirklich gesagt. Ja. Aber ihr wisst, wo die Mine ist, ja. Also ihr wisst aber auch, und das ist ganz aus der Karte ersichtlich, erstens mal, die Mine liegt mitten im Dschungel und ist tatsächlich wirklich schwer zu erreichen. Also Maraskan ist sehr, sehr gebirgig, ja, und sehr, 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 sehr viel bewachsen. Und das ist halt auch eines der Probleme beim Transport. Das Indurium wird tatsächlich durch Träger durch den Dschungel und dann eingeschifft. Weswegen auch die Versorgung immer relativ problematisch ist. Also wenn es dann da mal irgendwie stark geregnet hat oder so, dann wird schon mal so eine ganze Karawane weggeschwemmt. Also deswegen. Aber wenn das da auf der Karte ist, wenn wir wissen, wo die Mine ist, wo liegt sie denn in Beziehung zu Tuzak? Also ist sie mehr im Norden, in die Berge hinein? Oder? Also du würdest ja erwarten, also du erwartest von den Leuten, die dieses Abenteuer geschrieben haben, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. ja, weil es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie gleich besser nach Yargan fährt, weil das im Norden ist oder nach. Die wichtige Frage ist, wo fangen wir an, die Straße zur Mine zu bauen? Den Tunnel. den Tunnel. Also es gibt ja diese zwei Pässe über die Maraskan. Vor allem klingt das eher, dass wenn man halt so Metall oder irgendwie Erz transportieren will, so eine Art Eisenbahn braucht, so ein Loren, die man schieben kann. Ja, ihr wisst, das letzte Mal, als ihr da unterwegs wart, hat jemand anders die Lore geschoben, als ihr in einer Mine wart. Da war es ein sehr, sehr großer Dämon. Darai, oder wie ist er noch? Ich glaube, ja. Warte mal, ich muss mal gucken, ob das hier tatsächlich eingezeichnet ist, diese Mine. Es muss doch Mittel und Wege geben, das besser zu transportieren als mit Trägern. Also, das ist ja. Also, ich kann euch zeigen. Abrichten von Marasken ist vielleicht zu gefährlich, Schorsch. Die können nicht so viel tragen. Also, ich meine, die sind groß, aber ich hätte jetzt da an Elementare gedacht, aber naja. Ich guck mal, könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Ja. Wahrscheinlich nicht. Noch lädt er aber gleich. Nicht, aber gleich, jetzt. Ja. Ah. Und es ist nicht abgestürzt. Das ist ja unglaublich. Das letzte Update hat geholfen. Also, hier ist Tuzak. Ja. Hier unten. Und hier oben ist Amran Anji. Seht ihr das? Seht ihr meine Maus? Mhm. Ja. Da ist die Mine in diesem Tal. Da ist die Mine. Ach du heilige Scheiße. Ja, jetzt komm. Das ist hier im Prinzip Apocalypse Now. Wenn das irgendwie direkt neben Tuzak wäre, wäre es ja langweilig. Ja, das Weiße da ist aber eine Straße, ne? Von Tuzak aus erst Richtung Osten und dann so nach Norden hin. Das da ist auch irgendwie ein Fluss, Straße, den man folgt. Ja. Ja. Also man könnte auf dem Fluss transportieren. Aber zum Beispiel. Wenn der schiffbar ist. Also Moment. Wir sprechen jetzt hier im Moment nur über Topografie. Die politische Lage sieht ein bisschen anders aus. Die politische Lage ist, hier ist überall der Feind, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Denn natürlich sind ja die Rebellen nicht blöd. Die wollen ja verhindern, dass das Indurium die Insel verlässt. Das heißt also, bloß weil man hier theoretisch den Fluss befahren könnte und es auch praktisch tut, heißt es nicht, dass man dann da auch ankommt. Also Tunnel. Das wird natürlich dauern. Also du denkst dir das jetzt mal kurz, selbst wenn man da ein Elementar oder 100 beschwören würde, man wäre einige Zeit beschäftigt. Ja.
Gut, aber es muss ja irgendwelche gangbaren Wege in dieses Tal geben, sozusagen. Sonst könnten sie ja, natürlich, es gibt gangbare Wege. Allerdings, es gibt gangbare Wege, so ist es nicht. Aber es ist jetzt nicht, nicht so schön wie in Weiden, durch die Landschaft zu laufen. Nee, gut, das ist schon, das ist mir ja durchaus klar. Ja. Hm. Und weiter nördlich anzulegen? Aber wir müssen von Tuxang einfach weitergucken. Wenn die einzige Idee wäre, nach Boran zu segeln und dann abzubiegen, aber da kommt man aber vielleicht dann noch nicht zu dem Tal wegen dem Gebirgskette. Das ist ja manchmal schwierig dann. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Und Boran ist, glaube ich, auch noch tatsächlich nicht eingenommen von den Mittelreichern und wird engmaschig belagert. Ach, wir machen das schon. Ich wüsste nicht, was wir jetzt hier erfahren könnten, was wir nicht auch in Tuzak von den örtlichen Maraskanern erfahren können, die wahrscheinlich noch näher an der politischen Lage dran sind. Also. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie wir auftreten, nicht wahr? Also ich meine, wir sind Fremde. Und auch wenn der Maraskaner zum Klatsch neigt, das heißt, sie reden den ganzen Tag irgendwelchen Unsinn vor sich her mit ihren Nachbarn. Das wird dann weitergetragen. Also geht das dann ist jetzt das schon Drache. Rassistisch, oder? Ich möchte darauf hinweisen, dass Maraskaner eigentlich Tulamiten sind. Hm. Hm. Das kommt erschwerend hinzu. Sie sind von einem ausgestoßenen, verderbten Stamm, der sich nicht an die Gebote unserer Vorfahren gehalten hat. Ja. Deswegen ich da eigentlich auch nicht hin darf und ich soll eigentlich auch nicht mit Maraskanern essen und sprechen. Aber ich gehe jetzt mal in den Rastulla-Tempel. Ich muss das da noch mal was abklären. Das war dann der Ort, wo dann einer der Spieler einen Zweitcharakter geklaut hat. Ich muss da mal was abklären mit meinem... Und du musst da was abklären, ja. Awaji! Okay, gut, also ihr macht euch nicht auf den Weg ins Maraskana-Viertel, du gehst in den Rastulla-Tempel. Was möchtest du denn dem Vater dort erklären? Naja, ich würde mit ihm die theologische Problematik besprechen, dass ich nach Maraskan muss, während ich eigentlich nicht nach Maraskan darf. Das ist dann eigentlich auch Vater-Mutter? Muss ja immer beides sein? Was? Er ist ja im Rastulla-Tempel, nicht im Rastulla-Tempel. Achso, Entschuldigung. Nee, bei Ruhengor und Maraskan und so. Er geht zum Ruhengor-Tempel. Ups, irgendwo bin ich ja falsch abgebogen. Gesagt, weil ich den Eindruck habe, dass in der rastullanischen... Geh doch nicht zum Ruhr- und Gruhr-Tempel. In der rastullanischen naja, Religion nicht die Frauen nicht so die große Rolle spielen. Also da ist da dein Obermufti und der... hört sich das natürlich ernst an und er saugt da an seiner Shisha und erklärt dir dann, dass das natürlich etwas ist, das wirst du hinterher tilgen müssen. Überleg dir jetzt schon mal, wie du Buße tun kannst, mein Sohn. Hm. Wie steht Rastulla dafür, Zwerge die ganze Zeit zu ärgern? Das reicht nicht als Buße, ne? Ich glaube, naja, die sind Rastulla ziemlich egal. Das glaube ich nicht, aber das, wenn ihr der Meinung Sie haben seid... Sie haben ihren Angrosch, ich wollte schon sagen ihren Ingerim, Sie haben ihren Angrosch. Ingerosch. Ich habe festgestellt, Sie haben auch nur einen Gott wie wir. Vielleicht ist dieser Gott ja auch derselbe. Wie viele Frauen hat der denn? Der hat im Moment eine, aber ich glaube, er hätte auch gern mehrere. Das kann ich nicht so genau sagen. Aber ihr müsst wissen, bei Zwergen gibt es nicht so viele Frauen. Deswegen das ist das generell ein bisschen schwierig mit der Mehrweiberei. Mhm. Also du musst danach Buße tun. Ich würde ja sagen, Fasten würde helfen, aber da du ja dort dann quasi alles, gar nichts mehr essen darfst, außer Wasser zu dir zu nehmen, würde das sehr schnell zur Entkräftung führen. Vielleicht ist das keine so gute Idee. Wenn du zurückkommst, 40 Tage Fasten. Also während Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wird nicht gegessen und nachts nur Reis. Wenn du wieder hier bist. Das ist doch eine akzeptable Lösung für das Ganze. Keine Wein- und Käsefarm. Und genau. Also das ist er akzeptiert die Tatsache, dass es manchmal Gründe gibt, aus denen man sich über die Gebote hinwegsetzen muss. Und er geht davon aus, dass diese Buße ausreicht. Und natürlich, also was er dir nahelegt, ist, du musst auch dort deine Gebete einhalten. Das versuche ich seit Jahren so gut wie möglich zu tun. Ihr wisst gar nicht, wie schwierig das manchmal ist. Es kann nicht so schwer sein. Wenn man während des Morgengebets gerade im Endkampf mit einem Vampir steht, ist das schon ein bisschen kompliziert, zwischendurch den Gebetsteppich auszurollen.
dann rollt man den Gebetsteppich danach aus. Aber man muss natürlich. Ja, das habe ich dann ja auch gemacht. Aber gut, ich meine, das richtige Einhalten ist halt manchmal ein bisschen kompliziert. Manchmal muss man pragmatisch sein. Manchmal muss man pragmatisch sein. Wenn man gegen die Ungläubigen kämpft, kann man ja auch nicht einfach. Wieso sagt ihr dann nicht, haltet pragmatisch das Beten ein, so wie ich es die ganze Zeit tue? Zuerst immer die harte Linie fahren. Ah ja. Wenn man gerade den jungen Gläubigen so zwischen 10 und 15 gleich mit Pragmatik kommt, dann wird es sehr schwierig mit der Disziplin. Ja, das habe ich bei meinen Gefährten auch feststellen müssen. Ach, ihr reist mit anderen Tulamiden? Das ist sehr gut. Nein, ein Zwerg, ein Zyklopäer und ein Weidener. Ich weiß nicht, wisst ihr, wo Weiden liegt? Es ist ein schreckliches Land. Da fällt weißes Wasser vom Himmel. Alles Nichtgläubige. Ja, natürlich. Ich tue mein Bestes, sie zu bekehren, aber... Und, erfolgreich? Es geht. Also ich meine, sie haben ja einige Eigenschaften, haben sie mich schon an... Ich habe sie dazu gebracht, dass sie alle einen der 99 Gebote mit sich führen. Überzeugen. Das stimmt. Das ist ja so. Tatsächlich wahr. Ja, das ist dieses, der Gläubige kriecht nicht im Staub vor dem Widernatürlichen. Ah, natürlich. Okay. Das haben wir alle stimmt. Als. Nee, na, okay, gut. Gut. Er erwartet allerdings, dass du, wenn du wieder in Kundrom bist, dass du bei ihm vorbeikommst und ihm erzählst, wie es gelaufen ist. Und dann kann er nochmal seelsorgerisch tätig sein. Ja, es kann sein, dass ich Dinge auslassen muss. Das sagst du ihm jetzt, oder wie? Ja. Zum Beispiel? Das kommt darauf an, was wir da erleben. Aber manche von den Dingen, die wir erlebt haben, sind nicht so, dass ich sie ohne weiteres mitteilen kann. Hm. Aber seid ganz beruhigt, der Kalif erhält regelmäßig Briefe von mir diesbezüglich, so gesehen. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Und er entlässt dich mit dem Segen Rastulas. Ja, ich kaufe mir, glaube ich, erstmal wieder ein Bucket von Hähnchenschenkeln. Hier kannst du vielleicht auch dein tulamidisches Ziegenfleisch oder sowas kriegen. Ja, das schon, ja. Ja, dann besorge ich uns eine Ziege zum Abendessen. Eine ganze Ziege für ja, vier Leute? Ja, eine gebratene Ziege. Ja. Okay. Für drei Leute. Ja, für drei Leute. Das ist kein Fleisch, Brigon, das ist Ziege. Ja. Ja, das ist Ziege, deswegen das ist auch Fleisch. Das ist Grundnahrung. Ach, du bist Vegetarier, das heißt, du isst nur Hühnchen. Das hatten wir ja schon. Das hatte ich schon versucht, Maria. Das hatte ich schon versucht. Er kann es nicht oft genug deswegen sein. Deswegen ist er immer so blass. Der also, ihr Arme. Kommt dann abends bei Schippenstiel und Schippenstiel zusammen. Shoram Tosh, ich sag jetzt auch schon Shoram Tosh, Schorsch als Gastgeber. Gibt sich größte Mühe, es ist nicht schwierig, denn Schippenstiel und Schippenstiel ist ja ziemlich reich mittlerweile, die haben jetzt ziemlich viel Geld gemacht und die wohnen in einem sehr, sehr großzügigen Anwesen, muss man ja sagen, von kleinen Anfängen. Der Scholoxosch kümmert sich natürlich darum, mein Bruder, den ich lange nicht gesehen habe und der schon richtig fatulamidet ist hier, immer in seinen Büchern. Dein Vetter? Ah, mit Scholoxosch muss ich auch noch mein Vetter natürlich. Mit deinem Vetter muss ich auch noch ein Wort reden bezüglich der Reittiere, weil ich kenne deinen Vetter. Er würde sie A, gerne verkaufen natürlich, wenn sich ein gutes Angebot findet und B, würde er sie ansonsten auch natürlich als Tragtiere einsetzen, was ich ihm eindeutig verbiete. Und wenn ich das feststellen sollte, dass mein Pferd vor einen Karren gespannt wurde... Was er dann, sagt, geht für mein Pferd auch. Muss ich Schippenstil und Schippenstil einen neuen Kompagnon suchen, weil es dann nur noch einen Schippenstil gibt. Den Vetter, wie er gerade die Pferde vermisst im Sinne von ausmisst und genau notiert, wo sie die Blässen haben und welche Merkmale, dass man sie notfalls versetzen kann, wenn eins drauf geht. Aber wir wissen ja gar nicht, wann ihr zurückkommt. Ich meine, was glaubt ihr denn, wie lange ich auf sie aufpassen soll? Ich meine, die fressen mir doch die Haare vom Kopf. Und ob wir überhaupt zurückkommen. Mindestens eben, genau. 20 also, Jahre werdet ihr warten für mein und Brigons Tier. 20 Tage. Jahre. Tage. Monate. Also. Jahre.
Wenn ihr die Tiere jetzt zu Geld macht, also ihr wisst, wie hoch der Wertverlust bei gebrauchten Pferden ist. Nach einem Jahr ist das Ding schon nur noch die Hälfte wert. Wenn ihr es heute euch das zu Geld macht. Ausgezeichnet anlegen. Mein Cousin hat absolut recht. Mein Vetter hat absolut recht. Ich kenne da einen Gebrauchtpferdehändler, dem ich diese Schindmähren für einen sehr guten Preis verkaufen kann. Und dann können wir das Geld anlegen. Aber ich sage das jetzt mal so, ich setze jetzt hier ein Papier auf und wenn diesen Tieren irgendetwas geschieht und wir zurückkommen, kauft ihr uns zwei neue Schadifs. Beste Rasse. Ja, das geht auch. Er winkt Schorsch zu sich. Ja. Also ich kenne einen sehr, sehr guten gebrauchten Schadif-Händler. Wenn alles schief geht, dann kriege ich da zwei Schindmähren zu vernünftigen Preisen. Ich unterschreibe. Ja, das ist eine gute Idee. Du könntest auch die Pferde sofort verkaufen. Ja. Dann liest du sie wieder. Genau. Also du mietest sie, lässt sie für dich arbeiten, sodass sie dir weiterhin Geld erwirtschaften. Ja, eine sehr gute Idee. Eine sehr gute Idee. der gute Vetter unterschreibt. Er hat eine wunderschöne Handschrift. Es steht da drin, aber erstklassige Schadifs aus bester Zucht. Mhm. Und im Alter von 2 Jahren. Ja, ja. Papier ist geduldig. 2 Jahren sind die Pferde da nicht noch. Kinder? Wenn sie zugeritten werden. Dann sind sie richtig ausgebildet. Sie sind dann richtig ausgebildet. Das wird teuer für deinen Vetter, Schorsch. Damit ruiniere ich Schippenstil und Schippenstil am Ende. Hey, Schorsch, was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke bei dieser Maschine? Welche Maschine betrachtest du denn dort? Weiß ich nicht, irgendeine. Was sagt denn die Meister? Oh, den Dampfbohrer. Du drück gerne rauf. Du solltest ja allerdings eine Maske, eine Fontäne heißen Wasserdampfes fährt dir ins Gesicht. Ah, ich habe meine Brille auf. Ich wollte gerade sagen, eine Maske wäre... Ne? Also dein bisher wirklich makelloses 25-jähriges Gesicht ist jetzt etwas beschädigt. Keine Angst, das geht wieder. Mach ein bisschen Brandsalbe drauf. Ich habe hier noch irgendwo... Ich habe Brandsalbe. Nach dem letzten Unfall. Habe ich Brandsalbe. Ja, genau. Ich kann sie anwenden. Ich habe Brandsalbe und ich habe keine Angst davor, sie anzuwenden. Endlich kann ich sie anwenden. Apropos Brandsalbe, wenn wir jetzt in den maraskanischen Dschungel wollen, brauchen wir noch irgendwelches Spezialzeug, was man vielleicht hier oder in Tuzza kaufen würde? Also es wird euch gesagt, dass es am einfachsten ist, die ganzen Insekten abzuhalten, indem ihr einfach auf den Lehm pisst und euch ins Gesicht schmiert. Aber das ist altbekannt, das wisst ihr schon. Grundsätzlich ist es so, wenn ich eine Maraske erwische, dann war es das. Und es wird euch mitgeteilt, dass man davon ausgehen muss, dass egal was da in diesem Dschungel ist, sei es jetzt Pflanze oder Tier, eigentlich nur einen Grund hat, dort zu sein, nämlich euch umzubringen. Mit einer Ausnahme. Die Buntschreier sind nicht dafür bekannt, dass sie bisher irgendwelche Menschen, Zwerge oder andere, sage ich jetzt mal, Kulturschaffende gefressen haben. Die kauen dir höchstens das Ohr ab. Die halten nämlich nicht den Mund. Buntschreier, sind das diese Vögel, die man auf den Schultern trägt, wenn man ein Freihändler von Welt ist? Ja, Polly wants a cracker. Polytosh. Polytosh, genau. Polytosh wants a cracker. Polytosh. Oh, das wäre ohnehin interessant, die kann man bestimmt hier auch auf dem Markt kaufen oder so, ne? Das so als Import. Es gibt hier, wenn ihr in kleinen Maraskan unterwegs seid, gibt es tatsächlich maraskanische Waren. Und da gibt es auch Buntschreier. Ja, in verschiedenen Größen. Also ich möchte mir die, wenn die anderen da so unterwegs sind, also angucken schon, also dass man die mal gesehen hat. Also es ist wirklich ein ohrenbetäubender Lärm. Es sind schöne, also es gibt die blauen, es gibt die roten, es gibt ja, also wie heißt der da, es gibt ja die Aras, das sind ja diese sehr, sehr großen, sehr bunten. Dann gibt es also die, die primär blau sind, dann die mit der Haube. Kakadus. Genau. Und da hast du wirklich die Auswahl. Und viele der Händler haben tatsächlich auch Exemplare, die sprechen können. Die sind allerdings in der Regel nicht verkäuflich. Also wenn du dich da mit denen auseinandersetzt, die erzählen dir auch, dass diese Tiere sehr, sehr alt werden. Also die können 80, 90, 100 Jahre alt werden. Und in der Regel ist es sinnvoll, sie zu zweit zu halten. Die verpaaren sich aber nur ein einziges Mal. Also die binden sich ihr Leben lang. Wenn der Partner stirbt, dann suchen sie sich keinen anderen mehr. Und sie kriegen dann auch nicht sehr viele Küken, meistens nur so 3 oder 4 im Laufe einer 60-, 70-jährigen Partnerschaft.
Das ist aber faszinierend, wenn halt Maraskan davon so bevölkert ist, wenn die halt so eine geringe Population haben, sage ich jetzt mal, oder halt auch Reproduktionen, dass die dann da überleben können bei dem ganzen giftigen Krams drumherum. Vielleicht sind sie nicht so das Beuteschema, keine Ahnung. Ach so, das kann natürlich sein, ja. Ja. Oder sie sind zu schlau. Zumindest sehr Nimmst du einen interessant. mit? Nö, nö, alles gut. Also, wenn ich die freie Wildbahn oder so, ich mag es lieber, wenn die wirklich dort wohnen, wo sie hingehören. Wie viel kostet denn einer? Wunschreisen sind relativ teuer. Also ich sag mal, dass einer 60, 70, 80 Dukaten kostet. Das würde Ja, ich jetzt nee. nicht für so ein Tier ausgeben wollen. Das dann auch nicht, nee. Wenn jetzt im Maraskan einer aus dem Nest gefallen ist und der muss gepflegt werden und es will kein anderer den haben, das Küken, dann nehme ich wen mit, aber. Es gibt wesentlich, es gibt nur wenig hässlichere Tiere als Küken von irgendwelchen Ja, Greifvögeln ja, ja, ja. oder Papageienarten, die sind sowas von hässlich. Ja gut, also aber wie gesagt, du lässt dich da jetzt mal drüber unterhalten und es wird ja auch gesagt, dass sie relativ pflegeleicht sind. Man muss aber halt dafür sorgen, dass sie, also sie fressen tatsächlich nur Grünzeug. Also sie fressen keine Würmer oder so. Ja. Und das sind schon, also die sitzen auch nicht in Käfigen auf dem Markt, die sind auf Stangen. Ja, was könnt ihr mir da sonst noch so? Ich meine, ich hatte mich ja schon in der Theorie über, also ich hatte mich, glaube ich, in Gareth in die Bibliothek gesetzt und schon mal über Fauna und Flora von Maraskan informiert. Aber was können die denn hier noch erzählen? Weil eben auch, ich weiß nicht, Marasken und was da sonst das für Viehzeug ist und Also, wie gesagt, also es gibt dort alle möglichen Insekten verschiedenster Größe, die alle auch wirklich tödlich sind. Es gibt sehr, sehr große Meer, also Hundertfüßler, die sind so locker einen Meter lang oder so, die dich einfach halt umbringen. Die sind halt nur giftig, die fressen dich nicht, aber die bringen dich halt um. Und es gibt dann auch noch eine Pflanze, die relativ hoch wird und die tatsächlich Menschen frisst. Die Die bewegt sich. Distichondria. Genau, die bewegt sich zwar nicht, aber sie hat die Fähigkeit, ja, die sondert so eine Art psychoaktive Substanz aus. Da fühlt man sich dann ganz, ganz hingerissen und es ist alles irgendwie toll und angenehm. Und dann wandert man so auf diese wunderschöne Blume zu und dann macht die Happ. Oha. Siehst du, ich habe mich schon gewundert, wenn es nämlich, wenn es, also ich meine, die scheint ja nicht wirklich unbekannt zu sein, das ist ja irgendwie ein gängiges Ding, aber wie dann so eine Pflanze dann auch jemanden fressen kann, wenn halt die so groß ist, die müsste man doch schon von weitem erkennen. Im Dschungel, wo alles grün ist, ich weiß ja nicht, ob du da wirklich so gut Sachen erkennen kannst. Vielleicht du, der sich halt, wobei das ist ja auch nicht deine natürliche Fauna, ne? Ich war auch noch nie in einem Dschungel. Wirklich, deswegen möchte ich ja möglichst ein bisschen was vorher erfahren und halt Nee, auch es die ist also, praktische Anwendung. das ist eine gute Frage. Das wird tatsächlich auch nicht erklärt, wieso man den dann nicht einfach weiträumig ausweicht. Also, Genau. Ja, keine die ist ja, Ahnung. ich weiß nicht, 2, 3 Meter oder so mindestens. Also, die muss schon, denn sie kann ja jemanden wie dich verschlucken. Du bist ja auch schon Genau, 1,80. Ja, genau. also die Ja. sind schon ziemlich groß, ja. Aber ich, also. Im Dschungel, das, also da musst du dich schon sehr gut auskennen, wenn du sowas erkennen willst, weil da ist halt alles grün, es sind überall Pflanzen. Alles feucht. Ja, aber Und die ganze Zeit. Also also ich meine, was dir der das ist doch die Blüte, die maraskanische. dann zuschnappt. Ja, aber was, ja, naja, also was heißt, ob es jetzt die Blüte ist, weiß ich nicht. Ich stelle mir die halt so kelchförmig vor, wie so ein Frauenschuh, nur einfach sehr, sehr groß. Und das ist ja in der Regel schon, also bei einer Venusfliegenfalle, die haben ja tatsächlich so zwei Klappen. Genau. So habe ich mir aber die Distichondria auf dem Bild nicht, also Aber interpretiert, sondern die ich habe wird als eher so eine den, große Blume mit so einem genau. kelchartigen Aber Blüte ich halt vermute, dass vorgestellt, einfach das dargestellt. Problem ist, dass diese psychoaktive Substanz so stark ist, dass du einfach zu der hingezogen wirst. Also, dass du sie vielleicht sogar siehst und sagst, oh, das ist eine Distichondria, wie wunderbar. Dass du Also Prigon, ich erinnere mich da, ich habe mal einen Erlebnisbericht gelesen, der hieß Erlebnisbericht elfenfressende Pflanzen, die wurde, glaube ich, von einem Alrik Feuerbart verfasst. Vielleicht hilft dir das weiter. Ja, hast du die gerade da oder kriegst du die irgendwo, oder? Und es ist Kannst du ja mal tatsächlich so, dass schauen. es im Havena-Wachsmuseum gibt es tatsächlich eine Darstellung, wie eine Distichondria einen Abenteurer frisst und ein etwas verwirrter Magier daneben steht. Und es ist eine Dreiergruppe im Erinnert Havena-Wachsmuseum. mich Ja. an was? Das ist Ja. sehr bekannt, das ist also ein sehr bekanntes Werk, ja.
nur Havena da jetzt noch das anzugucken, wie es aussieht. Kommen wir mal, nee, da ist nur ein Bild drin. Also das ist halt. So, ja, also gut. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, also ich meine, ihr seid in Kunhom. Wenn ihr in die Bibliothek geht, dann könnt ihr ein naturwissenschaftliches Werk sehen, in dem eine Dyssychondria abgebildet ist. Das ist perfekt. Überhaupt kein Problem. Also, dass man schon ihr könnt mal so euch angucken, wie die aussieht. Ja, ja, dann auch den Aspekt, gibt es denn Antidotes zu kaufen? Gegen Dyssychondria, gegen das Nervengift, oder? Nicht, jetzt allgemein gesagt. Also nicht nur, also Dyssychondria, müssen wir mal gucken, wie das also dann sowas funktioniert. Also ihr kriegt was gegen Tetanus und so und gegen Tollwut und bla, aber gegen das Gift der Maraske wird ja gleich gesagt, da gibt es gar nichts. Da bist du dann einfach tot. Ja, oder auch gegen das andere, dass man halt irgendwie. Also, das ist alles so tödlich, dass man gar kein Antidot dabei hat, sozusagen. Was? Dass man überhaupt Antidot dabei hat. Das muss ja nicht also ihr könnt tatsächlich für Marasken Antidot praktisch sein. Besorgen, ja. Aber das ist halt dann auch so dieses. Vieles von dem wirkt extrem schnell. Also, da muss man dann wirklich schnell dabei sein, dass man das zu sich nimmt. Und gegen Maraskengift gibt es nichts. Punkt. Aber gegen das Tausendfüßlergift und so, ich meine, da ist halt eher das Problem, dass man halt dann an Atemlähmung stirbt und wenn man Pech hat und die flößen einem das ein, wenn der Schluckreflex schon nicht mehr da ist. Aber ihr könnt Antidot besorgen. Okay, das wird da so ein paar. Kennt sich denn sonst jemand von uns mit Giften aus? Nein. Bedingt. Ich hatte von dem werten Alchemisten, der uns dort in Arastamot abhanden gekommen ist, das Buch Wundersame Heilung ohne Wunder. Und dort ist explizit aus jeder Kategorie ein Kapitel drin. Und es würde, wenn wir die Regel anwenden wollen, plus eins auf Heilkunde Gift geben. Das wäre jetzt noch die nächste Anmerkung gewesen. Ich hatte dieses Buch hier an mich genommen. Das ist ein ziemlich großer Foliant. Den würde ich auch im Zweifelsfall hier in Kuntium lassen. Aber dass ich den auf der Reise studiert habe und schon mal so das Grundwissen, wie behandle ich Gift und wie erkenne ich eine Vergiftung, nicht, dass ich jetzt irgendwo noch AP hätte, da irgendwas zu steigern. Ich glaube, ein paar Pünktchen in Heilkunde-Gift habe ich sogar, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ansonsten gibt es da irgendwie so einen Highlight-Faden oder sowas, wie erkenne ich Vergiftung? Gut, hier, ich meine. Wollen wir nicht einfach ein paar Gegengifte einpacken? Gibt es da nicht sowas wie... Ja, ja, deswegen fragte ich ja nach Antidot. Breitband-Gegengifte? Ja, 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 genau. Also ich habe Heilkunde-Gift 4 Punkte. Dann kann ja absolut nichts schief gehen. Niemand kennt sich richtig mit Giften aus und wir gehen in einen Dschungel, wo alles giftig ist. Das ist ja gut. Vielversprechend. Also kein Abvenemum oder, wie heißt der andere noch? Der Clarum Purum wäre gut, ja. Haben wir nicht, ne? Ihr macht euch zu viele Sorgen. Sicher finden wir dort ein paar der Einheimischen, die uns für ein Apfel und ein Ei zu dieser Mine begleiten und... ein Führer, das ist eine gute Idee. Ja, natürlich. Wir gehen doch nicht ohne Führer durch den Dschungel. Ja, Sie wenn müssen ich ja etwas anmerken dürfte, jeder Führer, den wir anhauern, ist wahrscheinlich jemand, der dann denkt, wir sind mittelreichische Prospektoren und wird uns in den Hinterhalt der Guerilla locken. Aber... Wir sind mittelreichische Prospektoren. Für die Mittelreicher sind wir mittelreichische Prospektoren. Ich würde es bevorzugen, wenn wir für die Maraskaner zuerst einmal nur eine fröhliche Reisegruppe sind, die es irgendwie geschafft hat, die Blockade zu umgehen. Weil ich muss jetzt nicht durch den Dschungel laufen und gejagt werden von zwei Guerillatrupps, die denken, wir machen irgendwas für das Kaiserreich. Also. Naja, aber wenn Transporte von der Mine bis nach Tuzak geführt werden, dann müsste... Ja, wahrscheinlich unter schwerster Bewachung und hohen Verlusten, ja. Genau, aber das müsste doch dann auch in die andere Richtung, also jemand wieder zurückgehen, um halt irgendwie, was ich, Versorgungsmaterialien hinzubringen, neues Werkzeug, neue Arbeiter. Schwer bewacht und entsprechenden Verlusten wahrscheinlich, ja. Das sollte man denken, aber wahrscheinlich sieht das Abenteuer dies nicht vor. Wir spielen das Abenteuer nicht, wie es im Buch steht, weil es ist okay. So stinklangweilig und ist im Prinzip wie Staub und Sterne. Also dementsprechend, okay. Ihr dürft euch gerne überlegen, was ihr da machen wollt. Gut, das wäre dann natürlich eine Möglichkeit, da wären wir nicht allein. Auf der anderen Seite sind wir dann auch so eingeschränkt. Denn ich meine, es ist ja nicht die Mine an sich unser Ziel, ne? Ja, das kommt ja noch obendrein dazu. Und jetzt sind wir ja, schon mal kurz da die Hand. Sind. Moment. Ja, wenn wir schon mal da sind. Aber nun, also jetzt überlegt ihr, wir sind auf dem Weg zu dieser Endurium-Mine. Wir sehen irgendwie den anderen Faden von Marians Ader, ja, der irgendwo längs läuft, vielleicht auch von der Linie kommt, aber dann ins Gebirge abkreuzen. Mhm. Wir wissen, dort ist noch eine. Genau. Jetzt würden wir eigentlich hier vom Weg abbiegen und da irgendwie in die Berge vorstoßen wollen, weil dort wahrscheinlich der Knotenpunkt zu finden ist und sind mit so einer großen Gruppe von Leuten unterwegs. Was sagen wir denen dann, Brigon? Wir wollen mal kurz pinkeln gehen und kommen dann einfach nicht wieder?
Also in anderen Worten, wir brauchen einen vertrauenswürdigen Führer. Es gibt keine vertrauenswürdigen Maraskaner. Lass dir das von einem Tulamiden ein für alle Mal gesagt sein. Für alle Maraskaner, die diesen Stream angucken oder hören, es tut uns furchtbar leid. Die Meinung des Spielers im Spiel spiegelt nicht die Meinung der Spielleitung. Das ist die Meinung des Charakters. Ja, genau, die Meinung des Charakters. Meinung des Charakters. Ich möchte darauf werden, ich spiele gerne Maraskaner. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwer hier muss doch Kontakte zu den... Die Maraskaner hier arbeiten doch auch viel als Söldner, oder? Schosch, du hast doch ein Unternehmen in dieser Stadt. Arbeiten denn maraskanische Auswanderer für dich? Vielleicht kannst du darüber Kontakt knüpfen. Vielleicht haben die Familie auf Maraskan, ja, die vertrauenswürdig ist. Wäre ja jetzt genau, das wäre ja dann doch noch ein Grund, mal ins... Was, also Moment, vielleicht müssen wir nochmal zurückgehen. Was ist für euch vertrauenswürdig? Jemand, der uns nicht in die in eine Falle der Guerillas lockt, wäre auf jeden Fall schon mal sein Geld wert. Das ist gut. Dann müssen wir diesem jemanden aber vorher genau erklären, dass wir dieses Briefchen nur haben, um etwas ganz anderes zu machen, als dem Mittelreich zu helfen. Es arbeiten tatsächlich maraskanische Flüchtlinge für dich. Also beziehungsweise für dich und deinen Cousin. Okay. Also dann billige Arbeitskräfte, ja, nicht, Chorantosh? Also, ich gebe den Leuten Geld, damit sie sich Nahrung und ein Dach über dem Kopf kaufen können. Ich weiß nicht. Und sogar ihre Kinder haben Arbeit. Ich finde nichts daran verwerflich. Die wären sonst Kinder auf der Straße und Arbeit müssten betteln. Naja. Gehen die da auch in die, bei mir war es eine Zarschule, Prior-Tagsschule oder wie hieß es? Oder heißt das hier anders? Einmal im Monat arbeiten sie zusammen mit den Gesellen in der Werkstatt und dürfen kostenlos eine Ausbildung genießen. Was du weißt, das ganz ungewöhnlich ist, denn in der Regel musste man tatsächlich Lehrgeld zahlen. Ja, eben. Mhm. Also in beiden und so, wenn du dort in die Lehre gehst, dann musst du Lehrgeld zahlen. Ehrenwerter Shoramtosh, ihr seid ein so großzügiger und großherziger Arbeitgeber. Ich nehme alles zurück und verbeuge mich in der von der ja, ich weiß gar nicht, ich weiß, von der Philanthropie, die ihr an den Tag legt. Du hast noch nicht die Pläne für meine Fabriken gesehen. Wahrscheinlich müssen die so einen Knebelvertrag unterschreiben, dass sie nach der Ausbildung erstmal 10 Jahre für dich kriegen. Das sind wir jetzt doch wieder, genau. Ja, also dann würde ich tatsächlich mal meinem Bruder den Auftrag geben, mal einfach jemanden, den er als vertrauenswürdig einschätzt, mit dem er vielleicht selber schon zusammengearbeitet hat oder von dem er wo er einfach weiß, der wird uns nicht beim Ersten, der ihm mehr Geld bietet, verraten. Oder von dem er das vermutet. Er ist ja schon auch ein Menschenkenner, mein Bruder. wie sollte es anders sein? Er bringt dir ein Zwillingspaar. Natürlich. Namens Cardina und Garumin. Cardina ist die Frau, Garumin ist der Mann. Die beiden sehen sich wie zum Verwechseln ähnlich. Also das sind definitiv interessante, weil sie können ja eigentlich nur zweieig sein, denn sie haben ein unterschiedliches Geschlecht, aber man sieht, die Familienähnlichkeit ist sehr, sehr stark. Und die beiden arbeiten tatsächlich bei ihm als Geldverwalter. Also die sind Kaufleute. Okay. Okay, dann würde ich sagen, als erstes, also natürlich haben wir dem was zu essen, zu trinken bereitgestellt, Tee, Teppich und die anderen, also ich hoffe, ihr seid natürlich alle dabei, während wir mit denen ein Gespräch führen und nochmal ordentlich speisen hier. Und mein Name ist Ehrenwerter Shoramtor Schippenstiel. Ich weiß, wir sind uns noch nicht oft über den Weg gelaufen, denn als ich gegangen bin, war das hier noch ein ganz kleines Unternehmen. Ja, dein Cousin hat es groß gemacht, sagt dir Garumin. Man hört ein Lachen aus dem Hintergrund, wo arbeitet sich ein bisschen zurück im Spiel. Er musste sich ja um die Filiale in Gareth kümmern, nicht wahr? Ja. Lacht Ehrenwerter nicht aus. Er hat auch gesagt, mein Name ist der Ehrenwerter. Jedenfalls spricht er in höchsten Tönen. Seht ihr? Und ich bestrafe sie nicht dafür. Was bin ich für ein Großherz? Jedenfalls spricht er in höchsten Tönen von euch. Und nun, wir müssen demnächst, kann ich mich auf eure Verschwiegenheit verlassen? Aber natürlich, Bruder, Schwester.
Ah ja, Bruder, Schwester, ihr auch, im wahrsten Sinne des Wortes und so. Jedenfalls möchten wir demnächst aufbrechen auf eure schöne Insel. Und die ganze Angelegenheit ist etwas delikat, um es mal so auszudrücken. Aber im Prinzip geht es um nichts Geringeres als die Rettung der Welt. Dem Moment ist es denn schon so weit, dass der Diskus bald gefangen sein wird? Sie schauen sich schon ein bisschen verwirrt an. Wenn das eure Vorstellung vom Weltuntergang ist, ja. Ist Orberat ein Diskus bei den Maraskanern? Was? Dann würde ich es gerne so formulieren, dass der Diskus nicht gefangen wird und warte mal, wer soll den fangen von den beiden? Fenke nicht Chor. Also ich weiß nicht, wer ist. Ich weiß nie, der eine wirft, der andere fängt. Also für mich ist es immer Ruhe wirft, weil der als erstes genannt wird, Chor fängt. Aber das so mehr, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. So sage ich mir das immer vor. Du meinst, wir wollen verhindern, dass Borberat den Diskus fängt? Was? Ja. Ja, wir wollen verhindern, dass Borberat den Diskus fängt. Moment mal, ich weiß nicht, ob die drei wissen, ob die beiden, ob die beiden wissen, wer Borberat ist. Schauen wir doch mal. Du, da versteckt sich ein Dritter hinter den beiden. Der dritte Zwilling. Doch, tatsächlich mit 12, 11, 10, ja, davon haben sie schon mal gehört. Gut, jedenfalls sind ich und meine Angestellten sind etwas verwirrt. Sind fest davon überzeugt, dass er seine Rückkehr plant. Und das ist auch der Grund, warum ich eilig aufbrechen musste. Wie gesagt, diese Angelegenheit ist delikat, aber überall schon zieht er seine Fäden und versucht, seine Rückkehr vorzubereiten. Beziehungsweise, wenn man dem Herrn mit dem roten Auge glaubt, ist er bereits zurückgekehrt. Gibt nicht allzu viel auf das, was er sagt. Und nun ja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen auf eure schöne Insel und reisen natürlich im geheimen Auftrag. Als Tarnidentität geben wir uns als Kaiserreichs, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns als Gesandte des Kaiserreiches auszugeben. Nun würden wir ziemlich gern vermeiden, dass uns die patriotischen die letzten verbliebenen Patrioten dort die Kehle aufschwitzen. Da wir in Wirklichkeit tatsächlich ganz andere Ziele verfolgen, nur zum Wohle, oder beziehungsweise auch zum Wohle Maraskans, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich bin einfach nicht geübt in diesen Dingen. Jetzt helft mir doch mal. Du wolltest die beiden als Kundschafter oder Führer? Genau. Naja, aber das sind doch Kaufleute. Wir brauchen auf jeden Fall jemand, der sich dort auskennt, oder wir müssen eine Möglichkeit finden, vertrauenswürdige Führer zu engagieren, die uns dort nicht in die Hände der... Jalina, erinnerst du dich noch? Sie ist die Nichte der Base, der Großcousine unserer Großtante mütterlicherseits. Ah, ich hatte auf enge Familienbande gehofft. Das ist wie bei den Chippensteels. Ja, Jalina. Was? Jalina. Wohnhaft zu Tuzak, also zumindest zuletzt bekannter Wohnort Tuzak. Sie ist, wir wissen nicht so genau, was sie so genau im Dschungel macht. Sie ist da auf jeden Fall, sie kommt viel rum. Hat sie denn noch einen anderen Namen als Jalina? Reicht also der Name nicht aus? Oder eine spezifischere Adresse als Tuzak? Wären zwei Namen nicht deutlich schöner? Es haben die doch, ihr Maraskaner habt doch meistens noch einen Zweitnamen. Sie lächeln, die beiden lächeln dich an. Ein Kognomen. Ja, so etwas wie. Jalina, Dajin ohne Großvater oder so. Die Nachtblüte. Gut. Wir wissen ehrlich gesagt nicht warum. Wir vermuten, weil sie so hässlich ist, dass sie nur nachts rausgeht. Aber wir sind uns nicht sicher. Wir haben sie noch nie mit eigenen Augen gesehen. Die Nachtblüte klingt auf jeden Fall nach einem Namen, nachdem ich nicht an den falschen Orten fragen wollen würde, wenn ich ihn hier hören würde. Müssen wir uns irgendwelche Sorgen machen? Sie ist nicht zufällig die Anführerin eines geheimen Syndikats oder so etwas? Nein, ich glaube, sie macht ihr Geld, indem sie Mittelreicher überfällt. Ach, das ist genau die Art von Person, die wir suchen. Genau. Das heißt, wir werden schon die Rebellen ausgeliefert, bevor wir überhaupt noch was machen. Nein, Grigon, sie überfällt nur Mittelreicher. Du bist ja der einzige Mittelreicher von uns. Das passt schon. Das finde ich auch. Ja. Und wenn man muss immer gewisse Verluste. Ja, ihr müsst ihr natürlich sagen, was ihr von ihr wollt. Und dann gebt ihr bare Münze, dann muss sie euch nicht überfallen. Es ist sehr einfach. Vielleicht könnt ihr uns ja ein Empfehlungsschreiben
Vielleicht könnt ihr uns ja ein Empfehlungsschreiben aufsetzen mit wir, na die gut. Zwillingsgeschwister, haben ein Heim gefunden tolle, bei den Schittensteals und so weiter. Das sind ganz tolle ja, Menschen. Dann gebt mir doch mal Papier und eine Feder und Tinte. Und er leckt sich so die Feder an und beginnt zu schreiben. Bosch rennt rum und kramt aus einer Schublade Papier und Feder und Tinte. Und die beiden unterschreiben dann tatsächlich auch und während der gute Arbeit ein kleiner Zusammenbruch erleidet und dann schauen sie dich so an, sie möchten jetzt diesen Staub, den man drauf tut, damit die Tinte schneller abtrocknet, träufeln das drauf, pusten einmal ab, rollen es Sand, rollen es auf und geben es dir. Das sieht gut für mich aus. Leider habe ich leere Taschen. Los, gebt ihnen was. Sie schauen euch alle erwartungsvoll an. Bakshish. Wir befinden uns ja gerade in Schoschs Büro, oder wo sind wir? Es freut mich außerordentlich, wie ihr unsere lokalen Bräuche hier schon, wie euch integriert und unsere lokalen Bräuche. Wie euch integriert. Ehrenwerter hat Ehrenwerter findet es bestimmt ausgezeichnet, dass jeder von euch sich etwas in diesem Büro von ihm aussuchen kann und mitnehmen. Das ist eine hervorragende Idee. Sie schauen sich so um. Ich nehme den Teppich, der da liegt. Das ist der Teppich, mit dem du damals angekommen bist, als am ersten Abend. Sie nehmen den Teppich, rollen ihn auf, nehmen ihn mit. Er sei ganz euer. Sie strahlen dich an. Vielleicht wird das jetzt hintenrum bei denen vom Gehalt wieder abgezogen. Also euch ist schon klar, dass wir jetzt jemanden sozusagen als Empfehlung bekommen haben, den diese beiden Leute, die sie empfohlen haben, weder in irgendeiner näheren Verwandtschaftsbeziehung stehen, noch dass sie je gesehen haben. Ja? Was heißt, wir hätten keine auch einfach in Tuzak jeden fragen können. Habt ihr Bock, uns durch den Dschungel zu führen? Was heißt denn nähere Verwandtschaftsbeziehung? Was heißt denn keine nähere Verwandtschaft? Ist immerhin die Schwägerin des Vetters, des Vaters, des Opas, des Vaters, der Schwägerin des Arbeitskollegen. Genau. Wie nah soll es denn noch sein? Genau deswegen. Also bei uns Menschen, Schorsch, ist das keine nahe Verwandtschaftsbeziehung mehr. Menschen. Also wirklich. Ihr seid also Cousin hätte illoyal gegenüber euren Familienmitgliedern. Alles, was nicht Mama und Papa ist, würdet ihr gleich an die Stadtwachen verkaufen. Nein, das würdest du machen. Schorsch, du würdest deine eigene Großmutter an die Stadtwachen verkaufen. Was er also sagt. Hier steht tatsächlich drin, dass ihr jemanden finden könnt, und ich zitiere, der mit der Tante, der Schwester, der Großcousine oder der Base der Mutter des dritten Ehemanns der Schwester verwandt ist. Finde ich gut. Okay, alles klar. Und immerhin haben wir einen Namen und und immerhin beweist dieses Schreiben, dass wir mit anderen Maraskanern freundschaftliche Bande auf Augenhöhe pflegen. Du kannst das Schreiben auch lesen, es ist nicht gesiegelt. Also du kannst es auch, wenn du möchtest, lesen. Also ich lese es. Ja, da steht dann drin, werte Cousine Jalina. Also offensichtlich hat man jetzt den Verwandtschaftsgrad einfach mal festgelegt. Ja, wie bei uns Vetter. Ja, genau. Also wenn wir nicht Bruder und Schwester sind wir Vettern. Viele Grüße aus dem fernen Kunchom. Unser Herz zerbricht, wenn wir an die Heimat denken, bla bla bla. Dann wird noch so ein bisschen Maraskan gepriesen und Ruhr und Groa. Und dann kommen sie zur Sache. Sie hätten da einen etwas älteren Zwerg, der mit seinen jungen Gefährten in der Gegend durch Maraskan reist. Und sie machen sich große Sorgen um seine Sicherheit, denn er wirkt nicht so, als wäre er in der Lage, in der freien Natur zu überleben. Und dann haben sie sich gefragt, wen könnten sie um Rat bitten? Und dann fiel ihnen Jalina, die Nachtblüte, ein, die ja bekannt dafür ist, dass sie ihre Zeit im Dschungel verbringt. Und sie legen ihr ans Herz, euch doch zu führen. Und sie hätten auch sie hätten auch vereinbart, dass 200 Dukaten bei Antritt der Reise und weitere 200 Dukaten bei sicherer Rückkehr in den Hafen von Zuzak fällig sind. Wir kriegen auch noch Geld dafür, dass wir sie anholen? Nein. Das ist das, was du zahlen sollst, Shoram Tosh. Ehrenwerter Shoram Tosh, denn ihr seid ja hier der Leiter der Expedition. Ich meine, 200 den Dukaten, Vetter schon mal anhauen. Auf Josh, ein kleines Darlehen vielleicht. Josh, vergiss nicht, das sind deine Buchhalter. Die wissen, was du hast. Ich habe gar nichts, das hat mein Bruder. Allerdings könnte ihr eine... Vetter, könntet ihr eine Hypothek... Ah, seht ihr, das ist, wenn man so viel Zeit zusammen verbringt. Aber ihr könntet eine Hypothek auf eure gebrauchten Pferde aufnehmen. Nein,
Ich erinnere nochmal dran, dass wir im Auftrag von einer gewissen Persönlichkeit hier unterwegs sind. Es war nicht unsere Idee, dahin zu reisen und auch sicher dort an. Ich wollte es so genau nicht sagen, aber die ja. Die Praios-Kirche zahlt einem Maraskaner nicht einmal einen Dukat. Hatten wir nicht vereinbart, dass irgendwo ein Schiff und auch Geld auf uns wartet? Schiff und Geld werden ja auch auf uns warten mit der Überfahrt, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass das 400 Dukaten sind. Ja, seine Heiligkeit soll mal nicht so knausierig sein. Also ich meine, wir waren nicht schuld, dass sein bestes Kloster in die Luft gesprengt wurde. Können wir das nicht vielleicht, und ich gucke mir mal die Tinte an. Vielleicht nee. Können wir aus der... Wenn wir die Null, 20 Dukaten. Ja, aber wir müssen ja den Brief auch nicht vorzeigen. Ich denke, wir könnten noch eine Null Schorsch. Hinzufügen, Schorsch. Das wäre gar kein Problem, da ist noch Platz. Gut. Ja, ein Geschäftsmann an dir verloren gegangen. Es ist ein festgelegter Preis, man braucht nicht zu handeln, nicht, dass das doch noch irgendwo mehr wird. Naja, die Frage ist, wie treiben wir jetzt noch 200 Dukaten auf? Ich meine, wir Schorsch, könnten... Ich habe eine Idee. Zwischen die 2 Null kann man einen Punkt setzen und dann nach der Null noch eine Null. Dann sieht das aus wie 20 Dukaten 0-0. Oder wie 20.000 Dukaten. Ja, das sind ja dann keine 20.000, weil das sind dann keine... Oder ja, du aber du weißt, die maraskanische Schreibweise variiert vielleicht. Das Wort Dukaten in Silber umändern. Genau, vielleicht weiß sie ja nicht, was Dukaten ist. Ja andererseits, wenn wir dort natürlich... mal voll ins Blaue. Wenn wir dort tatsächlich einen kleinen Abstecher in diese Mine machen, dann haben wir in 0, nicht die 200 Dukaten wieder raus. Dann können wir problemlos hier einen Kredit aufnehmen. Ich kenne da ein paar sehr vertrauenswürdige Geldverleiher. Meine Barbarats Festung wird es wahrscheinlich auch magische Artefakte geben, die sich gut verkaufen lassen. Aber das ist vielleicht auch ein Aspekt, wenn wir jetzt mit mittelreichischen Dukaten da auftauchen. Also ich meine, hier in Kunchum werden es Dinare sein, ne? Also die aranische Währung. Oder haben die hier eigene? Also Dinare und Schekel und so weiter. Aber mittelreichisches Geld in Maraskan anwenden zu wollen, haben bestimmt eine eigene Währung, oder? Nein, seitdem sie besetzt sind, haben sie natürlich die mittelreichische Währung übernehmen müssen, weswegen so. Das unproblematisch ist. Oh, es wäre aber natürlich ein Beweis unserer Offenheit gegenüber der maraskanischen Kultur, wenn wir hier schon wechseln könnten. Vielleicht ist das sogar möglich. Seien wir ganz ehrlich, Schorsch, bei Geschäften geht es nicht darum, was auf dem Gold gedruckt ist, sondern dass es Gold ist. Ich denke auch. Im Zweifelsfall könnten wir sogar Edelsteine nehmen oder etwas, das sich besser transportieren lässt als diese große Menge Gold. Ja, wir haben das Geld ja erstmal gar nicht, Schorsch. Ach, das ist kein Problem. Ich will nicht, dass du jetzt irgendwelchen halbseidenen Kunchumer Unterwelts-Halbgrößen irgendwelche Kredite aus dem Rücken leierst. Ich muss hier sowieso schon danach 40 Tage lang nur Reis essen. Ein paar klitzekleine Änderungen an diesem Vertrag mit den Pferden würden genügen. Unsere Pferde sind doch keine 400 Dukaten wert, Schorsch. Naja, ja, vielleicht 200. Wir können uns ja erstmal über die Anzahlung Sorgen machen und die anderen 200, das wird sich ja, schon irgendwie ergeben. Die sind auch keine 200 Dukaten wert, so leid mir das tun. Also ich bin sicher, mein Bruder findet da jemanden. Der 200 Dukaten für unsere Pferde bezahlt. Der uns 400 Dukaten zu einem kaum nennenswerten Prozentsatz an Zinsen überlässt. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir nicht lebend zurückkommen, dann hat sich unsere Sparsamkeit, und ich bin normalerweise der Letzte, der unnötig Geld aus dem Fenster schmeißt, aber dann hat sich unsere Sparsamkeit mal sowas von nicht gelohnt. Wir brauchen doch erstmal nur 200 Dukaten. Die anderen 200 Dukaten sind doch erst relevant, wenn wir wieder am Hafen sind. Was viel sinnvoller ist, wir fahren da jetzt drüber, wir kennen den Namen, wir zeigen den Brief einfach nicht vor, sondern reden so mit ihr. Ich könnte für jemanden wie dich habe ich vielleicht Arbeit. Frosch, wir haben schon zusammen ja schon gearbeitet. Ja. Und ich arbeite nicht für dich und halte dich zurück mit deinem Angestelltengequatsche. Ich habe 2 Datteln nach dir geschlossen. Leute hier, wir müssen die Tarnung aufrechterhalten. Ehrenwerter, wenn ich bitten darf. Der ehrenwerte Schorsch-Tosch hat recht. Also gut, wann können wir eigentlich aufbrechen? Also das Schiff, die Perlbeißer, liegt im Hafen und er läuft in einem Tag aus. Also ihr habt jetzt noch 24 Stunden, morgen bei Nacht wird sie auslaufen, weil da nämlich Flut ist. Ich nehme das große Zimmer. Was für ein Zimmer? Kabine.
Ja, ihr wart noch nicht dort. Ihr habt noch nicht mit irgendjemandem geredet. Dann werde ich jetzt mal zum Hafen hinuntergehen und mir diese Perlbeißer anschauen. Ich würde dich da gerne begleiten, wenn es recht ist. Ja, das schaue ich mir auch gerne mal an. Und die schönste Kabine, also wie gesagt, die größte bekomme ich. Sind denn unsere sonstigen Waffen ein Problem? Müssen wir irgendetwas unauffällig reinkriegen, außer die Famulus Faust? Was haben wir denn? Einen großen Speer, eine große Armbrust, eine kleine Armbrust, ein Magierstab. Dolch und Sichel. Ja, der Rest ist wahrscheinlich nicht nennenswert. Also Dolch, Sichel, Magierstab sind unproblematisch. Der Speer ist insofern unproblematisch, als du theoretisch als Schutzwache für den Zwerg fungieren kannst. Denn er ist Prospektor und ihr zieht, ihr Mittelreicher geht durch Rebellengebiet. Also das ist, ihr kriegt auf, also er hat eine, wie sagt man, Leibwache dabei. Das wäre in dem Fall dann Awad. Und die Armbrust, wenn du die nicht selbst trägst, das wäre anzuraten, dass du sie nicht selbst trägst, dann wäre die auch, dann kannst du ja so tun, als würden deine Magierkollegen bzw. der Druidenkollege ebenfalls Armbrüste verwenden. Theoretisch könntet ihr das ja auch. Fernkampf, oder? Ja, also Armbrust ist natürlich ein eigener Kampfwert irgendwo auf dem Charakterbogen. Ja, aber das weiß ich, das ist ja egal. Ich meine, das wissen ja aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Tuchrüstung anziehe und mir eine Armbrust auf den Rücken nehme oder so etwas, dann bin ich der zweite Leibwächter Bogenschütze. Also, ja. Also Schorsch, ich würde die Armbrust vielleicht... Prigon. Ich würde die Armbrust vielleicht anders befestigen, weil wenn du die so befestigst, könntest sie, wenn du stolperst, ungünstig. Ja, ich habe nicht vor, ungünstig zu stolpern. Gut, die Perlbeißer. Eine Zedracke. Verstehst du irgendwas von Schiffen? Nö. Hast du? Okay, gut. Es sieht aus wie eine Zedracke, wie du schon viele gesehen hast. Und sie liegt am Hafen. Und da sind mehrere Leute, die da unterwegs sind. Also mehrere Stauer sind da, die irgendwelche Sachen beladen und so weiter. Und du siehst tatsächlich, dass Fässer verstaut werden, auf denen steht, dass sie Öl enthalten, Speiseöl. Ja. Speiseöl. Mhm. Klingt verdächtig. Ich wollte gerade sagen, so Speiseöl. Mhm. Na klar. Also Olivenöl. Ja. Wenn Schosch dabei ist, mach mal deine Brille an. Naja, also wir wissen ja nicht, was da drin ist. Es geht uns auch gar nichts an. Ich würde dann da, weiß ich nicht, wenn da so ein Bootsmann rumsteht oder so. Eine Bootsfrau, ja. Der ehrenwerte Shoram-Tosh. Bist du dabei, Schorsch? Ja, ja, klar, aber absolut. Ich nicke auch schon. So. Würde um die Ehre bieten, eine Audienz bei der werten Kapitänin oder dem werten Kapitän dieses Schiffes zu halten. Was? Wir wollen mit dem Captain sprechen. Ah! Und wer seid ihr? Shoram-Tosh und Konsorten. Wo man auch hinkommt, die Koscher sind überall. Es müsste schon eine Passage gebucht sein für uns. Ah ja, 4 Hängematten. Ja. Bitte? Gut. Ja, dann. Ist es euer Zeige? Mhm. Habt ihr irgendwas dabei? Wir bringen noch mehr Zeuge mit. Wir würden jetzt erstmal gerne mit dem Kapitän sprechen, guter Mann. Gute Frau. Gute Frau. Vor dir steht eine Torwalerin, die offensichtlich zu viel Zeit im Kosch verbracht hat. Sehr groß. Sie Bruderschwester, das ist immer richtig. Genau, die Person, D, ja, ich weiß jetzt nicht, ob er Zeit hat, gell? Dann fragt ihn halt, gell? Ist der immer so? Ja. Ratsbürstig. Meistens. Das wird er lange überfahren. Im Moment ist er noch gut gelaunt. Sie dreht sich um und geht über die Planke. Sie macht das sehr behende. Die Planke schwankt stark. Dann springt sie auf der anderen Seite runter auf Deck und geht dann, ihr, euch fällt auf, sie geht so ein bisschen komisch, also die
wiegt so. Offensichtlich ist sie sehr viel auf hoher See unterwegs und hat offensichtlich schon diesen Seegang, den personifiziert. Ja, Speiseöl, Offenbarung der Zwillinge und so, wissen wir. Ja, die Frau ist Torwallerin, die kann wahrscheinlich so viel ab. Naja, auf jeden Fall, irgendwann kommt dann ein Mann, der definitiv Thulamide ist, sehr gut gekleidet und auch so mit Kajal und so und schaut euch dann so an und sagt, ah, die Prospektorengruppe. Rastulla sei mit euch, ja, die Prospektorengruppe. Rastulla auch, ein rechtgläubiger Bruder. Ah, tatsächlich. Heimamut ibn Mukaddin. Und er verneigt sich vor dir. Ja, ich verneige mich auch vor ihm, stelle mich mit meinem ganzen langen Namen vor. Mhm. Er hängt dann auch noch die anderen Ibens an, also du weißt jetzt bis zum dritten Grad, mit wem er verwandt ist, ja. Hm. Nicht eine Familie, die du kennst, aber es klingt so, als sei die Familie aus Kunrum. Danach wird dann Shoramtosh vorgestellt. Er verneigt sich vor dir. Die anderen beiden lassen wir so ein bisschen weg. Die beiden kommen auch noch mit. Mhm. Ja. Ja, man hatte mir euch schon angekündigt. Es wurde von ganz oben gebucht. Wir sind im Moment die einzige Cedrake, die tatsächlich nach Tutzak aufbricht. Wegen der politischen Lage ist es äußerst schwierig. Wie ihr seht, wir dürfen auch nur Kunroma Olivenöl liefern. Nun, immerhin gilt es als eines der besten in den Thulamiden. Das ist wahr. Nicht wahr? Das ist wahr. Ich mag es selber sehr gerne. Und dann haben wir genug zum Dippen für das Fladenbrot. Das ist auch nicht schlimm. Ja, nein, da haben wir natürlich mein eigenes. Das ist aus dem Hain des Vetters, des Großvaters meiner Oma. Ah, gesegnet sei Rastulla. Praktisch euer Bruder. Sag mal, ist denn die Nachfrage in Maraskan nach Olivenöl so groß? Er schaut dich unverwandt an. Es ist eines der wichtigsten Handelsgüter. Wir liefern Rastulla oder Kunroma Olivenöl hin und wir bekommen Tuzaka Palmöl zurück. Es ist eine Gewinn-Gewinn-Situation für beide Seiten. Ja, aber Öl ist doch Öl. Wieso tauscht ihr Öl gegen Öl? Öl ist nicht gleich Öl. Ja. Wie könnt ihr... Er schaut Awad ganz entsetzt an. Können Sie denn überhaupt nicht kochen? Nein, können Sie nicht. Es hatte ja auch einen Grund, wieso ich Sie nicht mit Namen vorgestellt habe. Ignoriert die beiden einfach. Also, sehr gut. Während der Überfahrt werden wir ein Öl-Tasting durchführen. Mit dem besten Fladenbrot. Und dann werden wir sehen, ob es einen Unterschied zwischen Tuzaka Palmöl und Rastulla Olivenöl gibt. Und dann werden wir noch das Öl des Vetters der Base meines Großvaters verwenden. Drei völlig verschiedene Ölsorten, völlig verschiedene Hanglagen. Ja, aber bei dem Risiko, Öl gegen Öl zu tauschen, erscheint mir nicht sinnvoll. Wollen wir die Diskussion auf die Fahrt irgendwo verschieben? Oh, und ich richtig. Heißt das, es wird Probleme geben mit unserer Ausrüstung? Immerhin haben wir als Prospektoren einiges, was wir mitnehmen müssen. Oder können wir das auf dem Schiff unterbringen, ohne dass es Probleme gibt? Solange es kein Schwarzpulver enthält, sollte das kein Problem sein. Also, niemand hat vor irgendetwas anderes zu transportieren, als das, was offensichtlich etikettiert ist. Olivenöl und Prospektorenausrüstung. Dann sollte es keine Probleme geben. Aber vielleicht überlasst ihr lieber mir das Sprechen. Was willst du damit sagen, du ihr? Mit wem sprechen? Ehrenwerter Shoramtosh, der gute Kapitän, seinen langen Namen wieder aufsagen, möchte dir damit mitteilen, dass er die nötige Erfahrung hat, mit den mittelreichischen Barbaren zu sprechen, die hier diese Seeblockade durchführen. Ah, ich verstehe. Ja, das scheint mir eine gute Idee. Jedes Wort, das ich nicht sagen muss, ist ein Wort, das ich mit anderen Dingen, wie zum Beispiel dem Trinken von Bier, verbringen kann. Er greift in seine Tasche und du hörst es klimpern und sagt, ich mache auch nicht viele Worte. Habt ihr denn Bier an Bord? Wir haben Wein. Schorsch, möchtest du die Prospektorenausrüstung
noch etwas ergänzen. Ja. Nein. Ein kleines Fass. Ich hätte da noch ein Fass mit Olivenöl, das mit an Bord muss. Das berühmte Ship Machine Olivenöl. Beste Hanglage. Nun gut, aber ist es besser, wir bringen unsere Ausrüstung jetzt schon oder direkt vor dem Auslaufen? Was meint ihr? Vielleicht 3 Stunden vor dem Auslaufen, da ist Wachwechsel am Pier. Gut, dass wir uns dann einfinden. Wir gehen dann, denke ich, auch gleich an Bord. Ja. Ihr habt einen abgetrennten Bereich mit 4 Hängematten. Ah, das ist okay, wunderbar. Sehr kommod. Es sollte auch noch eine Depesche für uns abgegeben worden sein, eventuell. Unter den Hängematten befindet sich eine Kiste, auf der einfach nur steht Gepäck. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, was ihr damit zu tun habt. Das ist das, wovon ich sprach, ja. Sehr gut, dann danke ich euch sehr und lasst euch nicht bei den weiteren Vorbereitungen zum Abfahrt stören. Wir kommen dann in einigen Stunden wieder mit unserem Gepäck. Genau, der genaue Zeitpunkt vom Auslaufen, -3 Stunden wäre? Er sagt ja die Zeit, also es ist quasi die 4. Stunde nach Mittag. Also die 4. nach Praios, weil um 17 Uhr läuft er aus. Okay, alles klar. Sorry, was rede ich denn? Er läuft um 19 Uhr aus, also 16 Uhr. Ah, okay. Nun, Shoram Tosh, Marian, Brigon. Ich glaube, wir sollten Regeln festlegen, wer wann redet. Das verwirrt alle immer nur. Shoram Tosh ist jetzt ja unsere sozusagen Frontsau als ehrenwerter Prospektor, möchte aber nicht reden. Und ihr beide? Möchte jemand von euch das Reden übernehmen? Ich kann mir diese Rolle gerne ersparen. Ich meine, ich kann einiges erzählen und bestimmt auch... Du sollst nicht erzählen, du sollst vernünftig mit den Leuten reden, so dass sie sich auch verstehen, damit man irgendetwas zu Rande bekommt, Marian. Ich denke, das bekomme ich hin. Gut, dann ist Marian jetzt fürs Erste unser offizieller Sprecher. Ah, sehr gut. Ja, dann finden wir uns wahrscheinlich noch ein später letztes Mal einfach wieder einnehmen. Genau. Ja, Zeug zusammensuchen, vielleicht noch die letzten Lebensmittel einkaufen, die wir vielleicht für die Fahrt brauchen. Ich hätte den Stiel des Hammers doch hohl machen können. Ich hätte noch etwas Bier reinfüllen können. Ja, aber für die Fahrt brauchen wir vor allen Dingen Rastullas Segen, Brigon. Vielleicht sollten wir auch noch mal eine kleine Spende im Effert-Tempel. Das könnt ihr machen, ja. Ein Zwerg im Effa-Tempel, das hört sich wie ein Witz an. Das ist wahr, aber... das ist wahr, allerdings. Aber wer von euch geht in den Effa-Tempel? Ich kenne keinen Effa-Tempel, aber ich gehe wohl mit, aus Neugier. Ja, du weißt, also Brigon weiß nicht, was es ist. Weil es halt in Weiden und Umgebung so sich mit Effert beschäftigt. Das stimmt, ja. Also, gibt es irgendwo am Fluss oder so im Weiden, dass irgendwo am Fluss ja, irgendwo so ein Effa-Tempel ist? Oder Schreine, ja. Am großen Fluss gibt es bestimmt. Ja, da war Brigon, aber nicht Brigon. Das ist halt das, was wir jetzt an Reisen gemacht haben. Naja, da ist ja der Pantlerie, der ist ja recht groß. Da gibt es auf jeden Fall Effa-Schreine, und weil sie da ja auch viel Fischfang betreiben. So, also. Vielleicht auch lokaler Glauben an den Flussvater an einigen Stellen. Naja, das ist wieder der große Fluss, den gibt es in Weiden. Ich wollte gerade sagen, ist ja eine Flussmutter in dem Fall, ne? Also. Naja, das wäre die Fee-Pantlerie. Die wird zwar auch in gewisser Weise verehrt, aber die hat nur wirklich gar nichts mit Effert zu tun. Genau. Deswegen, wie gesagt, er hat nie irgendeinen Grund gehabt, sich mit Effert zu beschäftigen. Also dann siehst du jetzt was Tolles, weil du kommst in einen echten Effert-Tempel, und der Effert-Tempel, die sind ja sehr, also erstens mal ist es alles mit Gwen Petrül. Also Gwen Petrül kennt ihr allerdings, habt ihr alle auch schon gesehen, ihr habt auch welche mitgenommen. Und der Tempel ist im Vergleich, also Kunhrom ist ja heiß, ja. Er ist sehr, sehr kühl. Es gibt tatsächlich auch irgendwie, vielleicht hat Effa dort eine Quelle entspringen lassen, wer weiß das schon so genau. Es läuft also Wasser im Tempel.
Es gibt ein sehr, sehr großes Wasserbecken, in dem tatsächlich auch sehr, sehr viele Wassertiere, ich will jetzt nicht sagen gehalten werden, aber dort leben, also Seesterne und so. Aber natürlich ist es offensichtlich eine Salzwasserquelle, die da entsprungen ist, weil du siehst, Seesterne und so, glaube ich, gibt es im Süßwasser überhaupt nicht. So Krebse und sowas. Und es ist sehr, sehr klar. Und an den Wänden sind so, ich weiß nicht, wie man das nennt, also diese, manchmal treibt ja so fast schon weißes Holz am Meer an. Diese sehr typischen Hölzer, die es irgendwann mal vom Meer ans Land gespült hat. Diese Art von Holz findet man sehr, sehr viel, teilweise auch geschnitzt in Form von irgendwelchen Meerestieren, also Fischen oder auch Meeressäugern. Treibhölzer. Treibhölzer, sehr richtig. Und dann auch, ihr findet auch ein wunderschönes Mosaik in Form einer sehr großen Meeresschnecke, das da an der Wand ist. Und es ist ein sehr, sehr schöner Tempel und durch das Glen Petryl sehr, sehr schön ausgeleuchtet und angenehm kühl und das permanente Plätschern des Wassers. Und ihr findet tatsächlich auch mehrere Geweihte. Die Hochgeweihte heißt tatsächlich Effadane, wie soll es anders sein? Ist eine sehr, also hat so ein bisschen so wüste Haare. Und so sieht jemand, wie Leute aussehen, die sehr viel Zeit am Wasser verbracht haben. Also so dieses gegerbte Gesicht. Diese wettergegerbte Haut. Ja. Wettergegerbt. Und man sagt ja auch immer, dass Effert-Geweihte auch durchaus eine sehr stürmische Natur haben. Also auch immer mal ganz gerne aufwallen und sich dann aber auch wieder schnell beruhigen. Und sie hat ganz blaue Augen. Also es ist ganz klar, die Frau ist keine Tulamidin. Und die anderen Effert-Geweihten interessanterweise auch nicht. Aber ihr seht sehr, sehr viele, wie sagt man, Seeleute dort. Und die kommen natürlich auch aus den Tulamidenlanden, die möglicherweise einfach jetzt, um ganz sicher zu gehen, sich nicht nur auf Rastulla verlassen wollen, sondern man kann dem anderen ja auch noch irgendwie kurz sagen, ich bin dann mal weg, bitte achte auf mein Schiff. Und was macht ihr? Ich hänge an dem Wasserbecken, ich würde mich mit den Tieren beschäftigen. Ich strafe die Novadis mit einem bösen Blick, wenn sie aus dem Tempel kommen. Denen ist das scheißegal, denn du bist ja auch hier. Na, ich bin aber vor dem Tempel geblieben. Okay, du bist, okay, gut, okay. Also gut, die Novadis, die da reingehen, die ignorieren das trotzdem, ja. Aber draußen stehen und bei jedem böse angucken und leicht den Kopf schütteln, wenn er reingeht oder rauskommt. Grab nach dem nächsten roten Schleier. Holt sich ein kleines Büchlein und schreibt was rein wahrscheinlich. Da verkürzt du dann deine Buße gleich nochmal um einen Tag pro Person, die du anschwärzt. lohnt sich. Das lohnt sich, genau. Also wenn du dich da mit den Tieren beschäftigst und mal die Hand reinhältst, also es ist ja so, ich habe mir sagen lassen, wenn man Seesterne berührt, die reagieren tatsächlich. Also die vegetieren nicht so vor sich hin, sondern das sind tatsächlich, und die fühlen sich anscheinend auch ganz schön an. Die sind so leicht rau und wenn du willst, kannst du die auch streicheln und das wunderbar. Finden die tatsächlich toll. Ja, und dann kommt auch so ein Krebs und guckt mal so ein bisschen und stupst dich so mit seiner Klaue an. Ganz nett. Und und wer spricht denn jetzt mit dem Geweihten? Oder der Geweihten vielmehr. Also der eine spielt mit den Seesternen, der andere steht vor der Tür und ist sauer. Ich finde, es kribbelt so schön, wenn die so über die Hand laufen, weil die halt so kleine Lauffüßchen haben. Wenn soll ich jetzt schon Sprecher sein? Soll ich jetzt schon Sprecher sein oder möchte Schorsch sprechen? Dann sprich mal. Sprechen? Schorsch ist noch ein Fisch. Genau. Effert zum Gruße, Effert zum Gruße. Schorsch, lass den Fisch im Becken. Also ich dachte, das ist die Snackbar. Nein, das ist hier nicht die Sushi-Bar. Grigor, hey, Grigor probiert den Arm runterzudrücken. genau. Nee, so eine Handschwage dabei, der will den bestimmt verkaufen dann. Zum Gruße, Ehrenwerte, Effadane. Schneller. Wir haben bald eine Überfahrt nach Maraskan und wollten die Unterstützung des Herrn Effert erbitten.
Ja, dann habt ihr ja hier die Möglichkeit, gleich einmal zu spenden. Und sie weist ohne Umschweife auf das Spendenbecken, das in dem Fall tatsächlich einen mittelgroßen Brunnen darstellt, der wassergefüllt ist und in dem man dann das Geld hineinwerfen kann. Beziehungsweise du siehst auch, dass manche Leute tatsächlich Gwen-Petrylsteine gespendet haben, was ja auch bekannt ist. Also wenn man Gwen-Petrylsteine findet, dann sollte man sie ja tatsächlich auch beim Effa-Tempel abgeben. Und sie lächelt dich sehr fordernd, erwartungsvoll an. Ihr müsst wissen, ich bin der Sprecher des ehrenwerten Schorsch Schippenstiel von Schippenstiel und Schippenstiel. Da habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Er steht direkt hier hinten. Ich gehe davon aus, dass er gerne diese Spende übernehmen möchte als Einwohner dieser Stadt und Prospektor unserer Überfahrt. Ja, dann soll er sich mal beeilen. Man muss mit der Flut und dem Wind sein. Also, dann wirf mal rein, Junge. Marjan, sagt mal, wenn ich euch beim letzten Mal richtig verstanden habe, dann hattet ihr diesen Gwen Petryl im Rucksack, den ihr abgeben wolltet. Ja, ich habe einen Gwen Petrylstein. Wo habe ich den her? Ja, jetzt nicht mehr. Nee, Maya war der Einzige, der nicht mit in der Gor war und kein Petryl. Es sei denn, du hast noch irgendwie so einen. Ich habe keinen Gwen Petrylstein. Schorsch, hast du nicht dieses Steinding in deiner Ding drin? Mm. Oder? Dann habe ich mich getäuscht. Ja, aber ich weiß ja, dass man die Steine nur ab einer bestimmten Größe abgeben muss. Deswegen habe ich die ja klein gemacht und benutze mehrere. Ja, aber sie finden das bestimmt ganz toll, wenn man auch die Kleinen abgibt. Also vielleicht hätten wir vorher darüber, das ist mir etwas unangenehm, verzeiht die Störung, aber vielleicht hätten wir vorher darüber sprechen sollen, welche spendet. Ich habe nämlich einfach nichts mehr in der Tasche. Ja, hier hast du 4 Dukaten für jeden einen von uns. Das ist vielleicht schon adäquat. Plopp, 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 plopp. 4 Dukaten in das Wasserbecken fallen. Nun, dann wollen wir hoffen, dass der Herr Effert euch gut gewogen ist. Oh, das wollen wir wirklich. Das Wortspiel war gut. Das war jetzt unbeabsichtigt. Ja. Gewogen ist. Ja. Meer und so. Naja. Ich hasse das Meer. Also die Tiere sind ganz niedlich. Ja, habt ihr Klaus getroffen? Klaus, das ist mein Lieblingsseestern. Nicht, dass ich mir vorgestellt hätte. Bitte? Das ist mein Lieblingsseestern. Das kann sein, ja, ich habe da... Sie schaut mit dir ins Wasserbecken und das ist Klaus. Klaus ist ein relativ großer Seestern. Mhm. Ist so ein bisschen pummelig anscheinend. Ja, das passt schon. und dann streichle ihn ruhig. Er freut sich. Hab ich schon. Ich habe schon Kontakt aufgenommen, auch mit den Krebschen hier und... Was ist das hier? Ich nehme so ein bananenförmiges, also eine Seegurke daraus. Sie erklärte, es handelt sich hierbei um eine Seegurke. Okay. Aber nicht, es ist tatsächlich ein Tier, es ist keine Gurke. Ja, das hatte ich mir schon so gedacht. Wieso heißt es dann Seegurke? Was? Es ist ein Weichtier. Wieso heißt der Türgriff Türgriff? Weil er der Griff oder das Stuhlbein ist. Stuhlbein. Ja, das sieht weil halt aus wie ein Bein eines Stuhls ist. Und es sieht aus wie eine Gurke. Ja, aber. Die in der See lebt. Ja, aber. Gurken. Möchtet ihr etwa mit mir in meinem Tempel die Namen, die der Gott den Wesen gab, die in seiner Domäne leben, diskutieren? Dann denkt nochmal drüber nach. Ich würde gerne ja sagen, aber ich denke, die richtige Antwort ist nein. Sie schaut dich so an und sagt, der Junge lernt schnell. Vor allen Dingen wüsste ich auch nicht, dass du irgendwie ein Spezialist für Wasserpflanzen gibt. Vielleicht gibt es ja Gurken, die unter Wasser wachsen. Ja, aber die können dann ja nicht Seegurke heißen. Weil wir haben eure Zeit schon viel zu lange beansprucht. Und was mein Sprecher eigentlich sagen will, ist, habt Dank für euren Segen. Wir wünschen euch einen stürmischen Tag und verabschieden uns damit auf eine weite Seereise. Wir verhoffen, wir kommen wieder, um erneut zu spenden. Bei unserer Rückkehr natürlich deutlich reichhaltiger, denn wenn wir Glück haben, sind wir dann gemachte Männer und Einzelwerk. Mögt ihr vom Rondrikan verschont sein, aber mögen die Winde immer mit euch sein. Oh Gott, ich kriege Halbträume. Vielen Dank. Und und ihr verlasst das. Du hast gezählt, aber es sind in der Zwischenzeit etwa 11 Thulamiden, nicht etwas, sondern genau 11 Thulamiden da reingegangen. Gut, Thulamiden können ja auch 12 Götter, glaube ich, sein. Habe ich bei einigen erkannt, dass sie rechtgläubig sind. Da gucken wir doch mal, nicht wahr, nicht?
Oh Gott. Oh ja, mit einer 2 über 18, allerdings. Zwei waren auch recht gläubig. Als ihr aus dem Tempel tretet, seht ihr Abad dastehen, den Kopf schütteln. Verkommen. Diese Novadis aus den Städten, verkommen. Ja gut, es ist wie mit Elfen in Städten. Gibt es bei den Novadis auch den Begriff Badok? Den Vergleich verstehe ich jetzt nicht ganz, Brigon, aber wenn du meinst... Es ist wahrlich das Ende der Zeit. Der Diskus ist nur noch so ein Stück entfernt von der Hand des Grohr. Mhm. Mhm. Und der fliegt vorbei, er schafft es nicht, ihn zu fangen. Lasst uns jetzt ein letztes Mal einnehmen zusammen und unsere Sachen packen und dann gehen wir zu unserem Schiff. Ja. Dann hoffen wir, dass die Überfahrt schnell und problemlos vonstatten geht, denn ich muss euch sagen, ich bin noch nie auf dem Meer gefahren und ich hatte eigentlich auch nicht vor, das noch anzufangen. Aber wo das jetzt sein muss, muss das jetzt sein. Ja, aber ihr habt ja einen echten Zyklopäer bei euch. Der Mann kommt von den Inseln. Für den ist das Meer vielleicht nicht die zweite Heimat, aber er weiß, was es ist und er weiß, es schmeckt nach Salz. Und er weiß, ja, wer in den Tiefen des Meeres hinabgleitet, der ward nicht mehr gesehen. Ja, das kann sehr launisch werden, das Meer. Ich habe dich also bis jetzt aus, nur Maria. Eine Schiffsreise mitgemacht. Bezug nehmend auf mein Präludium bin ich nämlich von Pericum nach Kuntium gefahren damals. Oh, seht ihr? Also so ungefähr die Strecke kenne ich, also ein Teil davon. Also mit Kuntium. Wackelt es wirklich so doll? Kuntium, das hängt davon, hängt vom Wetter ab. Manchmal wackelt es viel, manchmal wackelt es. Ist es so, dass tatsächlich alle an Bord die ganze Zeit über Bord sich erbrechen müssen, wenn ihnen so schlecht ist? Wenn sie wer das bewegt dann das Schiff? Ich finde das schrecklich. Also, erst einmal, das ist eher bei denen, die das Meer nicht gewohnt sind. Diejenigen, die das Meer gewohnt sind und auf dem Meer leben, die haben keine Schwierigkeiten damit und die werden das Schiff lenken. Ich denke, euer Kapitän bekommt das hin und die Matrosen. Ansonsten, Kapitän lebt ja nicht auf dem Schiff. Er hat Familie mit einem Olivenhain. Der wird irgendwo ein Haus haben. Ja, aber er wird uns ja die Überfahrt gewähren. Er wird ja jetzt nicht zu Hause bleiben und sagen, das Schiff fährt von alleine. Ja, nein, natürlich. Aber ihr sagtet, auf dem Meer leben. Es lebt doch niemand permanent auf dem Meer. Also viele Matrosen, die ich getroffen habe und Kapitäne, würden schon das Meer als ihre erste Heimat bezeichnen. Da kannst du ja auch mal mit dem Kapitän darüber sprechen, wie er das sieht. Als ihre erste Heimat. Ich bin mir nicht sicher, ob das Rastulla gefällig ist. Nein, meine Meisterin hat einst gesagt, das Meer ist ein bisschen wie die Wüste. Da gibt es ganz viel Nichts, aber das Meer kann zumindest für Nahrung sorgen. Das kann die Wüste auch, wenn du nur weißt, wo du gucken musst. Eben. Keine Ahnung, ich war glaube ich noch nie in einer Wüste. Das war ja das Abenteuer, das ihr vor mir erlebt habt mit dem Töten von irgendwelchen Schwarzmagiern, die ihr doch nicht getötet habt. Es gibt eine Wüste und es gibt die Gor. Also, muss man jetzt mal unterscheiden, ne? In der Gor wird man tatsächlich Schwierigkeiten haben, viel Lebensmittel zu finden. Das könnte schwierig werden. Das Stück Erde ist tatsächlich verflucht. Und selbst wenn man auf dem Meer nichts, dann keine Fische oder ähnliche Dinge fangen kann, es gibt immer noch einen ganz besonderen Zwieback, bei dem ich euch jetzt nicht erwähne, was da drin ist. Warum nicht? Ich möchte es gar nicht wissen. Das ist interessant. Teile der Antwort könnten uns beunruhigen. Ja, genau. Ich werde es sagen, wenn wir die Überfahrt geschafft haben, Gregor. Ich möchte das vorher wissen. Wenn ich das richtig verstehe, dauert die Überfahrt ja nicht lange. Vielleicht anderthalb Tage oder so. Oder vielleicht auch noch weniger. Ja, das wäre jetzt so die Frage, wie lange wir eigentlich da brauchen. Also es sind 252 Meilen, habe ich hier gerade gesehen. Schauen wir mal, was er angibt. Warte mal. Ähm,
Ja, tatsächlich 21,63 Stunden, also knapp 2 Tage. Ja, das ist weniger als ein Tag. Einen Tag und eine Nacht. Also ihr werdet tatsächlich nachts auslaufen, dann werdet ihr in der nächsten Nacht, wenn alles gut geht, so gegen 19, 20 Uhr dort ankommen. Wir haben um 19 Uhr auslaufen, bei 21 Stunden ist irgendwann Nachmittag. Naja, ich meine, das ist jetzt, da steht drin 21,63 Stunden. Da gehen sie davon aus, dass alles gut geht. Aber so. wenn du den Kapitän fragst, dann würde er sagen, er braucht ca. 24 Stunden, um anzukommen. Achso, gut. Okay, alles klar. Weil ihr müsst ja auch noch längsseits gehen und je nachdem, wie lang es dann dauert mit den Zollbeamten, die euch ja nicht an der Insel. Also der Zoll wird stattfinden vor der Insel. Ihr werdet tatsächlich längsseits gehen mit einem anderen Schiff und die werden dann boarden und die werden sich dann angucken, was ihr habt. Mhm. Und wenn sie Zweifel haben, lassen sie euch gar nicht erst an Land. Du bist gemutet, Arvard. Zumindest hört man. Seeblockade halt, ne? Ja. Ja. Finden wir denn jetzt in unserem Gepäck noch irgendwas, was uns dort... Ja, seid ihr jetzt schon dort, weil ich dachte, ihr geht jetzt immer noch Abendessen. Naja, wir essen jetzt zu Abend, dann gehen wir zum Schiff. Ich glaube, das können wir abkürzen. Ja, okay, gut, ja. Dann geht ihr zum Schiff. Also wenn wir halt, wenn wir nochmal einen Moment alleine haben. Ja. Entschuldigung. Das ganze Abendessen. Ich komme gar nicht richtig zum Essen hier. Das könnte unsere letzte Mahlzeit sein. Immerhin fahren wir aufs Meer. Nicht nur schlimm genug, dass uns der Himmel die ganze Zeit auf den Kopf fallen könnte. Jetzt kann auch noch das Meer uns schlucken. Also, aber was ich eigentlich sagen wollte... Findet ihr nicht, wir vertrauen diesem Kapitän ganz schön viel, wenn wir uns darauf verlassen, dass er dort nur Olivenöl transportiert und davon hängt ab, ob wir auf die Insel kommen? In diesen Fässern ist doch niemals nur Olivenöl. Herr Schorsch, das können wir jetzt ja nicht ändern. Wir haben kein anderes Schiff und es fährt kaum ein anderes Schiff nach Maraskan, weil kein Schiff dahin fahren kann, weil man kaum nichts dahin bringen darf. Ich meine, was sollen wir denn machen? Das ist ja gar nicht die Frage, ihm zu vertrauen, sondern was ist die Alternative? Gar nicht fahren? Die Alternative ist, die Fässer zu kontrollieren und diejenigen, in denen kein Öl ist, auszutauschen gegen welche, in denen Öl ist. Das schaffen wir aber jetzt nicht mehr. Lass sie doch ihre Geschäfte machen und du machst deine. Außerdem dachte ich, du würdest vielleicht gerne eine gute Beziehung zu diesem Mann aufbauen, damit du dann deine Waren da als Olivenöl getarnt nach Maraskan bringen kannst. Gut, ihr meint, wir verlassen uns einfach darauf, dass wir anlegen können. Also ich denke mal, er hat vor... den gewöhnlichen Soldaten mit dem Olivenöl zu täuschen. Man sieht hier Olivenöl, er macht ein Fass auf, sie gucken rein, ist Olivenöl drin, macht es zu. Natürlich wird der etwas höher gestellte Beamte auch noch bestochen, aber ich denke, das ist zum einen sowieso notwendig, weil die wahrscheinlich gewohnt sind, immer bestochen zu werden und zum zweiten, weil wahrscheinlich nicht nur Olivenöl auf dem Schiff ist, aber was soll ich jetzt sagen? Ich will nur ausschließen, oder machen wir es anders, falls wir am Ende schwimmen müssen, dann bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Schorsch, wir werden nicht schwimmen, wir werden uns dann ganz brav von den Mittelreichern gefangen nehmen lassen und wir werden dann nach und nach auseinander tüfteln, in wessen Auftrag wir da sind und dann werden die uns schon an Land setzen. Machen wir mal. Aber wo an Land setzen, gut. Mich würde jetzt auch, wir haben jetzt die Passage hin, das ist jetzt alles geregelt, aber kommen wir auch mit dem Schiff wieder zurück? Oder je nachdem, wie lange wir dort brauchen, haben wir eine Rückfahrt? Laufen können wir nicht. Ich meine, die werden ja regelmäßig hin und her fahren, also dass wir irgendwie nach einem bestimmten Intervall oder so wieder mitfahren können? Fragen, wie das besprochen worden ist. Es ist ja erstmal wichtig, hinzukommen, das Ganze zu überleben. Dann können wir uns um die Rückfahrt Sorgen machen. Ich möchte jetzt ganz optimistisch sein, dass wir da irgendwie dann doch durchaus hinkommen und wieder zurück. Und, Nun, immerhin wird regelmäßig Palmöl wieder zurücktransportiert, also wird es schon einen Weg geben. Okay, gut. Wir könnten uns auch als Palmöl tarnen und dann in Fässern zurückfahren. Ich sehe, diese Idee kommt nicht so gut an bei dir, Brigon. Können die Palmölfässer, also du die hast es doch immer so sein. Mit den Pflanzen. Denke an Schorsch. Schorsch ist in seinem Innersten dem Pilz sehr nahe gekommen. Ja, versetze dich in das Palmöl, Brigon. Stimmt, der Mayan kann uns für ein paar Stunden in ein Meeresgetier dort verwandeln und dann schwimmen wir einfach selber. Ja, dann Vögel. Öl das ist geht wahrscheinlich auch. Die bessere Möglichkeit. Das wäre eine faszinierende Erfahrung. Ich habe mir auch schon überlegt, wenn wir ankommen und wir unsere erste Maraske gesehen haben, verwandle ich uns alle in Marasken. Kannst du als Vogel auch die Linien sehen? Das ist eine gute Frage. Ich war ja mal ein Vogel, aber ich weiß nicht, ob ich da Linien sehen konnte. Du könntest uns dann in Buntschreier verwandeln. Das ist ja ein heimischer Vogel und dann fliegen wir einfach dahin und ja, das fliegen habe ich mir auch über weg. Das habe ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist, dann können wir kein Gepäck mitnehmen. Und keine Kleidung. Das ist schlecht. Also die Kleidung wäre mir egal, aber
Dir ein ist Werkzeug? Das egal, aber die Maraskaner werden erschüttert sein. Ihr beschwert euch nochmal über nackte Elfenfrauen, also bitte. Nur weil du ein Lustmolch bist, Brigon Albenstein. Nur weil du ein Lustmolch bist. Lustmolch? Ja. Weil schon, dass Pardona auch die große Verführerin genannt wird. Ja, aber du kommst nicht von ihr los. Bis heute nicht. Ja, es hat offensichtlich gewirkt. Meine Beschreibung, die ich ihr damals abgegeben habe, war so hinreißend. Ich glaube einfach, Brigon hat einen Softspot für Elfen. Das kann sein. obwohl da die Rayan, oder wie hieße, möchtest du dich das auch, ja. Das habe ich ja leider nicht so direkt mitbekommen, da hat sich dein Geschmack schon sehr verbessert. Ja gut, ich meine, er hat ja es war ja ein sehr diverser Abend. Es waren ja ein Mann, zwei Männer und eine Frau, weil wir wussten ja nicht so genau, deswegen. Was im Raya-Tempel passiert ist. Ja genau, was im Raya-Tempel passiert ist, bleibt im Raya-Tempel. Gut, Rigon weiß auch nicht mehr so genau, was. Ja, er weiß auch nicht mehr so genau, nee. Gut, also ihr kommt dann. Das ist die Dualität, wo ich mich schon mal auf Maraskanen vorbereitet habe. Mhm, genau, sehr richtig. Und ihr macht euch dann also auf den Weg, ihr geht an Bord, ihr werdet, euch werden die, also es ist tatsächlich mehr als nur ein Bereich, sondern es ist tatsächlich so abgetrennt mit einer Tür. Es ist eine richtige Kabine mit zwei und zwei. Also einer von euch muss dann immer oben schlafen und der andere schläft dann drunter. Und da ist eine, also Gepäck hat es nicht ganz getroffen, da steht eine Holzkiste. Auf dem hat wirklich jemand in ziemlich krakeliger Handschrift draufgeschrieben, Gepäck. Macht ihr es auf? Ja, wenn die nicht verschlossen ist. Bin dann neugierig. Dann zückt jetzt mal jemand Stift und Bleistift, Stift und Papier, denn ihr bekommt Gegenstände von mir. Ja. Ihr bekommt Haumesser, also Macheten. Jeder eine leichte Sturmlaterne. Sowie einen taubeneigroßen Gwen Petrühl. Das ist ja niedlich. Und jetzt wird's spannend. Ihr bekommt nämlich auch Kräuter. Und zwar 6 Portionsbeutel Stinkmirbel. Ich zitiere die Zoobotaniker. Insgesamt 6 oder jeder 6? Nein, insgesamt 6 Portionsbeutel. Der Geruch vertreibt, deswegen stinkt sie auch, der Geruch vertreibt Flöhe, Läuse, Wanzen in bis zu 2 Schritt Entfernung. Wirkt auch gegen die meisten Fliegen, Mücken und Bremsen. Allerdings wird euer Charisma um 4 Punkte gesenkt. Also ihr tragt quasi den Beutel und der stinkt. Ja. Ihr bekommt... Eine Portion Olginwurzelabsud. Das ist eine Heilpflanze. Und die kann die Giftstufe eines Gifts um einen Punkt senken. Ja, notiert. Dann bekommt ihr... Dazu ganz kurz eingehakt. Es gibt den Olgin so tatsächlich auch nach 5er-Regeln noch. Und da funktioniert er so, dass er den Anwender eine Woche lang vor allen natürlichen Giften und Krankheiten schützt. Ich würde mal sagen, das ist overpowered, das machen wir nicht. Okay. Er senkt die Stufe des Giftes um 1. Okay. Ihr seid ja eh nicht zurückzukriegen. Naja, mal gucken. 271. Manchmal war es hart dran. Also. Ich meine, letztes Mal habt ihr ja die Leute da weggeputzt. Ich meine, das waren 5 Gegner, die haben überhaupt nichts ausgerichtet. Das würde ich so nicht sagen. Mit ihren Zaubern haben sie schon ganz schön Schaden hinterlassen. Und wir hatten es auch mal, dass irgendwo die Pamelos Faust explodiert ist und nach der Tür da drauf gehauen. Ja, okay, gut, das ist dann, also ich meine, gut, das war halt eine von denen, weil es ist ja auch eine sehr mächtige Waffe und wenn er dann patzt, dann hat es natürlich eine Auswirkung, das ist aber gut. Ja, es so, gibt, genau. Das ist, Digon, was sie meinen, wenn sie sagen, Digon mit den eigenen Josh. Waffen geschlagen. Ja. Ihr bekommt 2 Flaschen Einbeerentrank. Oh, sehr gut. Ja. Die bringt 10 zurück, ne? So ungefähr. Mhm.
Ja, da nehmen wir jetzt tatsächlich, was auch immer in der 5er steht. Ja, da müsste ich mal gucken, das weiß ich jetzt gar nicht. Also, denn hier gibt es hier zurück W3 Lebenspunkte. Okay. Und wenn man eine gelungene Heilkundeprobe ablegt, dann sogar 6. Das erscheint mir aber wenig, weil man hat ja in der, glaube ich, in der... Hat man nicht in der 4er sowieso grundsätzlich weniger Lebenspunkte als in der 5er? Pflanzliche Hilfsmittel, ein Bärentrank. Das kommt man hier, ist da nicht dabei. Ach Gott, ist das doof. Ne? Findet sich nicht im Wiki, aber das finden wir raus bis nächstes Mal. Ja. Gut, also ihr habt zwei Flaschen Einbeerentrank. 276. Und ihr bekommt dann auch noch nördliche Tundra. Nein. 12 Blatt. Und zwar 12 Blatt. 20 Beutel 12 Blatt Tee. Was macht er? Hier steht, der Verzehr von frischem Zwölfblatt gewährt für 4 Tage Schutz vor Ansteckungen aller Art. Und der Tee, ein Aufguss von getrocknetem Zwölfblatt gewährt 2 Tage Schutz vor Ansteckungen. Er muss jedoch so heiß wie nur irgend möglich genossen werden. Jede Beere bringt 1W3 Lebenspunkte zurück. Aus 20 Beeren kann ein Sud gekocht werden, der 40 plus 2W6 Leben zurückgeben kann. Ein einzelner Strauch umfasst 1W6 Beeren. Ja gut, dann können wir uns ja für den einen Beerentrank ein Sud, das sind dann vielleicht 2x10 oder 2x15 Lebenspunkte oder so. Ich würde sagen 2x10. Genau. Ja. Und ihr könnt diesen Tee trinken und dann seid ihr 2 Tage lang vor Ansteckung sicher. Ja, aber denkt dran. Der schmeckt furchtbar. Ab der zweiten Anwendung bezüglich Einbärenkram kann man süchtig werden. Da gibt es dann auch eine Probe, die man werfen kann. Also wenn wir jetzt 2x am Tag den Einbärentrank trinken würden. Nee, ihr habt nur 2 Einbärentränke. Nur 2. Ja, wenn beide am gleichen Tag trinkt, wird er süchtig. Okay, gut, okay. Gut, ja. Oder gut. Es kann sein, dass er süchtig wird. Das ist ja glaube also genau, es gibt dann auch noch ein Wort. Aber unwahrscheinlich, aber es könnte passieren, dass einer beide am gleichen Tag trinkt. Gut, dann habt ihr alles notiert, dann wisst ihr jetzt Bescheid, was ihr habt. Gut, das sind ja schon mal die wichtigsten Ausrüstungsstücke, außer ein bisschen Seil. Was braucht man noch im Dschungel? Vielleicht ein bisschen Kochgeschirr. Möglichst wasserdichte Planen oder irgendetwas. Aber so kommen wir schon mal immerhin ohne größere Ausgaben aus Tuzak raus. Ich habe jetzt auch einmal vom Guide abgesehen. Ich habe jetzt auch einen Quenpetrylstein. Ein sehr kleines. Also Taubenei groß ist schon ordentlich. Wie groß ist ein Taubenei? Taubenei. Sind das nicht diese Mini-Eier? Nee, das sind Fachteleier. Ja. Taubenei. 3,5 cm. Nee, doch. Taubenei. 3,5 cm. Kleiner als ein Hühnerei. Ja. Wahrscheinlich wie eine Aber Kerze, der ist groß genug, dass man ihn im Effa-Tempel abgeben müsste. Mhm. Er hat uns jetzt jemand untergeschmuggelt und gleich kommt. Ja, genau so. Effa-Dane möchte wissen, ob ihr tatsächlich ehrlich seid. Und wenn ihr zurückkommt, dann gleich noch diesen Ding. Denn sonst. Also Mayan hat ja sich auch vorbereitet für die lange Reise und hat bei einer der beiden Akademien den Zaubertrick Insektenbann gelernt. Also ich stinke nicht. Ja, das ist aber alles, was irgendwo Krankheiten überträgt, dagegen wirkt das nicht. Ah ja. Ich hab den auch. Na dann, passt das doch. Dann wisst ihr auf jeden Fall die Insekten, die nah rankommen sind, die Krankheiten übertragen. Ja, oder giftig oder haben irgendwie Werte oder sowas. Also. Genau. Der hilft, glaube ich, immer nur für eine Stunde oder so. 6 Stunden. Hm. Umso besser. Ah! Die Sichonda. Wann immer ein Tier oder Mensch auf eines der großen, auf dem Boden liegenden Blätter tritt, rollt sich dieses blitzartig zusammen und versucht so, das Opfer einzufangen, mit seinen Nesseln zu betäuben.
Das ist nicht das, woran ich mich erinnere, weil in Havena wird es tatsächlich so beschrieben, dass die dich einfängt durch ihren betörenden Duft und dann tatsächlich sich so drüber stülpt. Ja. Ich meine auch, dass es Abbildungen gibt, also Zeichnungen, ja, genau, wo halt so eine Blüte, genau, so, wo noch genau, so Beine rausstrampeln oder so. Ja, genau. Mhm. Da gibt es eine andere Pflanze im Meridiana unten im Dschungel, die diesen Duft hat, der einen anlockt, sozusagen. Okay, gut. Die heißt nochmal anders, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich meine auch hier mit dem irgendwie eine Lotusart, die es auch in Maraskan gibt, schwarzer Lotus. Die hat auch das so eine betäubende Wirkung. Schwarzer Lotus ist gefährlich, ja. Ja. Mhm. Ach ja, und was ihr auch noch bekommt, sorry, ich habe es vergessen. Ihr bekommt, und es gibt noch irgendwelche so Wirkschlingpflanzen oder so, die einen einwickeln oder sowas? Außerdem bekommt ihr noch 3 Portionen Kukris als Waffengift. Ja. Das brauche ich nicht, genauso wenig wie die Machete. Gut. Kukris. Gut. Ihr lauft dann tatsächlich aus. Also es wird gerufen, Leinen los, und ihr lauft aus und Und draußen am Hafen steht eine Musikergruppe, die ein schönes Abschiedslied spielt, und lauter Leute winken uns zu. Es winken tatsächlich die eine oder andere, wenn ihr Liebchen, die da auf diesem Schiff arbeitet, gerade ausläuft. Also mehrere Männer und Frauen stehen und winken mit Weißen. Manche haben auch Kinder auf dem Arm. Guck mal, da fährt die Mama. Ich winke zurück. Guck mal, da ist die Mama. und so lauft ihr aus in die Nacht hinein. Und es ist, guck mal noch mal, wie die Überfahrt so ist, nicht wahr, nicht? Mm. Oh, sieht sehr gut aus. Ihr habt eine sehr ruhige Überfahrt. Und wollt ihr schlafen oder was wollt ihr machen? Ja, also irgendwann werde ich bestimmt schlafen bei der Überfahrt, wenn die einen Tag dauert. Was würfelt man denn da? Selbstbeherrschung, wie ich mit dem Schwanken des Schiffes zurechtkomme? Ja, du kannst erstmal auf Konstitution würfeln, ob es überhaupt, und dann auf Selbstbeherrschung, ob du damit zurechtkommst, wenn du den Konstitutionswurf versammelt hast. Okay, Konstitution habe ich eine 7 gewürfelt, das ist locker geschafft. Ja. Also es eine Erleichterung, weil er auf Kamelreiten gewohnt ist? So ja, er hat eh bestanden. So? Nee, es wäre aber ein guter Punkt. Also es ist, ich würde jetzt auch mal sagen, bloß weil du noch nie auf einem Schiff warst, heißt es ja nicht, dass du seekrank wirst automatisch. Sondern es kann ja auch sein, dass du einfach das ganz gut verkraftest. Jetzt würfelt mal bitte unser Zwerg auch auf Seekrankheit, Konstitution, und unser Magier bitte auch. Ich habe die Konstitutionsprobe bestanden, ich habe aber auch vor allem Angst. Also das heißt, George ist ab jetzt auf jeden Fall sehr nervös, wird immer die Armbrust in der Hand halten, auch wenn sie halt nichts bringt. Das Problem, das du natürlich hast, ist, du hast ja Holzbearbeitung. Mhm. Und du bist auf einem Holzschiff und das knirscht und macht und tut. Und es ist ein Menschenschiff. Menschen haben es gebaut. Aus hauchdünnen Halmen. Ja. Es ist ganz furchtbar. Marjan, mach doch mal. Ach nee, du nicht, weil du bist der Zyklopäer. Der Zyklopäer Marjan. Ja, der Zyklopäer Marjan steht da und denkt sich, ach, wisst ihr was, ich gehe mich jetzt aufs Ohr hauen. Und der gute Brigon hat schon Schlimmeres erlebt. Der war nämlich schon mal auf See. Und irgendwann, ja? Ach so, ich würde abends und morgens das Gebet natürlich dann mit dem Kapitän zusammen. Ihr seid nicht die Einzigen, das sind noch ein paar andere Novadis, die Tulamiden, die tatsächlich auch beten. Der wird während der Gebetszeit wird auch das Schiff im Kurs nicht geändert, damit halt, die müssen sich immer gegen Osten, Westen ausrichten, gegen irgendeine Stadt, glaube ich, ne? Beim Beten? In dem Fall ist es dann Westen. Ja, wenn du das Schiff dann den Kurs änderst, dann müsst ihr ihren Gebetsteppich dauernd umlegen. Ja, nee, also der Kurs ist, so schnell würdest du den Kurs auch gar nicht ändern. Die legen den einmal fest. Kannst du auch mit Stock einhaken kurz. Ne? Und ich würde aber trotzdem die Überfahrt, dass man so ein bisschen auf Deck noch so ein bisschen und das ja, Meer. Ja, das und ist das gar kein Problem. Ihr könnt da auf Deck sein. Es ist dunkel, es ist sonnenklar, genau, es ist sternklar. Das ist sehr interessant. Dann würde ich nämlich ein bisschen die Sterne betrachten. Und im Zweifelsfall auch so ein paar Sternbilder, die ich kenne. Ich meine, ich habe jetzt ja Sternkunde auf 10, also 4 QS würde ich zusammen. Dann würfel doch mal bitte. Ich würfel mal, ja. Denn das interessiert mich jetzt ja schon. Es sind die 4 QS.
Weil ja die ganze Zeit immer von Veränderungen am Himmel gesprochen wurde und dass Sterne ihre Position verändern und vor allen Dingen auch, welche Jahreszeit haben wir jetzt aktuell? Wo hatten wir gesagt, sind wir? Moment. es ist tatsächlich der 5. Praios. Okay, also das Sommer. Heißt, die namenlosen Tage, weil mal Praios ist Juli, ne? Der erste Monat, also die namenlosen Tage liegen hinter uns. Mhm. Hinter uns, okay. Das heißt aber, die Sternenlehre müsste theoretisch noch zu erkennen sein. Ist sie denn noch zu erkennen? Also nicht, dass ich direkt reingucke, das wäre wahrscheinlich jetzt nicht irgendwo, das macht wohl niemand. Aber man so den Blick die über Sternenlehre erscheint dir sehr klein, du hast sie noch nie so klein gesehen. Okay, genau das ist eben das, was ich so befürchtet habe. Ach, du Scheiße. Ja, es hat sich einiges getan. Und wenn du dir so die Sternbilder anguckst, du siehst, dass Leftan im Nachen steht. Und das ist nicht gut. Dann nehme ich mal den Sternkundler, der ja noch 5 QS erreichen kann, Mayan dazu, wenn dich das auch interessiert. Vor allen Dingen, was eben die Sternlehre angeht. Die sollte eigentlich nicht so klein sein. Soll ich auch mal würfeln? Das weißt du, dass die nicht so klein ist. Da brauchst du nicht würfeln. Das siehst du. Die ist kleiner, als sie sein sollte. Nur mal eine zweite Meinung einzuholen auch, ne? Das sollte nicht so sein. Oder ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Interessant. Bin gespannt, was als nächstes passiert. Naja, ich meine, wenn die Sternlehre kleiner wird, dann verschwindet sie langsam. Und ich hatte ja schon Visionen gehabt, dass sie nicht mehr da ist. Ja, ich meine, wir wissen ja nicht, was passiert, wenn sie nicht mehr da ist. Das würde aber heißen, dass, ich meine, die Sternlehre war irgendwie so, dass da irgendwie so ein Riss durch die Sphären ist und der Namenlose da reingekettet wurde, so als Pfropfen. Ja, ich meine, wenn es sie nicht mehr gibt, gibt es vielleicht auch den Namenlosen nicht mehr, wissen wir ja nicht. Oder er ist frei. Ja, aber der Namenlose und Barbara, die scheinen doch keine unbedingt das keine wissen Verbindung wir nicht. Zu haben. Er hat Nein zu Pardona gesagt. Das ist zumindest mal eine Annahme, dass sie zumindest keine direkten Verbündeten sind. Erinnerst du? Nee, du kannst dich nicht erinnern. Du warst ja da am Sterben. Ich hab's so erzählt, aber ja, stimmt trotzdem. Ja, er hat gesagt, als sie ihn zurückgeholt, sie hat irgendwie gesagt, lass uns verbünden, und er hat gesagt, vergiss es, Pardona. Ein Geschwisterstreit? Naja, die Geschwister, also ich weiß nicht. Zumindest momentan kann ich mir nicht vorstellen, dass er mit dem Namenlosen zusammenarbeitet, aber mal schauen, was noch passiert. Aber könnte es sein, dass die Aktion, die Borberat gerade hat, bewirken, dass der Namenlose befreit wird? Also, dass es nicht in direkten sondern halt so eine Nebenwirkung ist im Endeffekt? Vielleicht. Ich meine, vielleicht überschätzt sich Borberat ja auch. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er möchte, ich meine, ich keine Ahnung, was sind da eigentlich Borberats Ziele? Das müssen wir auch noch rausfinden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Welt vernichten möchte und den Namenlosen freilassen. Also, wie will er über die Welt herrschen, wenn es ihn nicht mehr gibt? Er möchte sie verändern. Darum geht's. Ja, aber dann macht es ja keinen Sinn, den Namenlosen freizumachen, weil der möchte die Welt ja vernichten, wenn mich nicht alles täuscht, und neu erschaffen oder irgendwie sowas. Da müssten wir vielleicht mal einen Geweihten fragen, der kennt sich mit der Thematik besser aus. Nein, wird er nicht. Geweihte, die bleiben halt in ihrem kleinen, weißt du, gerade Geweihte, die haben so eine Gedankenlehre, ja, da schieben sie alles hinein, was irgendwo nicht sein darf, was irgendwo nicht den Regeln ihrer Kirche entspricht. Denn auch sie sind quasi durch göttlich geschmiedete Ketten irgendwo gebunden, durch die Dogmen, die ihre Kirchen vermitteln. Ja, frag mal so einen Praios-Geweihten. Ja, genau. Immer wenn es darum geht, Namenlose befreien, der Namenlose ist da festgekettet, Praios wird mich beschützen und uns alle und die Welt retten und Praios. Und dann geht die Welt trotzdem zugrunde und warum hat Praios nichts gemacht? Eine ähnliche Begründung haben sie doch auch bei Borberat gehabt. Ja, siehste. Während ihr noch so disputiert, seht ihr plötzlich am Horizont ein interessantes Schauspiel. Und zwar, gute, ich würde mal sagen, 50 Seemeilen weg, geht ein Gewitter nieder. Für jeden, der schon mal über dem Meer Gewitter gesehen hat, das ist ein ganz spannendes Schauspiel, vor allen Dingen, wenn es nachts ist, weil man sieht dann, wie die Blitze tatsächlich aus der Dunkelheit in die noch tiefere Schwärze des Wassers eindringen. Sieht verdammt toll aus. Und erhält dann da hinten den Horizont und ist ein spannendes Schauspiel. Allerdings, ihr spürt nicht wirklich was davon, weil es tatsächlich zu weit weg ist. Aber man sieht es und es ist recht interessant. Sehr schön.
Ja, wir haben uns so viele Fragen noch nicht gestellt, zumal ich auch nur einfach mal so, dass die Frage gestellt worden ist, was eigentlich die Sache in Arras de Mort eigentlich sollte. Was hat das bewirkt, das ganze Ding da? Ich meine, die Wirkung, dass irgendwie das Tal der Elemente explodiert ist, aber wir haben jetzt schon so viele Ereignisse an diesen Herzen gehabt. Beim ersten Mal wurde Borberat befreit, beim ersten Mal haben wir es noch verhindern können in Dagor. Dann hatten wir den Nachtschattenturm, wo Borberat einen Körper bekommen hat. Und dann als nächstes kam Arras de Mort. Aber wozu war das gut? Ich meine, mit dem Astralsturm vielleicht hat das einen Teil seiner Macht wieder freigesetzt und er hat momentan noch nicht Zugriff auf all seine Macht. Ach so. Weil du hast ja selbst gespürt, nach der Freisetzung des Astralsturmes, dass wir magisch quasi aufgeladen waren. Vielleicht war das auch etwas, was Borberat gebraucht hat, um selber wieder an seine Macht zu gelangen. Oha. Oder ein Teil davon. Und vergiss nicht, Dragenfeld, das wahrscheinlich auch auf einem Knoten liegt. Also, ja. Wissen wir jetzt vielleicht nicht hundertprozentig genau. Ja, zwischen Hexenband und Satuarias Ketten. Die können wir sogar benennen, weil das in Discoms Tagebuch drin stand. Oh ja. Ja. Und seinen Namen dafür. Ja. Ich meine, wenn er eine Festung in Maraskan hat, vielleicht möchte er da dann seine Werkzeuge, Spielzeuge, seinen Zauberstab, vielleicht hat er da irgendeinen Gegenstand, den er braucht. Das kann sein. Du hast doch eine Karte von den Kraftlinien. Gibt es irgendeine von den schon dir bekannten Kraftlinien, die du irgendwie dort eingezeichnet? Du hast es doch hier von der Marion, nee, wie hieß sie noch, die in Gareth, die Kartografin. Genau, ich habe ja eine Karte, aber ich habe da nur die Kraftlinien eingezeichnet, die ich bisher kannte. Ich weiß jetzt, also logischerweise, die gehen ja in gewisser Weise dann schon so weiter, aber ich war ja bisher noch nicht auf Maraskan, von daher müsste ich die Karte da wahrscheinlich fortführen. Naja, aber wenn du jetzt diese Karte von Aventurien hast, du hast dann, man könnte ja mal die Striche im Geiste verlängern, wie sie vielleicht verlaufen würden, auch wenn sie so einen Bogen haben, ob eine von denen, die wir schon sozusagen besucht haben, durch Maraskan durchgehen könnte. Das ist ja auch keine sichere Sache, aber man könnte sich das ja zumindest anschauen. Also wenn ihr euch den Hesindespiegel bestellen würdet, dann hättet ihr diese Karte auch mit der Ausgabe bekommen. Wir haben dich dabei. Wir sitzen noch an der Quelle. Ja, gut. Hilft uns die Karte, würde uns das dann irgendwie helfen, festzustellen, wo denn vielleicht ein Knotenpunkt auf Maraskan wäre, die bisherigen Wissen über Knoten und Linien und die Karte, die ich habe. Also ein Knotenpunkt nicht, aber du kannst natürlich eine der Linien verlängern, die verläuft von West nach Ost oder Ost nach West, je nachdem, wie man sieht. Aber ob da eine jetzt Nord-Süd läuft, das siehst du nicht, weil die müsstest du wirklich in Maraskan erst sehen. Ja. Also, ja. Nee. Okay, also irgendwie auf dieser Linie wird ein Knotenpunkt sein, aber wir müssten erst die andere Linie finden. Also es gibt insgesamt zwei Linien, die tatsächlich Maraskan schneiden. Ja. Mhm. Gut, wir kommen ja, wir haben bestimmt auch, weiß ich, eine Karte von Maraskan irgendwie konsultiert. Das ist jetzt hier. Und Kuntium aus. Also wenn wir jetzt hier so fahren, wie Abyssfade das angibt, dann fährt man einmal quer rüber bis an die Westseite von Maraskan und folgt dann der Küste im Golf von Zuzak herum. Und wir kommen im circa unteren Drittel kommen wir ja an. Kannst du denn von hier aus schon, ich meine, welche Distanz brauchst du dafür, um die erkennen zu können? Könntest du von hier aus schon, also wenn wir auf Maraskan zufahren, in irgendeiner ungefähren Richtung die Ost-West-Linie, wenn es denn eine solche gibt, schon erkennen? Ich meine, von Kunchum geht ja auch eine Linie aus, weil die Drachenakademie liegt ja auch auf einem Knotenpunkt. Das heißt, ich hätte noch wahrscheinlich dann auch eine Linie. Ja, wir müssen gucken, ob die Nord-Süd oder Ost-West verläuft. Ja. Nee, die wird ja nicht, die wird ja Ost-West verlaufen, weil wir Flafania vom Hafen, die ist ja nicht im Norden und im Süden, die Kunchum, ne? Kunchum ist doch an der Ostküste. Ja, aber es kann trotzdem sein, dass eine von Nord nach Süd durch Kunchum läuft. Die muss ja nicht von Ost nach West verlaufen. Nee, aber wenn es da einen Knotenpunkt gibt, dann muss es geben, ne? Ja, ja. Also. Nee, aber die verläuft tatsächlich, wenn du die verlängerst. Warte mal, ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Wenn du die verlängerst, läuft die natürlich mitten durch Maraskan durch. Ja. Sind wir denn noch auf dieser Linie unterwegs auf dem Meer oder haben wir uns da schon ein bisschen wegbewegt? Mittlerweile habt ihr euch schon wegbewegt, ja. Also am Anfang waren wir da noch auf einer Linie unterwegs, aber der Kapitän hat sich jetzt mit dem Schiff auch ein bisschen wegbewegt. Aber auf jeden Fall ging von Kunchum auch eine Linie aus, die wahrscheinlich durch Maraskan dann schneiden wird. Okay. Aber dann müssen wir von Tuzak aus
uns sowieso nach Norden halten, um diese Linie wieder zu kriegen, wenn wir jetzt nach Süden unterwegs sind. Ja, ich meine, wir müssen sowieso auch erstmal die Nord-Süd-Linie finden oder die Süd-Nord-Linie. Oder so, ja. Weil, ja, das wäre sehr hilfreich. Ja. Gut, dann lass uns doch mal irgendwie auf die Karte gucken. Mich würde es auch interessieren, dass wir irgendwo mal die Linien ergänzen, die du schon kennst oder jetzt irgendwo gesehen hast. Und vielleicht auch diejenigen wiederfinden, die Liskum in seinem Buch benannt hat. Also die Linie hier habe ich Marjan-Linie genannt. Ah ja, okay. Bescheiden wie immer. Und das ist der Marjan-Knoten. Die schneidet den Marjan-Knoten. Mhm, na gut. Hätte sie alle Marjan-Linien genannt. Das könnte kompliziert werden. Die erste Marjan-Linie, die zweite Marjan-Linie. Gut, dann verläuft also die Überfahrt sehr ruhig. Also aber am quasi jetzt wird dann Tag. Da ist dann halt auch sehr, sehr viel los. Nachts ist natürlich vergleichsweise wenig los, ganz klar. Es gibt dann auch Frühstück. Es werden wieder die Gebete gesprochen zur richtigen Zeit. Und dann so gegen Mittag könnt ihr, wenn ihr guckt, tatsächlich schon Schiffe sehen. Cool. Da kreuzen jetzt andere Schiffe. Und eines von denen hisst tatsächlich so ein paar Fahnen. Und Kapitän lässt sich selber Fahnen geben und macht dann tatsächlich mit Hilfe des Fahnenalphabets reagiert er und ruft beidrehen. Das Schiff dreht bei und ein anderes Schiff kommt längsseits. Und das ist tatsächlich ein Schiff, das unter mittelreichischer Flagge fährt. Und es sind tatsächlich Offiziere der mittelreichischen, Flotte. Der Armee quasi, der Flotte, genau, Marine. Der Marine. Und zwei kommen an Bord und salutieren und der Kapitän verneigt sich und stellt sich vor und man spricht kurz miteinander. Die Perlbeißer ist bekannt, das entnehmt ihr dem Gespräch, die fährt dort nämlich regelmäßig hin und her. Und dann fragt der eine Offizier mehr oder weniger, es klingt schon fast formelhaft, ob er etwas zu verzollen hätte und ob ihm bewusst sei, dass Maraskan unter einer Seeblockade steht und deswegen nur humanitäre Lieferungen gestattet sind. Und dann verneigt er sich wieder und sagt, das ist ihm durchaus bewusst und er führt nur zwei Güter. Und zwar führt er Olivenöl ein, um es dann dort zu löschen und dann auf der anderen Seite Palmöl zu laden, um es dann nach Kunchrom zu seinen Kunden, die das Schiff dafür gechartert haben, zu liefern. Und er hat Frachtpapiere und dann kommt er mit so einem ledergebundenen Buch, das relativ groß ist und legt es dann hin. Der hat also auch so einen Tisch und dann gucken die zwei Offiziere hin und dann zählen sie nach. Also einer geht dann runter und dann, wenn ihr euch auch nach unten begebt, dann seht ihr im Bauch des Schiffes tatsächlich im Laderaum mehrere Dutzend von diesen Ölfässern. Und jedes Fass wird gezählt und es kriegt ein Kreuz mit weißer Farbe. Und dann geht er wieder nach oben und der eine der Offiziere verlässt das Schiff und der andere gibt dann dem Kapitän die Hand und in der Hand des Kapitäns befindet sich ein Lederbeutel, der dann die Hand wechselt, sozusagen. Und so ist das Ganze abgeschlossen. Euch hat keiner beachtet, zu euch hat auch keiner irgendwelche Fragen gestellt. Na dann. Das andere Schiff verlässt euch und erst als das Schiff wirklich einiges weg ist, nehmt ihr wieder Fahrt auf. Das muss die Bestechung gewesen sein, von der du erzählt hast. Zollgebühren. Ah. Zumindest eine Sorge weniger. Wann sind wir denn endlich da? Guckschorsch, da ist der Horizont. Da sieht man nichts als Meer. Ja, vor allen Dingen, genau, in welcher Entfernung befinden? Können wir schon Land sehen? Also ich meine, noch könnt ihr kein Land. Also langsam kommt Land tatsächlich in Sicht, ja.
Ich möchte das jetzt sehen. Ich habe jetzt so viel über Maraskan schon in der Theorie gehört. Und irgendwann kommt ihr dann tatsächlich auch auf Maraskan so weit zu, dass man auch Konturen erkennen kann. Also es ist tatsächlich, man sieht, es ist grün. Es ist einfach grün. Und ihr seht hohe Berge, die vor euch dann aufragen. Und irgendwann kommt ihr dann tatsächlich auch in die entsprechende Bucht von Tutzak. Und Tutzak, da legt ihr dann tatsächlich auch an. Und aber so ungefähr eine Stunde vorher kommt der Kapitän zu euch und sagt ihr, dass ihr in circa einer Stunde anlegen und ihr könnt euch schon mal bereit machen, ihr würdet zuerst von Bord gehen, bevor irgendetwas anderes passiert. Das ist sehr gut. Habt ihr noch irgendeinen Rat für uns, was uns da erwartet auf dieser Insel? Wir waren alle noch nicht da. Ich selber gehe nicht wirklich an Land, aber ich habe nur gesagt, es ist sehr gefährlich und die Leute dort sind nicht gottesfürchtig. Das ist eine der schlimmen Sachen, von denen ich ja schon weiß. Aber bestimmt ist, dass da überall Echsen rumlaufen? Ja, natürlich. Ja, kleine, also. Große, auf vier Füßen, auf zwei Füßen. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ja. Danke für den Tipp. Und Arad geht los und mit so einem Schleifstein seine Waffen scharf. Und dann legt ihr tatsächlich auch an. Und es wird schön... die Planke, genau, wird ausgelegt und ihr könnt von Bord gehen. Und ihr seid in Tutzak, euch umgeben lauter Maraskaner. Es ist laut, es ist ein Hafen, es riecht nach fauligem Fisch und knackigem Wasser. Ich stopfe mir vorbereitete kleine Stöpsel in die Ohren, weil ich weiß, dass die so viel reden. Die Leute reden viel und laut. Das können wir auch, wenn wir erstmal loslegen. Mhm. Aber es ist schon etwas Besonderes, also mit so ein bisschen feierlich, so dieses, es ist für Brigon das erste Mal, dass er den Kontinent quasi verlassen hat. Also das Festland, das hier ist, der gilt ja als Insel, auch wenn es halt groß ist. Es ist trotzdem eine Insel, ja. Ja, ja. Mhm. Und ja, das ist ein anderer Taizumus. Wie auch immer das zusammengehört, hat ihm ja nie einer erklärt. Aber Angrosch, ich weiß, ich habe mich lange nicht gemeldet, aber ich habe dich so vermisst. Die Leute sind sehr farbenfroh angezogen. Shoram Tosh sofort nach oben. Das ist Banland, du küsst hier nicht den Boden. Ich glaub, du wolltest uns ja auch noch mehr über das Banland erzählen, ne? Ich meine... Was soll ich schon sagen? Hierhin wurden die Echsen verbannt. Ja, vielleicht treffen wir ein paar. Das wäre ja interessant. Echsen. Du müsstest dich ja fantastisch mit denen auskennen. Wenn wir Echsen treffen, Marian, dann töten wir sie. Insbesondere, wenn sie auf zwei Beinen gehen und ungefähr menschengroß sind. Ach, ich habe jetzt extra eine Sprache. Ich kann, glaube ich, eine Sprache von denen. Es wäre interessant, mal zu gucken, ob ich mit denen sprechen kann. Ja, du hast Proto-Zalomnia gelernt, aber das ist die alte Sprache. Ja, was wisst ihr denn, wen ihr da trefft? Und wisst ihr denn, wie alt Echsen werden? Vielleicht leben da noch Native Speakers. Das kann natürlich sein. Ja. Eben. Ja. Vielleicht können sie mir das Moderne dann beibringen, wer weiß. Also, erstmal keine Echsen töten, wobei Schorschs Schutze eventuell zu Missständen führen kann, ne? Mit Irjan-Leder und so. Hat man unsere Ankunft denn eigentlich nicht angekündigt? Ich sehe hier kein Empfangskomitee. Ja, ich auch nicht, oder? Das ist nein, aber nicht so, Shoram Tosh. Was vielleicht auch daran liegt, dass man nicht wissen konnte, wann wir genau auf das Boot steigen. In diesem Fall wäre es vielleicht besser, wenn dieses Schreiben in der Tasche bleibt und wir ab jetzt wandern. Ganz einfache Leute sind, genau. Oh ja, dann können wir jetzt zunächst die fast Verwandte suchen, die ja irgendwie nein, mit dem dritten Ehemann der Schwester, die charmante Yalina, die Nachtblüte. Man kann ja einfach sich mal rumgucken. Geh mal zu dem erstbesten Maraskaner hin. Zuallererst gehen wir uns ein Gasthaus suchen. Dann könnt ihr alle gerne euch um den Klatsch umhören, wie es im Moment so steht, wie die Lage auf Maraskan ist, ob jemand diese Yalina kennt. Während ich mir einen Hartholzharnisch besorge, weil ich laufe nicht länger als nötig hier ohne Rüstung rum. Ihr seid in Tutzak und ihr werdet von mehreren Leuten belagert, die euch alle in einen Gasthof bringen wollen, denn also der Bruder der Base meines Onkels, der dritten Schwester, hat ein wunderschönes Restaurant und ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten, euch da tatsächlich unterbringen zu lassen. Hier ist anscheinend jeder mit jedem verwandt. Das ist wie in Irland.
Und oder im Saarland. Oder im Saarland. Da kenne ich mich nicht so aus, aber ja. Und ja, und letztlich ist es so, dass ihr euch jetzt entscheiden könnt. Ihr könnt entweder zum großen Diskus absteigen, zum fliegenden Diskus absteigen oder zum Einzeldiskus absteigen. Sucht euch was aus. Das scheint ein sehr beliebtes Wort zu sein in dieser Einzeldiskus. Ja, der einzelne Diskus, das hört sich aber nicht gut an, da gehen wir nicht hin. Ja, das ist so, so. Unmaraskanisch. Also, zwei Diskusse wären noch gegangen, aber ein einzelner. Dann lass uns zum fliegenden Diskus. Mhm. Nicht zum großen. Der fliegende Diskus ist ein zweistöckiges Haus aus Stein, weiß verputzt. Es hat schöne Balkone, die Fenster unten stehen offen. Lautes Gerede quillt nach draußen. Vor der Tür stehen Leute, unterhalten sich bunt angezogen. Bruder, Schwester ist das Wort, das ihr am häufigsten hört. Und ihr werdet von dem Führer, der euch erklärt, dass er also dafür bürgt. Das ist das beste Haus am Platze. Das beste Haus am Platze. Denn schließlich gehört es dem Schwager der Nichte seines Bruders. Also das ist schon zumindest hat er uns direkt hingebracht. Nicht so wie in der anderen Stadt da, wo wir erst im Kreis geführt worden sind und so, ne? Nein, nein. Lieber Führer, kennt ihr denn auch einen guten Rüstungsbauer? Vielleicht der Cousin der Tante eures Onkels dritten Grades? Woher wusstet ihr? Aber natürlich! Sehr gut. Würdet ihr dann kurz hier warten, bis wir hier uns kurz eingerichtet haben, dann könnt ihr mich zu eurem Verwandten führen, der Rüstung baut. Mhm. Ja. Er freut sich, er strahlt euch an. Ich würde Auert gern begleiten. Gut, aber ihr geht jetzt erstmal und holt euch euer Zimmer? Mhm. Ja. Anscheinend, ja. Willkommen, Brüder, Schwestern. Was kann ich für... Ihr wollt Zimmer, natürlich wollt ihr Zimmer. Wer möchte keine Zimmer? Wer möchte keine Zimmer in diesem Hause haben? Das beste Haus am Platze, wenn ich selbst so sagen darf. Ich bin natürlich der Eigentümer. Also, wie viele Zimmer hätten wir denn gerne? 1, 2, 3, 4. 4 Zimmer, sehr gut. 8 Dukaten die Nacht, inklusive Frühstück, Mittag und Abendessen. Und dann auch noch diverse Snacks, die auf euer Zimmer geliefert werden. Und Wein. Habt ihr einen Schlafsaal? Was? Nein. Doppelzimmer, dass es etwas preiswerter wird. Also preiset die Schönheit. Natürlich, das ist ein sehr schönes Hotel, aber trotzdem. Natürlich, preiset die Schönheit. Ihr könnt euch jeder ein Bett teilen mit jemand anderem. Das ist überhaupt kein Problem. Dann zahlen wir nicht 8, sondern nur 4 Dukaten. Sehr schön. Natürlich. Ich hätte gerne ein Einzelzimmer. Ein Einzelzimmer für den Herrn. Sehr guter Geschmack. Obwohl, wenn Marian zahlt, dann können wir das gerne machen. Ja, so für mein Zimmer zahle ich. Nee, für alle. Also die 8 Dukaten waren für alle Zimmer zusammen oder pro Zimmer? Nein, für alle Zimmer zusammen. Ach so, wenn ihr dann jetzt, dann habt ihr natürlich 2, 4, 6 Dukaten. Moment, also wir machen dann 2 Einzelzimmer und ein geteiltes Zimmer, weil weil Brigon will ja mit irgendwem im Bett schlafen, das könnt ihr ja dann unter euch klären. Ja, also dann bezahle ich 3 Zimmer für 6 Dukaten, hier sind die 6 Dukaten und dann können sie mir uns ja die Zimmer zeigen. Für eine Nacht zumindest. Er nimmt das Geld, er hat so eine Geldkiste, katsching, er wirft das Geld rein, macht wieder zu, schließt ab. Bitte, nach euch, werte Herren, nach euch, werte Herren. Wo ist denn das werte Gepäck? Ich zeige ja wahrscheinlich auf Schoschs Haufen mit dem auseinandergebauten. Schosch kommt jetzt auch rein, genau. Oh, und lässt alles fallen. Ihr hättet mir ruhig mal beim Tragen helfen können. Oh, werter Herr, natürlich. Er klatscht in die Hände und es kommen mehrere gut gebaute junge Männer im Lendenschurz und sehr schönen, farbenfreudigen sehr Hinten gut, drüber. Also für mich ein Einzelzimmer auf seine Rechnung, ich zeige auf Marian. Ja, das ist schon bestellt. Und er sagt dann, wir haben die Räume 3, 5 und 7. Und der Herr schläft in 7. Und die 3 gut gebauten Männer nehmen die Sachen von Schorsch und tragen sie in Zimmer 7. Und der Wirt zeigt euch selber das Zimmer 3, Zimmer 5 und Zimmer 7. Ja. Zimmer 3 und Zimmer 7 sind die Einzelzimmer. Zimmer 5 ist das Doppelzimmer für die beiden jungen Männer. Und er lächelt euch an. Gut, wunderbar. Dann packe ich mein Gepäck da rein. Also so viel hat Brigon ja gar nicht dabei. Mhm. Ja gut, ich habe auch die Gepäcktruhe dabei, wo Gepäck draufsteht. Das ist praktisch. Stelle ich dann auch mal in unser Zimmer ab. Unters Bett vielleicht, wenn das passt. Genau, das ist das beste Versteck.
Ja, die ist nicht so wirklich groß, die ist nur so flach. Also das ist, die ist nicht wirklich groß. Also die kann man. Die ist vielleicht 1 Meter mal 1 Meter. Ja, es ist meine Schachtel. Gibt es in dem Zimmer so Reismatten oder sowas? Ja, ja. Ja, na gut, dann nehme ich mir die Reismatten und mache mir ein Lager an der Seite. Mhm. Kann mit meiner Booster schon gleich mal anfangen. Achso, sonst hätte ich. Also unten ist gar kein Thema. Wir kriegen das schon hin. Es geht um meine Buße. Achso. Dann würde ich dir da nicht im Weg stehen. Feindes Land, sozusagen. Unsere irren Vetter, die Maraskaner. Du magst mich schlagen wollen, aber ich finde das alles ganz interessant mittlerweile. Also, jetzt hier so noch am Interessant ist ein sehr interessanter Ausdruck dafür, ja. Also ich würde ja gerne auch nochmal, haben wir draußen Achas schon gesehen, laufen die hier rum oder so in der Bevölkerung? Okay. Also ihr habt keine Achas gesehen, wenn sie rumlaufen, dann nicht da, wo ihr jetzt geguckt habt. Mhm. Sagt Bescheid, wenn wir welche treffen. Ich kann das dann so. Aufrecht laufende Eidechsen. Wie würde ein Achas reagieren, wenn man den mit zartem Gruße irgendwo? Brigon, ich kann dir das nicht beantworten. Wenn ich einen Achas treffe, werde ich wahrscheinlich meinen Speer zücken und ihn töten. Und wenn die es friedliche Achas gibt? Dann ist das nicht meine Schuld, dass sie sich nicht gewehrt haben. Wir überlegen uns doch mal was. Ich glaube, ich teile mir ein Zimmer mit Auat. Chance verpasst, Josh. Jetzt haben wir das ja. Gut, ihr legt eure Sachen ab. Was wollt ihr tun? Also, habe ich das jetzt verstanden? Gehen genau. Zum Rüstungshändler und die anderen beiden hören sich vielleicht nach Klatsch um. Ja, ja, das genau. Ich und Brigon können ja mal nach Achatz Ausschau halten und vielleicht Jalina die Nachtblüte finden, weil wir sind ja die besten Verhandler der Gruppe. Wir kriegen da bestimmt einen günstigen Preis. Bestimmt. Ich verspreche euch, am Ende wird es unter 1000 Dukat. Knapp unter 1000 dabei. 999,9. Ja, genau. Also Brigon, wir haben da ein Geschäft verpfändet. Ich habe kein Geschäft, das hat Schorsch. Genau, Schorsch, wir haben da ein Geschäft verpfändet und Brigons Steinkreis, aber das passt schon. Ich habe da noch einen Steinkreis billig abzugeben. Ja. Stimmt, hatte ich auch schon überlegt. Habe ich eigentlich noch eine Heimat, weil ja Liscom die aus Zeit und Raum gebombt hat? Die gibt es eigentlich ja gar nicht mehr. Ja, nee. Das ist ja nicht also mehr Weiden. Also das ist halt jetzt diese Drachenfelder, die Wüstenei, ja. Mhm. Also da kann man natürlich jetzt leben. Da ist jetzt ja aufgehoben, der Bann. Du darfst da jetzt wieder einreisen, wurde ja gesagt. Man geht davon aus, es breitet sich nicht mehr aus. Schön ist es da nicht, aber wenn man will, kann man da schon leben. Ja, aber da hindert dich jetzt keiner mehr dran. Verschiebungsfrevel-Dingsbums da ist immer nicht die Frage, wo man da wohnt, sondern wann. Ja, und im Moment wohnst du im Hier und Jetzt. Also die Kajoten und so haben das ja auch erstmal abgeschlossen, dass keiner hin durfte. Aber sie sind jetzt ja sicher, dass es sich nicht ausbreitet und dass keine Gefahr davon ausgeht. Es ist halt einfach jetzt Wüste. Also Wüstenei, es ist halt verdorben. Ja, ich glaube schon, dass irgendwie man darf da nur mit Drakonitern und... Nee, jetzt nicht mehr. Es ist jetzt offen. Sie haben es aufgehoben. Also ab 1040 oder so, du darfst da nur mit in Begleitung durch. Es gibt dann irgendwie dann so einen Weg, der drumherum führt, wenn mich nicht alles täuscht, weil da aber immer noch komische Dinge passieren. Im Moment, also Also mag sein, dass im Moment da nichts ist. Vielleicht später momentan darf man wahrscheinlich wieder rein. Wird halt nach einer Zeit von Hesindegeweihten, also Drakonitern und anderen Kirchen untersucht und da ist so eine Zone, die man als Gelehrter durchaus mit Begleitung betreten darf, aber normale Reisende müssen halt außen rum. Ja. Ich meine, Brigon kann sich ja jetzt zum persönlichen Ziel setzen, eine Downtime wieder Pflanzenleben einzuführen oder so in dieser Wüstenei. Also der Steinkreis da, den habe ich ja schon mehr oder weniger in Beschlag genommen. Also gut, jetzt seit Monaten ja nicht Hast mehr. Hast dein Handtuch hingelegt, oder was? Er hat seinen Stein hit dazugelegt. Und jetzt weiß jeder Druide, der da hinkommt, dass es Brigons Stein der Steinkreis gehört. Verdammt, ich muss Brigons spätestens einem Götterlauf da wieder hin. Ich habe so ein paar Felsgeister hinterlassen, also kleine Elementare, die da jetzt drauf aufpassen. Die halt Schutz haben, aber naja. Gut. Dass jeder seinen Steinkreis angreift, würdest du freuen. Ja, der Steinkreis wehrt sich jetzt. Okay, also ihr geht zum Rüstungsmann.
Genau, und ich würde mich da nach einem Hartholzharnisch umschauen. Mhm. Er bietet dir mehrere zur Auswahl in verschiedenen Ausführungen. Größentechnisch ist es kein Problem. Du findest tatsächlich was, wenn du das möchtest. Ja, ich würde das von Schorsch allerdings auf die Qualität überprüfen lassen. Dann mach doch mal einen Holzbearbeitungswurf, bitte. Ich guck mal, ob sich das eigentlich lohnt, ob ich auch einen mache. Eher nicht, ne? Ach du Scheiße. Doppel 20? Ja. 20, ich hätte so einen schlechtesten wahrscheinlich. Zum Wurm stich ich schon. Interessanterweise irgendwie, also du weißt nicht, was die mit denen machen. Du kannst also irgendwie, du kannst dazu gar nichts sagen. Also das ist die Verarbeitung. Du weißt nicht, was die hier... Ja, es ist irgendwie komisch. Also es sieht schon aus wie Holz. Es klingt auch wie Holz, wenn man dagegen klopft. Aber also du würdest es nicht tragen. Also dir erscheint es jetzt irgendwie strange. Also du glaubst nicht, dass da irgendwie, dass das irgendwas abhalten kann. Das ist so mehr so wie Balsaholz, hast du den Eindruck? Ja, leider war ich etwas laut dabei, das auch zu äußern. Und das hat wahrscheinlich der Händler gehört. Das wird dem Preis vielleicht nicht gut tun, aber... Also wirklich, das würde ich auf keinen Fall kaufen. Dieser Schund. Das ist ja schlimmer als die Schiffsplanken. Also ich muss doch sehr bitten. Dieses Geschäft ist seit Generationen im Familienbesitz. Die Base meines Großvaters, dessen Frau, hatte schon diesen Laden, ja? Also meine Großmutter quasi. Meine Großmutter mütterlicherseits. Dann hat es ja, mein Vater übernommen, als er eingeheiratet hat. Und jetzt habe ich es. Und da drüben, ich habe 5 Kinder, die bereits das Handwerk lernen. Natürlich ist das hier erstklassige Ware. Lasst euch nicht von diesem dahergelaufenen Zwerg irgendetwas erzählen. Der versteht doch überhaupt nichts von guter Holzkunst. Also, nehmt ihr jetzt diesen Wunder... Ich war doch schon zu Zeiten dieser Großmutter-Morsch. Also jetzt müssen beide mal einen Wurf auf Überreden machen, würde ich sagen. Der gehört in ein Museum. ja, nee, den hat er nicht bestanden. Die 18 stört. Ich glaube, Schorsch darf auch nochmal würfeln auf ihn. Ja, Moment, überreden. Keine Chance. Die 14 stört. Keine Hürzen. Die beiden sind total in ein Streitgespräch verwickelt, aber du weißt jetzt nicht, wem du glauben sollst, weil irgendwie... Da nutze ich aber die Gelegenheit, ich nehme mir einen, der hat mir welche zum Zeigen gegeben, ich hole mal heimlich meinen Dolch raus und guck mal, ob das was abhält. Ja, dann würfel mal auf Angriff. Da sind schon Kratzer drin, Preis runter. Ja, genau. Ach, das würde ich ja nie machen. Jetzt würfelt ja, der eine. Oh, mit einer 1. Würfel mal Schaden. Ich hatte recht. Also jetzt erstmal bestätigen, ob du den bestätigst. Ich dachte, wir bestätigen nicht. Ja, natürlich bestätige ich. Ja, nee, du hast recht, wir bestätigen. Ja, du hast einen kritischen Treffer. Mach Schaden. Der Dolch durchdringt das Holz. Das macht er ja sowieso, weil kritische Treffer ignorieren doch. Ja, ja, nee, tatsächlich. Du treibst den Dolch durch das Holz. Das ist totaler Tünnif. Also echt unglaublich. Ich steck dann meinen Dolch wieder weg. Ja, müssen uns da vielleicht noch mal in einem anderen Laden umgucken, Schorsch. Was soll denn? Also verlasst sofort mein Geschäft. Was soll das? Ein anderer Laden. Es gibt keine anderen Läden. Hier nicht. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr in dieser Stadt unmöglich gemacht werdet. Euer Geld wird hier niemand nehmen. Meine wunderschönen Waren. Er kriegt die Klappe nicht mehr zu. Ihr macht euch vom Acker. Ich habe das Gefühl, wir gehen mit mehr Klatschgeschichten nach Hause als die anderen beiden. Ja, vor allen Dingen seid ihr jetzt der Klatsch. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen so, da waren zwei Meter Klatsch an dem Rüstungsstand, unmöglich. Genau, ein Zwerg oder ein großer Nicht-Maraskaner. Diese zugezogenen. Ihr anderen, Krieger und nicht am anderen Teil der Stadt und schon hören wir es wahrscheinlich. Und wie wollt ihr, wie möchtet ihr jetzt an die Frau kommen? Also wie wollt ihr Jolina finden? Ich meine, die sind ja alle miteinander verwandt, also müsst ihr wahrscheinlich nur irgendwen ansprechen. Gibt es hier irgendwo eine Stadtwache? Ja, da gibt es Weibel, ja.
Vielleicht nicht die Stadtwache fragen? Ich würde auch... Das sind Mittelreicher tatsächlich. Also, ja, dann nicht, die Stadtwache. Aber das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Die scheint ja irgendwo so aus dem zwielichtigen Bereich zu kommen. Gibt es hier so etwas wie Steckbriefe? Vielleicht sollten wir einen Herbalisten fragen, wenn sie Nachtblume heißt. Ach so. Vielleicht ist sie Gärtnerin. Ah, ist das schon so eine Art Hinleitung? Ja. Ja, vielleicht auch so einen Code, wenn man zu irgendjemandem hinging. Wir suchen eine Nachtblume. Zwinker, zwinker. Genau. Ihr geht zu einem Herbalisten. Ja, es gibt genug Herbalisten-Shops, die auch so Räucherstäbchen und so verkaufen. Ja, da ist dann eine Person undefinierten Geschlechts, die da hinter der Theke steht und diese Person sagt, ah, schön, euch zu sehen, Brüder, Schwestern, was darf es sein? Preise die Schönheit. Also einmal, was diese Räucherstäbchen, sagt ihr? Ja, wir man zündet sie an, es riecht, was? Noch, doch. Nein, wir kommen nicht von hier. Achso. Ihr kommt nicht von hier. Nein, wir kommen nicht von hier. Ja, das sieht man euch an. Ja, ich lasse mir jetzt ein bisschen was über Räucherstäbchen erklären und würde dann auch so ein Päckchen kaufen. Das was ist im Spielzeug. Ja, was hättet ihr denn gerne? Sandelholz, Zedernholz, Maraskenholz? Es gibt Maraskenholz? Es gibt, wir nennen es nur so. Achso. Nicht, dass das giftigen Quallen gibt, obwohl, vielleicht könnte man das auch irgendwas nein, es hält Marasken fern, das stimmt zwar auch nicht, aber das erzähle ich meinen Kunden, aber ihr, nein, also, ja, und er gibt dir, so die Person so gibt dir ein Päckchen. Ja, genau, also so ein Päckchen, wo so verschiedene Sorten drin sind vielleicht. Mhm. Ja, ja, mhm. Er gibt dir, die Person gibt dir tatsächlich die Touristenmischung. Ja, perfekt. Ich wollte es jetzt so nicht formulieren, von aber... Von jedem eines. Ja, ja, auch so zwei oder drei. Ist dann. Patchouli kriegen wir nie wieder aus den Klamotten. Und? Ja. Ich sehe das Problem nicht. Abad kann es ja schon heute Abend riechen, weil das so triggern wahrscheinlich direkt im Zimmer an. Ja, natürlich. Ja, das sind alle gleichzeitig. Ja, genau. Nein. Gibt es auch Nachtblume? So ein bisschen zu den verschwörerischen Blicken, den Frigor nicht kann. Nachtblume, ja, ich kann euch sagen, in welche Straße ihr gehen müsst, um die Nachtblumen zu finden. Das ist überhaupt ganz einfach. Ihr geht aus meinem Laden davon wieder raus und dann geht ihr ganz links immer geradeaus, bis ihr das rote Licht seht. Okay, alles klar, vielen Dank. Finden wir da denn auch eine bestimmte Nachtblume? Das ist das Haus der Base, der Schwägerin meiner Großtante, ihrer Tochter. Aber da die wohnen nicht alle da auch. Alles. Wie heißt die denn? Die Base der Schwägerin der Großtante von meiner Tochter? Genau. Santina. Das ist nicht die Nachtblume, die wir suchen. Aber vielleicht finden wir die Nachtblume, die wir suchen. Santina hat für jeden Geschmack die richtige Nachtblume. Dann fragen wir die mal. Tut dies. Preiset die Schönheit. Preiset die Schönheit. Ja, preiset die Schönheit. Ja, ihr kommt, geht ihr dahin? Ja, warum nicht? Gut, also ihr kommt in einen Bordell. Die hat, glaube ich, auch den Nachteil weltfremd, der glaubt sowas. Ja, also das ist ja, hat die Person hat die Wahrheit gesagt. Wenn ihr da immer links geht, dann kommt ihr irgendwann anfangen an ein rotes Haus mit, ein Haus mit rotem Licht. Mhm. Ja, Satinas. Okay, also die Wegbeschreibung stimmt schon ja, mal. Ja, es ist Satinas Heim, steht dran. Ich klopfe an, wenn die Türe auf ist. Die Tür ist offen und davor stehen zwei Personen nicht definierten Geschlechts, die dafür sorgen, dass die Leute, die hereinkommen, erst noch eine Gesichtsprüfung ablegen müssen. Einen wunderschönen guten Tag. Schwester, Bruder? Ja, preise die Schönheit. Wir suchen eine ganz bestimmte Nachtblüte namens Schalina. Natürlich haben wir auch eine Schalina. Kommt doch rein. Und ihr kommt rein und ihr seht Gruppen von jungen Damen und Herren und diversen, die da an Tischen sitzen und die sich euch zuwenden, wenn sie nicht gerade schon in ein tiefes Gespräch mit einer anderen Person vertieft sind. Und eine etwas ältere Dame kommt auf euch zu und sagt, preiset die Schönheit, Brüder, Schwestern. Preiset die Was Schönheit. Was kann ich für euch tun? Ihr müsst Santina sein. Ja, ich bin Santina. Mein Ruf eilt mir voraus. Wir haben gerade beim Bruder der Schwester, der Base, der Tochter
eures Vaters irgendwas. Nee, es war auf die Tochter dessen, also irgendwie da vorne ein Räucherstäbchen. Also bei eurem Verwandten haben wir Räucherstäbchen gekauft. Ah, ja, natürlich. Und, ich habe hier auch welche und ihr riecht es schon. Also ja. Sie hat alles angezündet, was sie finden konnte. Und er hat uns zu euch verwiesen, weil er meinte, bei euch könnte man eventuell jemanden namens Charlina die Nachtblüte finden. Ah, Charlina. Sie blickt sich so um und geht dann auf eine der Frauen zu und spricht ihr kurz was ins Ohr und sagt, das ist Charlina. Und es kommt eine sehr junge Dame, also so um die 20, sehr schön, schön geschminkt, langes Haar, durchscheinende Kleidung auf euch zu. Fast wie Pardona, nur weniger elfenhaft und mehr bekleidet. Brigon, deswegen sind wir nicht da. Ich überlege gerade, also das ist hier alle schon sehr, also auch die Farbe und du müsstest dich als Majan der Rote hier wirklich wohlfühlen eigentlich. Wie im Raya-Tempel, also das ist schon irgendwo. Mein Rot ist was anderes. Guten Abend, ihr müsst Charlina sein, Schwester. Ja, ich bin heute Charlina. Heute, also ihr seid auch eine, wer seid ihr denn sonst? Wer soll ich denn sein? Wir bräuchten eine Führerin, die uns durch den Dschungel führt und uns wurde empfohlen, dass Charlina die Nachtblüte da ausgezeichnet helfen kann. Sie schaut euch, also sie lässt sich nichts anmerken, aber Santina stellt sich. Könnt ihr ja gleich los, wenn ihr so kompetent seid. Wir haben ein teures Zimmer gebucht, also morgen erst. Morgen, na gut, wir können ja was ausmachen. Wo sollen wir euch denn treffen, wenn wir zum Dschungel gehen? Santina legt der heute Charlina mal kurz den Arm um die Schultern und flüstert ihr etwas ins Ohr. Und heute Charlina entfernt sich mit einem Lächeln und winkt euch nochmal zu. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Wieso? Vermittelt ihr keine Reise? Meine Damen und Herren arbeiten ausschließlich hier vor Ort. In den Dschungel geht hier niemand. Oh, uns wurde empfohlen, eine Charlina, die Nachtblüte, als Reiseführerin anzuwerben durch den Dschungel. Da seid ihr hier vollkommen falsch. Wüsst ihr denn, wo man sie finden könnte? Charlina, die Nachtblüte, sagt mir gar nichts. Ich kann nur sagen, sie ist keine von meinen. Ja, okay. Dann sind wir hier tatsächlich falsch. Dann, ja. Das tut mir leid. Ich dachte, nun ja, dann müssen wir uns weiter. Sie komplimentiert euch höflich, aber bestimmt zur Tür hinaus. Okay, alles klar. Das wäre deiner Sackgasse gelandet. Eine sehr schöne Sackgasse, aber trotzdem. Auch ihr werdet bald Stadtgespräch sein. Also, ihr vier habt's geschafft. Innerhalb von kürzester Zeit, ja. Ja Berühmtheit erlangen. Ja, aber das ist bei uns vielleicht gar nicht so schlecht, weil da vielleicht kommt dann Charlina die Nachtblüte auf uns zu und probiert uns zu überfallen. Ja, und dann können wir sagen, eure Verwandten schicken uns, während sie Prigon das Messer an den Kehle hält. Oder dir, Marian. Ja, aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass wenn ich und Prigon nebeneinander stehen, er in der Regel den Pfeil abbekommt. Das ist auch wieder richtig. Arvat würde aber darauf bestehen, sich weiter nach Rüstungsgeschäften umzuschauen. Da gibt es noch andere. Also es gibt hier sehr viele Leute, die irgendwelche Basen des Cousins, des Vaters, des Vetters, der Großmutter kennen und die dann da auch Rüstung verkaufen, ja. Die Theorie ist, dass irgendwo, wenn man das kompliziert genug formuliert, kommt man irgendwann bei sich selber wieder raus. Mhm, ja. Also du findest tatsächlich ein Rüstungsgeschäft. Schorsch muss nochmal die Qualitätskontrolle übernehmen. Schorsch, würfel mal bitte auf Holzbearbeitung. Ihr seid im nächsten Rüstungsgeschäft. Bitte versuchen, keine Doppel-20 zu würfeln. Das ist jetzt statistisch unwahrscheinlich. Aber möglich. 13, 2, 13. Also, das muss alles unterwürfelt sein. Und wenn alles unterwürfelt ist, lass mich kurz gucken, dann habe ich 4 Qualitätsstufen raus. Du empfiehlst ihm eine wirklich gute Rüstung. Dann kaufe ich diese. Was soll sie kosten? Also normalerweise Listenpreis ist 300 Silber, das heißt 30 Dukaten. Ich dachte jetzt so 35, 36 Dukaten. Ja, 35 Dukaten, ja. Okay. Gut. Willst du handeln? Nö. Gut, okay. Ich möchte mir das auch tatsächlich genau angucken, wie die Rüstungen so aufgebaut sind, wo hier die Riemen befestigt sind und so, denn es scheint mir zu Hause ein nützliches... nützlich, das im Repertoire zu haben. Ich muss mal gucken, ob ich ein... Nee, ich habe leider kein Bild. Falls man länger mit Druiden unterwegs ist. Und man muss es sich ein bisschen wie so eine lackierte
Samurai. Also ich stelle mir das so, ja genau, vorstellen. Ich stelle es mir wie so eine Samurai vor, ja. Bei den meisten sind die tatsächlich auch bunt gefärbt, also. Ja genau, ich weiß nicht, was für Farben hat die denn, das müsste ich mir vielleicht noch aufschreiben. Genau, also so kommt halt dann auch die Frage, in welcher Farbe hätten sie denn ihre Rüstung gerne? Ja, das ist, da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, das kannst du dir tatsächlich aussuchen, der hat verschiedene Farben. Okay. Nur bemalen. Ja, dann nehme ich rot und schwarz lackiert. Mhm. Ja, das hat er, ja. Marjan und Brigon. Mhm. Ihr wandert zielhaft durch die Stadt? So würde ich nicht sagen. Marjan spricht jeden dritten Maraskaner an und fragt den, ob er eine Chalita die Nachtblüte kennt. Er macht jetzt die Haut-drauf-Methode. Genau, also naja, der Sprecher ist und er ist Brigon eh nicht weiß, wie er sonst da dran kommt. Es ist tatsächlich so, dass Marjan, es legt sich tatsächlich, ich habe eine 1 gewürfelt auf meinem W100, es legt sich ein Messer an deine Kehle. Und du hörst eine Frauenstimme direkt an deinem Ohr. Wenn du nicht sofort aufhörst, nach mir zu fragen, mache ich dich einen Kopf kürzer. Grüße von Cardina. Und sie hält dir sofort die Hand über den Mund. Womit habe ich das verdient? Ruhr und Gruhr. Ja. Marjan, wo bleibst du denn da vorne? Das könnte man auch noch mal. Da ist gehört noch. Ja zu dir. Oh, gut. Preise die Schönheit. Was wollt ihr von mir? Marjan kann im Moment nichts sagen. Sie hat ihre Hand über ihm und ein Messer an seiner Kehle. Hast du Verwandte in Kunchum? Fragt wer? Mein Name ist Brion und das hier ist Marjan. Warum wollen Brigon und das hier ist Marjan das wissen? Wir bräuchten. Mit wem haben wir denn eigentlich das Vergnügen? Seid ihr diejenige Person, die wir. Ihr seid die Person. Ich bin die Person, nach der ihr schon den ganzen Abend die ganze Stadt befragt. Perfekt. Ihr wurdet uns empfohlen, weil wir. Wie heißt das? Kundige Begleitung bräuchten für eine kleine Expedition. Mhm. Und wie garantiert ihr euch, dass ich euch nicht einfach in den Dschungel führe, euch dann umbringe und all euer Zeug an mich nehme? Wie wär's, wenn wir dich auf einen Tee einladen? Wir einen sind Tee. Eigentlich zu viert oder eine Offenbarung der Zwillinge oder etwas anderes, ein Getränk, ja, welches ihr dann... Ja, eine Offenbarung der Zwillinge oder drei und ihr zahlt, dann höre ich mir mal an, was ihr von mir wollt und ich verspreche nichts. Wir haben noch zwei Gefährten, die können dann auch noch... Was, es gibt noch mehr von euch? Ja, wir sind zu viert insgesamt. Gib mir Kraft. Wir wären eigentlich zu 6, zu 7, zu 8 oder so, je nachdem, ob wir unsere Pferde und andere Begleiter mitzählen, aber die haben wir in Kunchum gelassen. Wir sind aktuell zu viert. Nebenbei, Marjan würde gerne mal einen transversales wirken, ohne zu sprechen. Dann tu dies. Also ich fuchtel irgendwie mit meinen Händen rum und sage das ist jetzt nicht super gut, aber es reicht trotzdem noch für eine Qualitätsstufe. Plötzlich bin ich weg und stehe irgendwie 10 Meter hinter ihr. Ich guck selber weiter an. Ich schock das nicht mehr. Ach, viel besser. Wenn er das nochmal macht, dann mache ich ihn sofort einen Kopf kürzer und ich bringe ihn gar nicht bis in den Dschungel. Ich bringe ihn gleich hier um. Das ist aber unhöflich. Wenn wir auf das Getränk zurückkommen und mit den anderen beiden, dann können wir es erläutern. Gut. Wir sind im fliegenden Diskus. Dann werden wir genau dort nicht hingehen. Okay, dann müssen wir die anderen irgendwo... Hast du irgendwo einen Treffpunkt, wo es vielleicht auch sicher zu sprechen ist? Zu welchem Diskurs würdet ihr gerne gehen? Ich gehe überhaupt nicht zu einem Diskurs. Ich gehe in das Etablissement, das der Schwester, der Mutter, meiner Tante, meines Großvaters, deren Base gehört. Ist die auch mit Cardina und Karun? Das fliegende Messer. Ah. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht mit rotem Licht und es laufen leicht bekleidete Frauen rum. Okay, alles klar. Also sie ist jetzt auch nicht gerade schwer angezogen, aber es ist warm. Also. Naja.
Gut, sollen wir jetzt direkt dahin oder ihr sucht treffen einfach uns? Das fliegende Messer. Fragt euch durch, das ist überhaupt kein Problem. Und bitte, 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 was auch immer ihr tut. Mein Name ist Jalina. Nicht Jalina, nicht Chalina, nicht Schalina. Siehst du, Maya, du hättest dir das aufschreiben sollen. Jalina. Es ist nicht so schwierig. Ja, J kann unterschiedlich ausgesprochen werden, je nach Kultur. Man schreibt es mit Y. Ach, Verzeihung, ich habe mir J aufgeschrieben. Er kommt von den Zyklopeninseln, da spricht man das anders. Das kann ich gut verstehen. Viele sagen auch Marjan zu mir, aber ich bin Maya. Wir treffen uns dann in bestimmte Uhrzeit? In einer halben Stunde. Seid nicht zu spät. Denn sonst wird die Rechnung sehr hoch sein, die ihr zahlen müsst. Und sie verschwindet so, wie sie gekommen ist. In nichts. Ja, so ungefähr. Sieht doch sehr vertrauenswürdig aus, oder? Ja. in der Tat. Dann wollen wir uns mal eilen. Dann schläfst du Wege zurück. Unterwegs Ausschau gehalten, weil die anderen ja auch noch unterwegs sein sollten, in der Hoffnung, dass die halt auch rechtzeitig bei dem fliegenden Diskus irgendwie wieder ankommen. Ja, ich weiß nicht, seid ihr fertig mit eurem Einkauf? Ihr habt jetzt eine schöne Rüstung fertig erworben. Fertig soweit, ja. Mhm. Ich würde jetzt zurückgehen und dann mit George Hilfe den Hartholzharnisch anlegen und so ein paar Übungen machen, wie man sich darin bewegt und so, weil man fühlt sich am Anfang wahrscheinlich wie so ein Käfer in so einem Chitinpanzer. Oder also was. Es fällt dir vor allen Dingen auf beim Atmen. Also am Anfang ist es wirklich so ein bisschen Gefühl, als wäre man so ein bisschen restringiert, aber es geht gut. Der hat dir ein gutes Stück verkauft, der hat dir dann halt auch gesagt, was du drunter ziehen sollst, weil direkt auf Haut geht natürlich nichts und Sharps, aber hat dir dann halt auch, er hat dir ein Unterzeug mitverkauft, also das gab es im Preis inbegriffen. Das riecht auch ganz schön nach der Lackierung. Die vor kleinen Insekten schützt. Mhm. Ja. Wisst ihr noch, kennt ihr das auch noch, diese Matrizen, diese uralten Dinger, mit denen man früher diese blauen Anzüge gemacht hat? Wenn man das bekommen hat im Unterricht, dann war der Unterricht gleich weniger schlimm, weil das hat so super gerochen. So riecht das. Es riecht so leicht. Merke ich mir. Psychedelisch. Gut, ihr seid da und probiert gerade die neue Rüstung aus, als eure Kumpane ankommen. Oh, da seid ihr ja. Preiset die Schönheit. Wir haben jetzt gleich in 15 Minuten ein Rendezvous. Mit Jalina, der Nachtblüte. Wie habt ihr die denn gefunden? Das ist eine lange Geschichte, die können wir euch unterwegs erzählen. Also, ich bin ziemlich sicher, dass man das Jalina ausspricht. Ich würde dir empfehlen, das nicht so auszusprechen, aber du kannst es ja mal probieren. Sie scheint es zu bevorzugen, Messer an Kehlen von Menschen zu halten. Und damit zu drohen, Köpfe abzuschneiden. Dann muss ich mir keine Sorgen machen. Also nehme ich meine Waffen mit und behalte die Rüstung an besser. Ja? Ja, vielleicht. Vor allen Dingen, weil das die Restauration fliegendes Messer heißt. Das ist doch ganz interessant. Das hört sich doch nach einem netten Ort an. Jetzt fängt der schon wieder mit Halskrause an. Ja, genau, mit Halskrause. Hast du noch die Lederkrause, die du für die Vampire mit ihre Zähne habt ihr nicht gesehen. Und sie heißt Nachtblüte, wer weiß, ob sie tags überhaupt funktionsfähig ist. Wir haben viele Nachtblüten getroffen, aber dazu gut, später. Wo ist denn dieses fliegende Messer? Wir sollen uns durchfragen, hat sie gesagt. Dann fragen wir doch am besten unsere Wirtin. Der Wirt sagt euch, wo das fliegende Messer ist, weist euch aber auch darauf hin, dass also die Basis seines Onkels, seiner Großtante, deren Frau, hat ein viel schöneres Etablissement, das nicht zum fliegenden Messer ist, sondern das Silberbesteck heißt und da kann man viel besser essen. Ah, das glaube ich sofort. Leider geschäftliche Besprechung. Die Person, mit der ihr euch trefft, hat offensichtlich keinen Geschmack. Gut. Leider. So ist das eben. Ich richte das aus. Tut dies. Ey, Jalina! Weiß also, was kein Geschmack. Also, ihr kommt dort an. Es ist wirklich nicht so schwer zu finden. Tretet ihr ein. Ja, wenn uns kein Türsteher auffällt oder so, dann. Aber wenn ihr reintretet, wisst ihr auch, warum die keinen Türsteher brauchen. Alle Leute sehen aus, als seien sie im Nebenberuf Türsteher. Man könnte auch sagen, es ist eine Bude von Halsabschneidern und der Tiere da geraten sind. Ja, Halsabschneidern, das Thema hatten wir ja schon die ganze Zeit. Ein netter Laden. Dann halten wir mal Ausschau nach der guten. Dass sich die Halskrause lohnt. Es ist nicht so schwierig, Jalina auszumachen, weil Jalina sitzt hinten in der Ecke und um sie herum hat sich eine größere Lücke gebildet. Die Frau scheint, ihr Ruf eilt ihr voraus, in ihrer Nähe ist niemand. Dafür sitzen die anderen Leute ganz dicht gedrängt in anderen Teilen des Raums. Ja, dann bahnen sie sitzt da und macht sich mit ihrem großen Dolch ihre Nägel.
Mhm. Ist hier ein... komm, spricht sein. Es gelingt Maja wahrscheinlich rechtzeitig, mich zurückzuhalten. Ach ja, leise, stimmt, okay. Mhm. Ja, dann bahnen wir uns einen Weg und dann... so, da sind wir wieder. Das sind Awad und Schorsch. Ja, ich mache eine kleine Verbeugung. Sie nickt. Das ist Jalina, die Nacht geht. Ja, ich bin Jalina und der da ist Marjan, das ist Brigon. Und wer seid ihr beiden? Wird da gerade gesagt. Achso, sorry. Ich hab sie gerade halt schon mal. Oh Gott. Das ist also. Und ihr sucht mich. Ihr habt mich gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Oder sollte ich eher sagen, ich habe sie gefunden. Sie waren so auffällig. Oh, es ist immer das Gleiche mit ihnen. Ja, aber es ist gut auffällig zu sein. Stellt euch vor, sie wollten euren Namen Jalina aussprechen. Sie haben meinen Namen Jalina ausgesprochen. Er hat den Namen so ausgesprochen. Aber wir wollen jetzt nicht über deinen Namen reden. Also, was wollt ihr? Also, eure Verwandten Kadina und Karumin haben uns verwiesen. Ich nehme an, die Namen sagen euch etwas. Ja, ja, natürlich. Sie haben gemeint, wir sollen in Maraskar nach Jalina der Nachtblüte fragen, weil sie eine gute Führerin sein kann durch den Dschungel von Maraskar. Ich bin die Beste. Für unser Vorhaben. Also, auch eine vertrauenswürdige. Wenn ich, aber genau, natürlich. Wenn ich hinzufügen darf, auch wenn es einen anderen Anschein hat, wir stehen in keinerlei Verbindung mit irgendwelchen offiziellen Angelegenheiten des Kaiserreichs. Ganz im Gegenteil. Die geheime Mission, die wir verfolgen, und ich beginne etwas zu flüstern und schaue mich dann um. Es sind super viele Leute mit gespitzten Ohren. Also das, was wir vorhaben, das ist auch zum Wohle von Maraskan. Und wir haben die beiden gebeten, uns jemanden zu empfehlen, der uns nicht gleich in die Falle der Guerillas lockt. Und haben uns ihr Wort gegeben. Freiheitskämpfer. Ich bevorzuge den Begriff Freiheitskämpfer. Er ist doch wohl gewählt. Da stimme ich euch voll zu. Ich werde ab jetzt nur noch Freiheitskämpfer sagen. Die Freiheitskämpfer auf jeden Fall und nicht in die Arme der Freiheitskämpfer. Wobei, wahrscheinlich wäre es gar nicht schlimm in den Armen der Freiheitskämpfer, denn immerhin kämpfen sie für die richtige Sache. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir würden gern dort ankommen, wo wir hinwollen und das Ganze in einem Stück. Und wir würden euch bezahlen. Und das wäre wo? Ja, also wir haben da diese Karte. Und, wir haben keine Karte, wo wir hin müssen, ne? Wir wissen, also die genaue Position ist noch nicht bekannt, aber wenn wir erstmal unterwegs sind, werden wir es wissen. Wir können aber schon sagen, dass wir... Können wir ihr das sagen? Vielleicht nicht hier. Ich glaube, wir müssen ihr das sagen. Ja, oder also, ich beuge mich ganz weit hin vor. Unsere erste Station wäre die Endurium-Mine. Ob wir danach noch weiter eure Hilfe brauchen, was sehr gut sein kann, können wir noch nicht genau sagen. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr nach einem mittelreichischen Auftrag, aber es ist es tatsächlich nicht. Darauf gebe ich euch mein Wort. Als Novadi. Und ich mein Wort als Schippenstiel. Nun, diese wurde bereits 1015 einmal überfallen von Freiheitskämpfern. Das hat das Mittelreich stark geschwächt, denn die erwarteten Lieferungen blieben aus. Und ich weiß auch, dass es jetzt noch Waffenbrüder und Waffenschwestern gibt, die dort tätig sind. Aber natürlich kann ich euch zu dieser Mine bringen. Ich kann euch nur nicht sagen, in welchem Zustand ihr sie vorfinden werdet. Oh, solange der Zustand von uns noch einigermaßen annehmbar ist, wenn wir dort ankommen, ist das kein Problem. Gut. Genau, die Mine ist sozusagen eher ein Vorwand, um dort in die Maraskan-Kette zu kommen. Ihr wisst schon, dass es dort sonst eigentlich nichts gibt. Zumindest nichts, was nicht Mariskaner interessiert. Wenn man jetzt mal von Puspareiken absieht. Aber Puspareiken ist... Wir suchen die Festung eines mächtigen Magiers, die irgendwo im Dschungel versteckt sein sollte. Oh, in unserem Dschungel ist sehr, 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 sehr viel versteckt. Wie gesagt, Puspareiken sucht schon sehr lange danach. Wer ist das, Puspareiken?
Er ist, er nennt sich Saurologe. Oh. Ist das ist Echsenforschung. Also Echsenforschung würdet ihr es wahrscheinlich nennen. Achso. Marian, du kannst ja mal auf Magiekunde oder auf Sagen und Legenden. Er ist bestimmt ein Schüler von Rakurio Muntagorus. Möglich. Soll ich dir mal auf Magiekunde würfeln, ob mir das noch was sagt? Mach mal. Gucken wir mal. Ich habe eine 10, 10, 10. Also mit okay. ein paar Nuller weniger, dann wäre es 1, 8, 1 gewesen. Aber gut, das ist trotzdem 4 Qualitätsstufen. Ja, also es gibt tatsächlich eine Person namens Hilbert von Puspareiken, der aus Festum stammt. Hm. Und tatsächlich ein sehr guter Bekannter seiner Spektabilität Rakurium Muntagonus ist. Und er selber war in der Halle des Quecksilbers zu Festum und hat sich tatsächlich auf die Erforschung der exischen Wesen und ihrer Geschichte hier auf Maraskan spezialisiert. Ja, spannend. Damit habe ich mich auch zum Teil ein bisschen beschäftigt mit Saurologie, aber ich bin da kein so Experte wie Rakurium und Puspareiken. Trotzdem wäre es natürlich interessant. Befindet sich dieser Mann in Tuzak oder ist er? Nein, er befindet sich im Dschungel. Er befindet sich im Dschungel. Ja, vielleicht finden wir ihn ja durch Zufall. Wir werden auf jeden Fall an einer seiner Grabungen vorbeikommen. Es lässt sich gar nicht vermeiden. Ah, ja, wunderbar. Das wäre interessant, wenn man ihn treffen könnte. Ach, so wie ihr sprecht, habt ihr schon angenommen. Wunderbar, dankeschön. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen von unserem eigentlichen Auftrag. Sagt der Zwerg, der unbedingt zu einer Endurium-Mine möchte. Nun, lasst mal nun ruhig wieder, nicht so laut sprechen, Marian. Das halbe Lokal schaut schon wieder her. Die interessiert sich doch nicht für uns. Was wäre denn euer Preis? Genau. Was bietet ihr denn? Nun, da wir nicht wissen, wie lange wir unterwegs sind, denke ich, eine Anzahlung wäre zuerst einmal zu tätigen, vielleicht in Höhe von 20 Dukaten. Und dann müsste man einen Tagespreis finden für einen erfahrenen Führer, vielleicht. Ja, 7 Silbertaler am Tag. Unter 50 Dukaten stehe ich nicht mal auf. Nun ja, ihr kommt ja ganz sicherlich auf eure 50 Dukaten, wenn ihr schon die 20 Dukaten Anzahlung habt. 50 Dukaten Anzahlung. Ich finde, das klingt fair. Und dann der Tagessatz von 7 Silbertalern ist mit euch? 8. 8. Gut. Das können wir machen, denke ich. Verpflegung? Und Ausrüstung noch zusätzlich. Ja gut, das versteht sich ja eigentlich von selbst. Wann möchtet ihr aufbrechen? Morgen früh. Möglichst bald, ja. Gut. Die Frage ist, ob ihr uns bei der Ausrüstung vielleicht noch eine Liste geben mögt, was ihr als unbedingt notwendig erachtet. Einige Dinge haben wir schon. Andere vielleicht noch nicht, aber wir kennen uns hier ja auch nicht aus. Ich meine, wenn sie sich auskennen, können wir die Ausrüstung noch ihr überlassen und dann zahlen wir einfach den Betrag, den sie haben möchte. Ich hole euch morgen um 8 Uhr in eurem Hotel ab und dann gehen wir kurz einkaufen und dann legen wir los. Sehr gut. Wunderbar. Aber wir haben euch doch gar nicht gesagt, wo wir nächtigen. Doch. Wir haben das vielleicht vorhin erwähnt. Rigor hat das erwähnt. Ich glaube, bei dem ist das hier auch kein großes Geheimnis, wer wo übernächtigt, ja, weil ja alle irgendwie miteinander verwandt sind. Und Jalina ist ja vertrauenswürdig, wurde uns ja empfohlen von ihren Vettern und Vetterinnen in. Und ich möchte mich noch einmal im Namen von Shoramtosh und mir für das etwas übereilte und plumpe Auftreten meiner Freunde hier entschuldigen. Wieso übereilt und plump? Wir waren doch sehr höflich. Das kann man sicherlich auf verschiedene Art und Weise betrachten, Maria. Wichtig ist, dass wir einfach in Zukunft versuchen, weniger auffällig zu sein. Okay. Sollen wir denn einen Decknamen verwenden? Ich schaue auf Schorsch, der einzige Zwerg auf Maraskan wahrscheinlich ist. Machen wir, definitiv. Und du läufst mit einer Rubinenbrille herum und hast rote Robe an. Also.
Warum schaut ihr mich alle so an? Ich habe schon einen Decknamen. Wie lautet dein Deckname? Schorimtosch. Nicht Schorstosch. Okay, gut. Gut, wie gesagt, ich hole euch morgen ab. Versucht noch etwas zu schlafen. Es wird anstrengend. Natürlich. Sollen wir euch das Geld dann morgen übergeben? Mhm. Gut. Einer von euch Geld. Das kriegen wir schon hin. Ich hab Geld. Und dann kommt der Wirt tatsächlich und stellt mehrere Schnapsgläser vor euch hin. Und sie greift sich jedes einzelne und kippt 5 Schnaps weg. Also, oder 5 von dieser, wie heißt die Offenbarung? Offenbarung der Zwillinge. Offenbarung der Zwillinge und sagt, noch eine Runde und auch für jeden von Ihnen ein Glas. Mhm. Preiset die Schönheit. Das wäre nämlich auch was Brigon interessieren würde, denn das ist ja Rum, wird also aus hier, ja, nicht Süßholz, wie heißt es? Zuckerrohr. Zuckerrohr. Nah dran. Aus Zuckerrohr gebraut. Sich das mal anzugucken, wenn man das irgendwo findet. Das kann man so als Dessert, als Nachtisch oder so kann man das essen, sicher nicht. Zuckerrohr kann man, ich habe zumindest mal gelesen, man kann es tatsächlich so essen, ja. Das ist so, ja, knabbern. Also das ist ja wie so ein Schilf im Endeffekt. Ja, genau. Schmeckt genau. Aber süß. Ja. Es fragst du sie danach. Das können wir da machen, wenn wir unterwegs sind. Das wird ja irgendwo wachsen dann, ne? Also. Ja. Ja. Diese Jalina, wie sieht die denn aus? Ist sie so muskulös, groß? Eher Ende 50, Ende 20, Ende 70? Nee, sie ist nicht Ende 70, auch nicht Ende 50, aber du schätzt sie so auf 40 ungefähr. Sie sieht halt aus, wie eine Maraskanerin aussieht. Muskulös jetzt, sie ist eher drahtig. Sie sieht so aus wie jemand, der Langstrecke läuft. Die Leute sind ja meistens sehr, sehr dünn. Jemand, der, also wenn sie zum Beispiel so, die hat die Unterarme frei und wenn sie dann zum Beispiel irgendwas, dann siehst du, wie hier schon auch so diese Muskeln tatsächlich rausspringen. Aber sie ist jetzt nicht muskulös in dem Sinne. Okay. Und sie wirkt wie jemand, der sehr viel Zeit draußen verbringt. Also das sieht man ja auch, sie ist sehr, sehr stark gebräunt. Und sie ist jetzt, also vielleicht nicht so eine, wenn man jetzt mit Nachtblüte vielleicht wirklich Schönheit, also sie sieht jetzt nicht aus wie eine schöne Raya-Geweihte oder so. Sie sieht sehr durchschnittlich aus. Sie ist nicht hässlich, aber sie ist jetzt auch nicht irgendwie besonders hübsch. Also damit, wenn sie damit versuchen würde, Geld zu verdienen, das würde vielleicht schwierig werden. Sagt Jalina, da durfte ich fragen, warum man euch die Nachtblüte nennt. Also mich nennt man den Roten, das ist ja relativ eindeutig, warum. Zumindest ist es ein Teil. Ja, sie entblößt tatsächlich ihre linke Schulter, wo du eine Tätowierung einer Blume siehst, einer dunkelblauen Blüte. Sehr schön, dann muss das eine Nachtblüte sein. Das ist sie. Ich nehme an, die ist giftig, Fragezeichen. Ich habe mich ja über Fauna und Flora informiert. Mir wurde nämlich erzählt, in Maraskan ist alles giftig, bis auf dieser bunte Papagei. Ja, und das Zuckerrohr. Vielleicht nicht ganz, aber es ist für Leute, die sich nicht im Dschungel auskennen, besser davon auszugehen, dass alles euch töten möchte. Also Brigon, nicht an Blumen schnuppern. Ich habe mich schon informiert, ja. Also nur an denen, die irgendwie zu identifizieren sind. Also, naja. Einigen muss man, glaube ich, sie eher irgendwie einnehmen oder so, oder einen Tee draus machen, um da irgendwas, aber... Auch erstmal keinen Tee aus Blüten machen, Trigger. Wo, Maraskaner haben sich nicht auch eine Teekultur? Bauen die das extra, haben die Teepflanzen, die sie extra anbauen dafür, oder... Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Also die extra Teefelder, es gibt ja irgendwie dann das... Also ich würde mal, also geografisch gesehen würde sich das schon anbieten, dass man da Tee wird ja also, immer, wird ja an Hängen angebaut, denke ich jetzt mal, ja, vermutlich. Sollte man denken, ja. Aber ich weiß es nicht, also... Da können wir jetzt auch, wenn wir morgen noch mal einkaufen gehen, noch mal ein Päckchen Tee oder irgendwas, dass wir halt einen... Also wir verfügen einfach, ja, in Maraskan gibt es tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Teesorten, von grün bis schwarz. Und was es natürlich auch gibt, ist Reis. Zahar oder Char
ist eine maraskanische Teesorte, die stark gesüßt getrunken und aus Rauschgurken hergestellt wird. Das hört sich spannend an. Ja, das klingt dann eher so wie, oh, guck mal, die Farben, Alter. Die Rauschgurke, auch grüner Maraskanji genannt, ist die Frucht des Rauschagura-Baums. Ja, das Maraskaner bereiten die Frucht auf vielfältige Weise vor. Fremde essen sie meist roh oder verwenden sie alchemistisch. Ja, aber es gibt auch Boran-Hochland, die Sorte, Teesorte. Das ist dann da bei deren heiligen Stadt irgendwo. Und das soll der stärkste Tee Aventuriens sein. Mhm. Müssen alle Rauschgurkentee trinken. Also wir verfügen, es gibt sowohl Blättertee als auch Rauschgurkentee. Ja, ich meine, es gibt es ja auch bei uns ja auch, es gibt ja auch Tee aus Obst. Also es gibt ja, also Früchtetee. So ja. Das stimmt. So Hagebuttentee und so, ja. Okay, alles klar. Aber dann, dass wir halt entweder ein Päckchen Tee, dass wir halt was auch zum Trinken haben. Ich meine, wenn wir jetzt irgendwo, wenn wir uns informiert haben, so im Dschungel mit an Wasser kommen oder so, ist ja auch immer sowas. Ne? Also es ist ja die alte Geschichte, man darf das Wasser, das da die Blätter runterrennt, tatsächlich nicht nehmen, weil haben wir ja alle schon mal diskutiert. Muss also kochen. Ja, genau. Also man darf das Wasser wirklich nur gekocht trinken, das sagt sie euch auch. Aber ja, gut, dann verabschiedet sie sich von euch. Was euch auffällt, ist, wenn sie sich bewegt, man hört sie nicht wirklich gehen. Also sie ist sehr, wenn man sie geht sehr elegant und sie nimmt verdammt wenig Platz ein. Also wenn sie sich tatsächlich bewegt, sie windet sich so quasi zwischen Menschen hindurch, so dass was, sie schlängelt sich so. Sie hat so ein bisschen was, naja, nicht Schlangenhaftes, aber sowas sehr. Ja, genau, sie ist so wie Shoram Tosh gerade. Bewegt sie sich denn wie eine Kämpferin? Also ganz ehrlich, sie bewegt sich wie jemand, dem du nicht den Rücken zudrehen möchtest. Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn man bei ihr über von Kampf, sie ist mehr so die Meuchnerin, ne? Die sich irgendwo lautlos von hinten anschleicht und dann den vergifteten Dolch erlangt. Also diese präzisen Bewegungsabläufe ähneln sich ja trotzdem. Also. Ja, nee, sie ganz im, ja, genau das. Also sie bewegt sich extrem präzise. Aber sie, ich meine, ihr wart ja mal mit der Rondra-Geweihten unterwegs. Die war dann eher so, also die war so ein Schrank, 2x2 Meter. Also hatte die so einen Umkreis um sich rum. Und hat dann halt quasi sich wirklich so einen Weg gebahnt und der wurde ihr auch freigewählt. Sie windet sich tatsächlich zwischen den Leuten durch. Also sie ist da eher, es ist eine ganz andere Art der Bewegung, aber sehr präzise, ja. Naja, das ist jetzt 50-50, ne? Höfliche Dame. Ob es gut geht oder nicht. Mal sehen, wo wir landen. Das sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal, wenn es dann vielleicht in den Dschungel geht. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitspielen und für alle unsere Zuschauerinnen. Frohes neues Jahr. Das ist die erste Runde des Jahres. So, yay. Frohes neues. Und beim nächsten Mal dann in 14 Tagen in den Dschungel. Mit Rauschgurken-Tee, genau. Bis dahin wünschen wir euch alles viele Gute. Andere schöne Sachen. Bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Das wäre doch auch ein guter Titel für ein Video. Rauschgurken.